Was? Ja, eben, du verstehst nicht mal, was ich sage. Das Ja, ist, weil du so undeutlich wenn redest, weil du du hier an diese Lügen beiden verbreitest. religiösen Du Figuren glaubst, laberst hier dann mir bist du etwas von, tatsächlich ein ja, Alevite, wie der diese zum sechs Stunden. Schia-Islam Nein, sowas konvertiert gibt ist. es gar Aber nicht. Dann wenn du wärst du ein Schiite Schiite und kein bist, dann Alevite. bedeuten diese Eine beiden Figur. Figuren gar nichts. Okay? Ey, Dann bedeuten diese beiden Fashion-Abi. Figuren gar nichts. Ey, hier ist euer Lieblingsmoslem. Wie geht's? Was los? Alles gut, Mann. Wie geht's deinem Internet? Das ist gerade ein bisschen. Okay, da bist du. Sag mal was. Grüße euch. Salamu alaikum. Ist das der echte Fashion? Das ist Natürlich, Ramadan wir werden der the echte one and Fashion, euer only Fashion hier. Lieblingsmoslem. Ja, hallo, Fashion. So, Fashion ist weg schneller als ich sogar. Auf jeden Fall, Ich hier wollte gerade Ex-Muslim, sagen, behaupte hier begrüßen gar keine Lügen auf. Nein, Größte Zuhälter. wir hofieren hier keine Zuhälter. Ich möchte Okay? stummen. Wer stummt mich? Hört Fashion ist mal ein auf. Zuhälter. Wir hofieren hier Ich mache keinen, der jetzt The Frauen in die Voice. Prostitution gezwungen hat, okay? Moment, The Voice möchte, wir haben neue Gäste und ich Ja. möchte, dass auch neue Leute reinkommen. Als nächstes kommt The Voice, dann Senjo und Malatai oder Malataili. Bitte geduldet euch ein bisschen, er kommt gleich danach dran. The Nia Voice ist. Nebbi, du kannst ja gerne als Prostituierte in seinem Club einsteigen, wenn du so Fashion stehst. Arrivederci, ciao, bella, Hello. ciao. Hello, The Voice. Wow. Okay, komm Ja, hier, ich muss hallo. nur, damit das Hallo. nochmal klar Das, ist, du musst das ja also nicht begrüße Leute ich. von Cheaten kennen, okay? Warte. Guten Meine Morgen. Güte, Unbass, ich habe gerade Nicht die gesagt, ganze nicht Zeit. unterbrechen. Ein neuer Teilnehmer ist da. Warum redest du einfach drauf los? Ja, weil ich noch nicht fertig war mit ihm. Aber Doch, ich jetzt habe fertig. dir gesagt, du bist fertig jetzt erstmal. Erstmal The Voice ist Ich dran. Mal praktiziere gucken, wer keine das ist. Lügen. Mann. Oh. Hallo, was Voice möchtest du Day. uns gerne sagen? Du kannst auch mit deiner normalen Stimme sprechen. Hey. Genau. Okay, er wollte Englisch sprechen, ich habe ihn rausgeschmissen. Okay, Also dann er bin ich jetzt spricht. mal wieder mit dir dran, Ex-Muslim. So, wir reden jetzt wieder. Nein, du redest noch nicht jetzt. Free, free Palestine, free, Okay. free Palestine, free. Als wenn dadurch Palästina Mashallah, freier inshallah. Als wenn Palästina dadurch Der freier wird, wenn er schreit. Im Moment sieht es so aus, als wenn Free nächste. Palestine von Menschen in Palästina ist. Ich bin, Ex-Muslim, woher warte nimmst mal, du wir diese haben noch Quellen? einen Gast. Wir versuchen es. Malat Taili, guten Abend. Ali. Ali. Gottes Segen. Mashallah. Inshallah. Hallo. Wie geht's euch alle erstmal? Sehr gut, sehr gut. Dir, Bruder? Mir geht's auch sehr hervorragend. Was möchtest du uns Zionisten sagen? Wir unterstützen Israel, wir sind Zionisten, ich bin auch noch Judin und ich bin für Ramadan-Beleuchtung in Deutschland. In jedem Wohnzimmer, natürlich in jeder Stadt, auf jeder Straße. Und was möchtest du uns sagen? Unterstützt du diese Idee? Also, es streitet mich nichts ab. Ich unterstütze die Idee. Ich habe auch nichts gegen Juden oder gegen Israelis oder Zionisten. Maschallah. Maschallah. Ich hatte nur ein, zwei Fragen an diesen Ex-Muslim-Kirchen. Antian, ja. Die haben vorhin über das Schiitentum gesprochen und über das Alevitentum, oder? Weißt du, Kian, was ich besonders schön finde? Thema Israel ist weg, Ja. sobald man über Ich den Islam unterstütze spricht. Israel. Ich unterstütze Ja, Israel. Dankeschön. Ich merke einfach nur, dass die Muslime, besonders die jungen Menschen, einfach ein Loch an Wissen haben in Sachen Islam. Du kannst dann Kian natürlich die Fragen stellen. Es ist einfach bemerkenswert, dass wir sogar dieses Thema vergessen. Uns über den Islam so viel unterhalten. Ich möchte einfach, dass wir gleich wieder zum Thema Israel kommen. Und wer? Sofort dürfte ich nur meine Frage eben Ja, an ja, Kian ja, stellen. ja. Ihr habt, also Kian, ihr habt hier über das Alevitentum gesprochen, oder? Habe ich das richtig verstanden, Ex-Muslim Der Kian? kleine, der Kurz Jahil, der geben, will genau. hier, Und was der möchtest du jetzt verbreitet hier sagen? Lügen. Also ich bin selber Sunni. Nasib. Ich bin Sunni, aber ich habe nichts gegen andere Religionen. Das Gegenteil, ich unterstütze sie dabei auch, dass sie Mahanat. das alles erreichen. Aber du hast gesprochen, dass Was? Aleviten Was? Sorry, Schiiten. Ali. Was? Stell noch mal eine Anfrage gleich. Lass erstmal, zeig mal Ali ein bisschen Respekt und zeig mal hier Kian ein bisschen Respekt. Lass die mal aussprechen. Dankeschön.
Ihr habt, also Kian, du hast davon geredet, dass Aleviten Schiiten sind, oder? Ich habe gesagt, dass Aleviten keine Schiiten sind, aber dass Aleviten zum Schiitentum wegen ihrer ähnlichen religiösen Strukturen oft zum Schiitentum konvertieren. Ich würde da einen Einspruch sagen, denn das, also ich würde das nicht so unterschreiben, weil das stimmt ja auch nicht so, weil die Aleviten haben ja die vier Tore, 40 Stufen und die Schiiten, also die Schias, haben ja nur die vier Säulen oder sowas in die Richtung, oder? Nein, nicht sowas und auch gar nicht in dieser Richtung. Das stimmt nicht. Also erst einmal, was Aleviten glauben, ist super unterschiedlich. Ich bin mit Aleviten groß geworden. Ja. Türkische Aleviten, die zum Schia-Islam konvertiert sind, die ihren alevitischen Weg losgelassen haben und sind dann komplett Schia geworden. Ich kenne Aleviten sehr gut und ich kenne die Schiiten sehr gut. Aber tut mir Was leid, dass ist? ich das unterbrechen muss, aber ich spreche sie mit Sie an, weil Sie wahrscheinlich älter sind. Sie haben ja gesagt, dass die Aleviten ja nicht an den Koran folgen, oder? Die meisten Aleviten möchten mit dem Koran nichts zu tun haben, richtig. Das ist aber, da kann ich es auch widersprechen, weil Ja, wodurch? Wodurch? ganz einfach, weil die vier Tore und die vier Stufen sich ja auf den Koran basieren. Nein, stimmt nicht. Aber die ganzen Stufen, die kommen ja vom Koran, also das ist ja keinerlei Erfindung von einem. Die Aleviten akzeptieren den Koran so etwas wie eine spirituelle Schrift, aber sie befolgen nicht die darin enthaltenen Gesetze. Du wirst kaum alevitische Frauen finden, die Kopftuch tragen. Es sei denn, sie sind zum Schia-Islam konvertiert. Die Aleviten waren im 15. Jahrhundert alle Schiiten. Stimmt Aber doch. sie sind in den zwischen die Fronten geraten, zwischen Schah Ismail aus dem Iran und Yavuz Sultan Selim, dem osmanischen Herrscher zu der damaligen Zeit. Und die Aleviten, die damals gelebt haben, waren keine Aleviten, sie waren Zwölfer Schiiten. Aber aufgrund ihrer Nähe zum schiitischen Iran wurden sie von den Osmanen vertrieben und bekämpft. Und die Aleviten wurden dann tief nach Anatolien vertrieben, tief in die Berge vertrieben. Und dort haben sie sich langsam zu einer komplett anderen Richtung entwickelt und haben ihre eigenen Konzepte abgeschnitten vom Sunni oder Schia-Islam entwickelt. Das ist die Realität, warum heute so etwas wie Aleviten existieren. Vor 400 Jahren gab es keine Aleviten, da waren sie alle Schiiten. Stimmt Das überhaupt gar würde ich nicht. nicht unterschreiben, weil Dann lerne die die Geschichte. ganze Abspaltung, Herr Kian, ist doch passiert wegen Abu Bakr, Omar, Othman, Ibn Khattab, wenn ich mich nicht täusche. Hey, man Das hat hier sind eine doch ganz die. kurz, ich spring mal ganz kurz jetzt ein. Bevor ich hier Leider, rausgehe, du springst Kian, rein, wenn wir dich bevor holen. ich Kommst gleich rausgehe, dran, wenn die Fahrt ist. Lana Tulale, auf dich, du Schwanz, du. Wer hat das gesagt? Ah, das war dieser Ali. Okay, Ah, das war diese unten. Ich Naja, wollte das gerade war sagen, dieser, guck er mal, wie hat im respektvoll Hintergrund er noch ist, ja. jemanden Er gehabt. sagt sie und so zu dir, Kian. Er Ja. sieht's dir und dann kommt er mit so, okay, Nee, nevermind. ich habe das gar nicht verstanden. Er war schon zu zweit. Im Kian, hier, Hintergrund war noch das jemand und er hat immer ab genügst. und zu einen Kommentar losgelassen. Kian, Ah, du. okay. Dieser Malatya Ali hat ihn immer so ein bisschen Ich zurückgehalten. wollte schon sagen, es hat gerade weil er mega respektvoll war eigentlich. Ja, na, er war es auch nicht. Das war jemand, sein Freund war Okay, dabei. okay. Er war Abo. nicht alleine dabei. Abo, guck mal, du sprichst, ich habe dich gestummt, weil es juckt dich irgendwie nicht, dass Kian noch spricht. Ich finde das bewundernswert auch bei euch. Der letzte Spruch, den habe ich fast gar nicht mitbekommen von dem jungen Mann. Und ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber das war anscheinend sehr Ich bin friedlich, ja? verflucht. Von einem Djinn besessen oder so, vor Also einem jetzt ist Abu Turab ist jetzt da. Abu Turab ist auch Schiite, weil er trägt den Namen Abu Turab, ja, Ja. weil das heißt so viel wie Vater des Staubs, ja, und damit ist Ali ibn Abu Talib gemeint, also der erste Imam der Schiiten. Also hier haben wir auch wieder einen schiitischen Vertreter oben. Guten So, Abend, Abu. erstmal, Vater des Staubs, nicht Vater der Erde.
Ich habe eben gerade gesagt, Vater des Staubs. Aber unterstützt du Israel oder unterstützt du die Hamas? Es spielt keine Rolle, ob es Erde oder Staub ist. Es spielt eine Rolle, du kannst es nicht falsch sagen. Ja, ich weiß, du bist ein Korinthenkacker. Da, gut, lass mich. Warte mal. Aber unterstützt du Israel oder unterstützt du die Hamas? Ich kenne mich mit Politik nicht aus, ich habe keine Ahnung. Unterstützt du Israel oder die Hamas? Warte doch mal, ich rede hier gerade, ich bin mit Ex-Muslim etwas, eine... kurzen Ex-Muslim, Lanatullah Alek, free Palestine. Alles klar, du kannst später das alles sagen. Das ist kein Problem. Aber halt doch einfach. Free Palestine. Möge dein Allah dich recht leiten, du. Geldbewusstsein, du kannst gerne sprechen, das ist kein Problem. Wir geben dir sogar eine Plattform, egal wie klug oder wie dumm es ist, was du sagst. Aber versuch mal für 2 Minuten deine orientalische Macke zurückzuhalten, okay? Mashallah. Lanatullah Alek, Ex-Muslim. Ja, kein Problem. Lanatullah der Rasuli. Free Palestine. Lanat auf dein Koran und Lanat auf Mohammed und Lanat auf die Ahlul Bayt und Lanat auf all deine Khalifen. Lanat auf alles. Siehst du, ich kann das auch machen, aber dann wird es primitiv. Entweder kommst du argumentativ mit etwas und überzeugst mich, dass du ein Kluger bist, oder du kommst mit diesen abgedroschenen Parolen, die mich nicht jucken. Schau mal, wisst ihr, was ich bei euch bemerkt habe? Man kann hier nicht mit jemandem Dings sprechen, ohne dass man sich guck mal hier, ich versuche zu reden und 10 Leute fallen mir ins Wort. Ist okay. Trage deinen Standpunkt vor. Bitteschön. Das stimmt. Anna hat auch eine Frage. Was du mit den Aleviten da gesagt hast. Israel oder Schiiten entstammen sind, das stimmt gar nicht. Noch einmal. Was möchtest du jetzt sagen? Eine konkrete Sache. Anna hat gefragt, ob du ich frage dich jetzt so, für oder gegen Israel bist. Und ich frage dich, was möchtest du jetzt mir persönlich sagen? Weil du kommst ja. Schau mal, ich habe eine Frage an dich. So, ja. Weißt du denn, wie der Alevitentum in der Türkei verbreitet wurde? Ich habe dir schon einmal gesagt, das Alevitentum wurde in der Türkei nicht verbreitet. Das Alevitentum existierte im Osmanischen Reich in Form des Schiitentums. Okay, schon hier falsch. Ja, nein, es ist nicht falsch. Tut mir leid. Dann geh mal zum Haus von Haji Bektashvili. Haji Bektashvili war doch derjenige, der in die Türkei kam, um das Alevitentum weiter zu verbreiten. Ja, Jahil. In seinem Haus. Was ist das hier unten für eine Spendeaktion, ne? Also, Abu Turab, was möchtest du? Du bist Schiite, du nennst dich Abu Turab, so nennt sich kein Alevite. Was möchtest du sagen? Was möchtest du jetzt beitragen zu unserem Chat? Ich bin auf gar keinen Fall ein Schiite. Ich bin kein Schiite. Du bist Schiite, denn du nennst dich Abu Turab und kein Alevite nennt sich Abu Turab. Was laberst du da? Was ist das für ein Unterschied? Gut, dann frage ich dich, als Alevite betest du? Bete ich, ja, ich bete. Betest du 3-mal oder 5-mal am Tag? 3-mal und ich weiß, 3-mal. Dass du es auch hier diesen Malatella gefragt hast. Du brauchst mich nicht dasselbe fragen. Das ist sehr wichtig, weil wenn du alle Säulen... Du bist verblendet. Entnimmst du denn deine Quellen von Google, Wikipedia oder was? Von Sheikh Google, ganz genau. Ayatollah Islam, Ayatollah Google, ganz genau. Abu Turab. Fastest du im Monat? Warum auch nicht zu stumm? Ich kann keinen Dialog mit dem führen. Ich bin fastest doch stummt niemand. Abu Turab, fastest du im Monat Ramadan? Ich faste. Okay, du fastest im Monat Ramadan. Akzeptierst du die Hajj als einer der Säulen im Islam? Die sunnitischen Säulen lehne ich ab. Ich frage dich, die Schiiten glauben an die Hajj. Gehst du zur Hajj? Glaubst du an die Hajj? Ja, klar. Okay, gut. Du betest 3-mal am Tag, betest eigentlich 5-mal, aber du tust 2 Gebete sozusagen zusammen. Zu 3 Tageszeiten 5 Gebete. Richtig, ganz genau. Du machst deine Hajj. Du akzeptierst die Hajj als dein Richtig, Element. Richtig. Genau. Du akzeptierst den Koran als das unverfälschte Wort Gottes, richtig? Richtig. Gut, alles klar. Du bist Schiite. Glaubst du an die 12 Imame? Glaubst du an die 12 Imame? Hey, ja, ich glaube an die. Gut, dann bist du Schiite. Dann gibt es so etwas wie Alevitentum nicht für dich. Doch, du bist Schiite. Doch. Unterscheidet dich in nichts von einem Schiiten. Mashallah, Inshallah. Okay, warte mal. Können wir damit bitte aufhören, Abu? Dass du bist kein Das war gar nicht ich, das war hier dieser Ich bin sonst was.
Gut, nein, okay, du warst alles klar. Abu Turab, ich war das möchte, nicht, egal, Abu egal, scheiß Turab, mal kurz. Warte mal, ich, schau mal, lass mal, ich lass bin mal, kein, lass ich bin kein Hautfass. Schiite, weil ich kein Ibn Mutta'a bin. Du bist ich Schiite. Ich schlage mich du nicht in meinem Gotteshaus. Meine Praktiken sind schiitisch. Ich nehme eine schiitische Überlieferung alle an. Dass du nicht mal selber über deine Religion so genau Bescheid weißt, dass du ihn jetzt direkt entkräften kannst, ja? Weil für mich klingt es sehr logisch. Er hat es dir doch gerade aufgeklärt. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und einem Schiiten. Wenn es keinen Unterschied Junge, zwischen dir Junge, und einem Schiiten Junge, gibt, dann sag mir jetzt, geistig noch ganz Junge, dann hör doch zu und sag mir den Unterschied. Was ist der Unterschied? Ich will ja reden, aber irgendwie. Ja, sag jetzt. Ich habe Quellen, keine Quellen, der Typ labert für einen Müll. Also, du möchtest Lass mich doch mal ausreden. Das ist uns wichtig für mich persönlich, was du bist. Lass mich doch mal ausreden. Abu Turab, warte mal, du lehnst die Zeit eher ab. Du sagst, Mutter ist für dich auf nicht. Jeden Fall falsch. Wer ist dein religiöses Vorbild? Hast du irgendein lebendiges religiöses Vorbild? Arnold Schwarzenegger. Genau. Wer ist dein religiöses Vorbild jetzt augenblicklich? Von wem lernst du die Religion? Wie meinst du? Definier es besser. Hast du einen Ayatollah, hast du einen Merja, der den Islam beibringt? Noch nicht. Okay, wen würdest du wählen? Welchen religiösen Gelehrten würdest du nehmen, um sozusagen Taklid zu machen, Nachahmung zu betreiben? Wer wäre das? Ja, ich begebe mich natürlich auf die Suche nach einem Pete. Und der wäre? Ich kann ja noch nicht wissen, wer das ist. Irgendein interessanter Gelehrter. Ja, ich begebe mich ja noch auf die Suche. Ich habe noch kein Pete. Ich rede nicht von Peer. Wir haben ein Israel. Religiöser Lehrer. Warte mal ganz kurz. Warte mal, guck mal ganz kurz. Du verdrehst, hier die ganze Zeit meine Worte. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Ja, ihr kommt echt nicht auf einen Nenner. Guck mal, vorhin, die fragen mich die ganze Zeit, ja, nenn mir doch mal Unterschiede. Auf einmal, du drehst das Thema und gehst auf was komplett anderes ein. Du lässt jemanden auch nicht ausreden. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Tausende, lass mich ausreden. Wir haben nämlich hier unten noch einen neuen Gast. Die ganze Zeit ins Wort. Guck mal, hier 10 Leute reden. Ich nenne dir jetzt die Unterschiede, okay? Ich bin auf gar keinen Fall ein Schiite. Schau mal erstmal die Wertesysteme unterscheiden. Und wenn ich dich frage, dann antwortest du mir. Sonst kriegen wir keine Balance in dieses Gespräch rein. Die Leute wollen vielleicht deine persönlichen religiösen Ansichten gar nicht hören. Jetzt kommen alle hoch, weil sie wissen, dass ich Schiite bin. Deswegen möchtest du jetzt, lass mal alles sein, du bist Alevite, okay? Wie stehst du zu Israel? Wir sind... Wechseln Sie wieder das Thema? Nein. Sind die alle Aleviten in den Anfragen ich drin? Ich akzeptiere. Du wechselst und wechselst. Das und wechselst du bist Aleviten. Nein, Abo. Abo, guck mal, das ist mein Stream und es geht hier in erster Linie darum, das heißt ja auch, wie du lesen kannst, ich hoffe, du kannst lesen, Zionistenbataillon, ja? Das heißt, ich bin auf der Seite von Israel, ich bin Juden, ich bin Zionistin und ich unterstütze Israel. Ich sammle Spenden für israelische Armee und ich mache gleichzeitig, weil jetzt Ramadan ist und ich habe gemerkt, dass die deutsche Politik endlich die Ramadan-Beleuchtung aufgehangen hat. Die friedlichen Muslime in Deutschland, inshallah, haben darauf hingearbeitet. Die haben Baklava am 7. Oktober gebacken und die haben nach Kalifat und Scharia hier gerufen. Die haben in Berlin gebeten. Die haben so viele Menschen hier vergewaltigt. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Und endlich hat die Politik in Deutschland das gemerkt und die Ramadan-Beleuchtung aufgehangen. Okay, Anna? Ja. Und meine Frage ist an jeden, ich frage das gleich Klaus und jeden, der in der Schlange steht, ihr kommt auch alle gleich dran. Meine Frage ist, stehst du zu Israel oder stehst du zu Hamas? Guck mal, bei dir, weil du nicht zuhörst, bist jetzt auch raus. Ich muss kurz rausmachen, aber wir haben jetzt 9, vielleicht können wir bitte aufhören über Islam, also ich meine jetzt diese ganze theologische Debatte, ja, genau. Weil wir führen... Klaus, guten Abend. Bist du für Israel oder gegen? Klaus. Hallo, Klaus. Klaus ist alt, vielleicht ist er eingeschlafen. Hallo, Klaus. Wo ist die Maus?
Okay, Mashallah, ich hole jemanden Neues rein. Ich entferne Klaus und nehme ach nee, die anderen sind abgehauen. Aber ja, ist eigentlich nur raus wegen dem Echo vielleicht. Wieder nehmen. Und die anderen haben es nicht ausgehalten. Ah, Mensch. Und sind abgehauen. Ja, aber ich finde es krass. Guck mal, ich frage ihn, ja, dann sag mir einen Unterschied zwischen Aleviten und Schia, der zwischen dir und denen ist. Und er sagt, ich lasse mich nicht ausreden, ihr lasst mich nicht ausreden. Bro, das sagst du tausendmal, aber du sagst mir nicht einen Unterschied. In der Zeit hättest du mir 10 Unterschiede sagen können. Was ist los mit den Leuten? Ich verstehe die nicht. Ja, ich habe ihn nach den Grundelementen der schiitischen Religion gefragt. Hätte er mir jetzt gesagt, nein, wir beten nicht oder nein, wir gehen nicht in Moschee oder wir machen die Okay, warte, ich nenne die jetzt in dieser Zeit. So ist mir jetzt egal, ob der redet oder nicht. Aber er ist Schiite. Sag jetzt den Unterschied. Ich will jetzt schauen. Levi möchte auch noch mal unsere Praktiken im Gotteshaus, unser Wertesystem, unsere Überlieferungen. Was? Okay, sag, bleib bei den Praktiken erstmal, dann gehen wir zum Wertesystem. Was ist bei den Praktiken anders als bei einem Schia, wenn ihr, sagen wir mal, betet? Ich nenne dir ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Art des Gottgedenkens namens Sema. Hast du bestimmt mal gesehen. Die Schiiten lehnen das ab. So, die Schiiten haben sowas wie Klatschen, ich sag mal, haben wir auch nicht. Was ist Klatschen? Was meint ihr mit Schlagen? Die Schiiten schlagen sich, weil die meinen, Liebe zur Religion kann man fühlen. Irgendwas. Und Rotlicht haben die auch noch, haben wir auch nicht. So. Wir haben auch noch das. Was? Rotlicht? Das ist eine neue Erfindung. Das ist Quatsch, was er dazu sagt. Rotlicht? Das gibt's schon. Das gibt's schon. Wo man so warte doch mal. Guck mal, der redet mir immer rein. Nein, ich verstehe gerade echt nicht. Also er meint dieses, Abu Turab, ich glaube nicht, dass du wirklich betest. Warte mal. Was betest du? Liest du die Sura Al-Fatiha? Was bockt dich, ob ich bete oder nicht? Warte mal, was bockt dich das? Abu Turab, betest du die Sura Al-Fatiha? Was bockt dich das, ob ich bete oder nicht? Liest du die Sura Al-Fatiha? Nein, warte mal. Den will ich umgehen. Warte, Abu, okay, wir haben jetzt gehört. Warte, ich will kurz mit dem Iraner hier sprechen. Was los? Let's go. Boji, Patron. Was geht? Was geht? Ich habe nur eine kurze Frage an Kian. Meine Frage wäre, Kian, hast du letztes Mal Döner verkauft? Weil ich habe richtig Hunger gerade, ja? Cool. Döner habe ich verkauft vor 15 Jahren. Ich habe ihn rausgeschmissen. Bitte hol ihn mal wieder rein. Ich möchte einfach nicht diese ekligen Gespräche. Lion, du sagst hier gerade, ja, er kann mir keinen Unterschied nennen, wo ich draußen war. Okay. Jetzt, ich komme rein, jetzt auf einmal wird es keiner mehr hören. Okay, ich sag dir, was du gesagt hast. Schönen guten Abend. Jo, schönen guten Abend, ganz kurz. Du hast gesagt... Ich habe ihn wieder eingeladen, einen Moment, Leon. Aber ich möchte einfach nur vorwarnen. Lass ihn draußen. Ich habe ihn blockiert. Ja, ist egal. Du hast irgendwas von Rotlicht geredet, aber du hast nicht konkret gesagt, okay, wir beten so, die beten so, das ist der Unterschied. Schau mal, das Gebet an sich ist, glaube ich, gleich bei den Schiiten. Aha. Gottes. Aha. Das macht uns aber noch lange nicht zu Schiiten. Können wir bitte den neuen Gast begrüßen? Ich kann so die Diskussion nicht mehr hören, ganz ehrlich. Ihr dreht euch im Kreis. Abu, du beantwortest keine einzige Frage. Kian stellt immer wieder dieselbe Frage. Er meinte, das Gebet ist dasselbe wie bei den Schiiten. Ja, wenn es dasselbe ist, dann ist er Schiite. Dann sind wir wieder bei den Schiiten. Ich beantworte gerne auch. Also, Soldier Al-Rafidi ist da. Guten Abend. Bist du pro Israel oder gegen? Jetzt ist Kian weg. Er ist Hussein. Ich hoffe, diese Frage ist nicht ernst gemeint. Also, die ist absolut ernst gemeint. Und labert dir keinen Müll mit, ich kann keine Frage beantworten. Der Typ fällt mir immer wieder ins Wort rein und Lion, du. Aber wenn du noch einmal unterbrichst, ich werde dich runternehmen. Ich bitte dich sehr, lass bitte andere sprechen. Mich interessiert ehrlich gesagt nicht mehr, was du bist. Wirklich nicht. Also, Soldier Al-Rafidi. Es ist meine ernste Frage, weil ich bin 100% Zionistin und ich bin absolut pro Israel. Bist du pro Israel oder bist du für die Hamas?
Nein, deine Frage ist falsch gestellt. Es gibt nicht pro Israel oder für die Hamas. Doch, es genau gibt, so. Weil, guck mal, wenn ich mir das, guck mal. Warte, Leon, lass Soldier Ali, lass ihn das aussprechen, ja. Wenn ich mir das Gebilde, was heute Israel ist, angucke, dann sehe ich, dass es einfach eine Kolonie ist, eine westliche Kolonie, inmitten im Nahen Osten, zwischen den muslimischen Ländern. Bist du rassistisch, Soldier? Nein. Aber wieso sagst du denn sowas? Lass mich doch bitte zu Ende ausreden. Okay, aber es klingt ganz schön rassistisch. Aber gut, erzähl. Klingt nicht rassistisch, guck mal. Erzähl erst mal. Ich sehe, wie schon gesagt, eine westliche Kolonie. Aha. Gestützt von den Amerikanern oder von Europa oder von anderen Weltmächten, die einfach inmitten vom Nahen Osten seit, ich weiß jetzt nicht wie viel, 70 Jahren, glaube ich, oder 65 Jahren, irgendwie so viel, existiert. Auf jeden Fall. Und die Jahr für Jahr Ungerechtigkeit begeht. Lass ihn aussprechen, bitte. Und die Jahr für Jahr Ungerechtigkeit begeht. Unter anderem zum Beispiel unschuldige Menschen ins Gefängnis schmeißt, Kinder tötet, andere Menschen tötet. Und seit jetzt knapp 5 Monaten, glaube ich jetzt, 4 oder 5 Monate, ist es, glaube ich, für jeden einzelnen Menschen eindeutig, was für ein ungerechter Staat Israel ist. Weil einfach das wahllose Bombardieren... Okay, jetzt reicht's mir. Bro, ganz ehrlich, hast du auch Argumente oder nur Meinungen für uns? Leon, lass ihn aussprechen. Seine Meinung. Wir hören uns das alles gerne an. Ich bin zu müde, Anna. Ich muss heute früher schlafen. Es ist schwer. Guck mal. Es ist wirklich schwer, Mann. Leon, es ist schwer, aber ohne das können wir keine Aufklärung machen. Soldier, einen Moment. Guck mal. Was er erzählt, ist das, was an den Schulen, was die zu Hause ihren Kindern erzählen, was die ihren Nachbarn erzählen. Und wenn wir diesen Menschen... Was seine Eltern wahrscheinlich beigebracht haben. Ja, wenn wir diesen Menschen... Die einzigen Kolonisten in dem Nahen Osten sind Araber. Okay? Leon, die einzigen Kolonisten. Aber ihr lässt mich nicht ausreden. Leon, ich muss dich stummen sonst gleich. Wenn wir diese Leute mundtot machen und nur untereinander sprechen, wir, du und ich sind sowieso uns über alles klar. Aber wenn wir diese Menschen mundtot machen und die nicht aussprechen lassen, machen wir Israel einfach nur einen Bärendienst. Israel braucht auch eine Aufklärung im Westen. Und wir brauchen diese Menschen, damit sie sich aussprechen können. Guck mal, ihr sagt... Wir dann aufklären können. Ihr seid, also, ich bitte, bin nicht, Gehirn gewaschen. Auch nicht, Soldier, warte einen Moment. Also, jetzt stummt ihn niemand. Wir werden die ganze Zeit ihm zuhören, bis er nicht fertig ist. Und erst dann beginnt unsere Diskussion nach und nach. Wer keine Kraft hat, um das auszuhalten, geht jetzt bitte was trinken oder was essen. Auf jeden Fall stummt ihn niemand, wirft niemand raus, etc. Soldier, du bist jetzt dran. Angeblich gehört. Also wir befinden uns ja hier auf TikTok. Und die Videos dieser Ungerechtigkeit habe ich hier auf dieser Plattform gesehen. Also die zerbombten Häuser oder die Extremitäten von Menschen, die durch Bomben oder durch Angriffe sozusagen, also halt, man sieht halt alles hier auf TikTok, so, ne? Ihr wisst selber, ungefiltert, so tagtäglich. Deswegen finde ich nicht, dass ich Gehirn gewaschen bin, so, weil ich bin kein Palästinenser, ich habe keine Verwandten dort, deswegen, ich habe auch keine Geschichten erzählt bekommen von zu Hause, aber wenn ich Videos sehe, eindeutige Videos sehe aus dieser Region, dass da wahllos irgendwelche Leute umgebracht werden, und es die israelische Regierung nicht interessiert, dann habe ich gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, dass es eine ungerechte Regierung ist. Okay, ich habe dann eine Frage an dich. Findest du nicht, dass wenn die Hamas aufgeben würde, der Krieg vorbei wäre und die Menschen in Gaza wären gerettet? Guck und mal. Auch die Geiseln, die die Hamas gestohlen hat? Ja. Ja, guck mal, du musst immer abwägen, guck mal. Es kann sein, dass die Aussage von dir stimmt. Okay, vielleicht wenn die Hamas aufgibt, dann wird der Krieg beendet werden. Aber das ist für mich keine legitime Begründung dafür, einfach Kinder
oder andere Menschen oder Frauen oder erwachsene Männer oder alte Menschen zu töten und deren Häuser wegzubomben. Weil das ist nicht empathisch für mich. Und das, was am 7. Oktober war, wie war das? Guck mal, ich sag dir, der 7. Oktober, das war ein Tag, okay? Das war ungerecht, das hätte nicht passieren müssen. Das darf nicht passieren, sowas. Aber, jetzt kommt das berühmte Aber. Ein Tag und wie viele jetzt? 1200, 1500, 900, lass es 2000 Menschen sein. Ist das jetzt eine Begründung dafür, dass man dann 15 mal so viele Menschen töten darf und das tagtäglich seit 5 Monaten macht? Das ist doch, das findest ist weder moralisch noch empathisch. Findest du, ein Aber hat Platz? Bitte? Findest du, ein Aber hat Platz? Ein Aber? Mhm. Was meinst du mit Aber? Weil du gesagt hast, ja, am 7. Oktober war, das hätte nicht sein dürfen, aber. Findest du dieses Aber hat Platz? Wir sind doch Menschen. Wir müssen Empathie zeigen gegenüber anderen Menschen, die ungerecht, also die unschuldig sind. Ich kann nicht einfach sagen, ja, der hat mich angegriffen, deswegen gehe ich jetzt dorthin und zerstöre sein ganzes Volk, seine ganze Ethnie, sein ganzes Land, seine ganze das Stadt. Das passiert ja auch das nicht. Das geht nicht, das ist barbarisch. Das passiert ja auch nicht. Was passiert denn jetzt gerade im Gazastreifen seit 5 Monaten? Gerade im Gazastreifen ist die Hamas, die jeden Tag aufgeben kann und den Krieg beenden kann. Aber die Hamas benutzt die ganzen Wohnhäuser, die Krankenhäuser, ja, die ganzen zivilen Infrastrukturen. Okay. Und dann kommen eben auch dort Menschen ums Leben, die Hamas nicht unterstützen. Wobei in Gaza sehr viele Menschen die Hamas auch unterstützen. Und okay, es gibt nun mal sowas wie eine kollektive Verantwortung. Am 7. Oktober, das war nicht ein Tag. Es gibt eine kollektive Verantwortung. Ja. Heißt das, wenn jetzt ein Jude was Schlechtes macht, als Beispiel jetzt? Heißt es jetzt, aber soll nicht ein Jude. Ich rede jetzt von einem Beispiel. Lass mich mal aussprechen. Okay. Guck mal, die haben kollektive Verantwortung, geschieht immer so. Die haben die Hamas gewählt, sie unterstützen die Hamas und es ist nicht ein Muslim oder ein Araber oder ein Mitglied der Hamas. Es ist eine große Gruppierung an Menschen. Es ist deren Terrorgruppe, deren Anführer samt einem großen Team. Und diese Menschen dort unterstützen diese Anführer. Sie verlangen nicht kollektiv nach Freilassung der Geiseln. Sie verlangen nicht kollektiv, dass die Hamas aufgibt. Sie tun nichts, damit es aufhört. Und deswegen sind sie kollektiv bestraft. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Menschen haben es verdient, wie sie gerade behandelt werden seit 5 Monaten, wegen ihrer Ansicht, die sie haben. Verdient. Ich bin kein Gott. Jeder zivile Tote eine Tragödie. Für die Hamas ist jeder zivile Tote eine Strategie. Ganz einfach. Und was wie ist krank seid ihr wirklich? Warte, Bruder, warte. Du musst mal kurz deinen Mund halten. Wir sprechen noch mit Soldier. Du darfst sprechen, wenn wir dir erlauben. Für die kollektive Verantwortung geschieht immer. Guck mal. In jedem Land, ich will jetzt das Wort Ukraine nicht sagen, weil sonst versinken wir wieder in einem Riesenthema, ja? Aber warum? Du bist ja von Ukraine. Love, halt die Fresse. Wirklich. Oder du gehst gleich runter, du gehst mir auf die Nerven. So, also, nochmal zu dir. Schlampe. Oh ja, Schlampe. Meine Güte, diese Frauen. Later. Das war die heilige muslimische friedliche Maria. So, nicht auf die muslimische Frauen gehen, dass sowas Ramadan, gibt. Ramadan, genau. Ramadan. Ja, Maschallah, die haben nein, das verdient, die vierte Frau zu sein. Während des Monats Ramadans so etwas zu sagen ist wirklich. Also dein absolut, Fasten wird nicht angenommen. Das würde kein islamischer Gelehrter würde das gutheißen. Warum seid ihr so respektlos? Warte mal, warum seid ihr so respektlos? Wieso? Ja, nicht so respektlos. Warum bist du so respektlos? Respektlos. Amo, du bist vernünftig. Du bist doch ein ganz normaler Mann. Du kannst auch Mann zu Mann ganz normal reden. Ja, komm uns nicht mit Mann zu Mann. Lass mal mit dieser ganzen Mann. Hab einfach ein bisschen Respekt.
Du bist ein Alien. Sie hat mich unterbrochen. Ich habe ihr gesagt, sie darf mich nicht unterbrechen. Und sie hat es immer wieder gemacht. Und dann hat sie mich auch noch beleidigt. Jetzt. Okay, sie ist jetzt weg. Komm, mach weiter jetzt. Ohne dass man mich unterbricht. Sieh mal, es gibt ein Volk. Und jedes Volk, das in der Mehrheit etwas macht, zieht die Minderheit, die da nicht mitmacht, mit. Ich komme aus der Ukraine, in der Ukraine ist Krieg und ich bin ein Mensch in der Ukraine, das in der Minderheit war. Ich war gegen alle Veränderungen, die zum Beispiel zum Krieg geführt haben. Aber ich bin kollektiv mit drin. Ich kann mich nicht davon wehren. In Deutschland, im Dritten Reich, waren bei weitem nicht alle Menschen Nazis, nicht alle haben Hitler unterstützt, nicht alle haben in einem KZ oder in irgendeiner Behörde gearbeitet, die unbedingt zu dem ganzen Desaster beigetragen hat, das im Dritten Reich stattgefunden hat. Diese Menschen damals gab es auch, aber sie wurden auch kollektiv bestraft, weil man nun mal in einem Volk lebt und erwachsene Menschen wissen das. Deswegen mache ich diese Streams, deswegen erkläre ich den Deutschen oder Europäern, die sollen nicht sitzen und zugucken und denken, ich habe damit nichts zu tun, weil ihr werdet kollektiv bestraft. Für jeden Islamisten, der hier diesen Scheiß betreibt, ihr werdet mitbestraft, auch wenn ihr denkt, ihr seid nicht so. Und Muslime müssen auch aufwachen. Muslime, die nicht radikal sind, die moderat sind und denken, aber das geht mich nichts an, weil ich habe mit denen nichts zu tun, mit diesen Radikalen. Ihr werdet auch kollektiv bestraft. Man muss aktiv bleiben. Und die Menschen in Gaza, Amo, du hältst auch den Mund, die Menschen in Gaza wussten von den ganzen Intifadas. Die Menschen, also da, wo Menschen aus Gaza nach Israel zum Beispiel gegangen sind, unter dem Vorwand, dass sie dort arbeiten und andere Menschen ermordet haben, kaltblütig, jahrelang. Sie wussten, als am 7. Oktober der Stream war, in einem Open-Air-Kino in Gaza, dass dort Frauen und Kinder lebendig verbrannt werden, vergewaltigt werden, die Mörder kamen, es waren nicht nur Hamas-Anhänger, es waren sogenannte zivile Bürger aus Gaza. Ja, wir haben gesehen, dass viele Leichen aus Israel gestohlen wurden, nach Gaza gebracht wurden. Wir haben gesehen, wie sogenannte Zivilisten dort auf diesen Leichen getanzt haben, diese bespuckt haben. Wir haben das alles gesehen. So. Und natürlich waren das nicht ein. Warum Hund. Haben Sie diese Einstellung? Wer hat diese Einstellung? Ich? Nein, nein. Warum haben Sie diese Einstellung des Widerstandes oder des Hass? Nur Psychopathen können Sie das. Die Jäger sind und schlimmer wie Tiere. Soll ich dir sagen, warum Sie das haben? Wenn du es für legitim erklärst, dann. Ich halte es nicht für legitim. Ich erkläre dir, warum die Menschen so denken. Wenn Leute aus verschiedensten Teilen der Welt kommen und sich in dieser Region einen Teil durch die Weltmächte zu geschickt bekommen und Soldier. in anderen Teil sich gewaltsam unter den Nagel reißen. Ihr versteht das nicht, Soldier. Guck mal, ich muss es dir, glaube ich, kurz erklären. Israel war schon immer jüdisch. Die Araber, ihr seid die Gäste in unserem Haus. Und es ist Judäa. Juden kommen aus Judäa. Ja. Ihr müsst euch wie Gäste da benehmen. Ich weiß nicht, was du in deiner Schule gelernt hast, was dir deine Eltern so beigebracht haben, aber Judäa, deshalb heißen wir Juden, nur mal so, ja? Wo kommt denn der Name Jude her? Von Judäa. Das ist in Israel, das ist das Herzland. Das, was du Westbank nennst, sage ich dazu Judäa, okay? Und alles, was du gerade gesagt hast, ist einfach falsch, faktisch falsch. Ihr seid Gäste in unserem Haus. Benehmt euch dementsprechend oder fliegt raus, ganz einfach. Nein, nein, das ist einfach nur Tatsachen ansprechen. Die Tatsache, ein Fakt ist, dass es dieses Land erst seit 70 Jahren gibt. Davor, egal ob legitim oder und nicht, wie lange gibt's Deutschland hat schon? Dieses Land nicht existiert. Wie lange gibt es die Bundesrepublik Deutschland? Nein, nein, ich frage dich dazu. Guck mal, wie alt ist Deutschland? Deutschland ist fast genauso alt wie Israel. Was ist dein Argument, Soldier? Erklär's uns. Lass mich erklär's uns. Aber das ist ein wichtiges Argument, Soldier. Es ist ein Fakt. Dass erklärt, dieses Land genau, erst seit 70 Jahren existiert. Davon gab es dieses Land nicht. Was? Sag mal. Israel gegründet. Lass mich mal googeln.
Was für Gurken? So. Und diese Menschen, die Menschen, die jetzt im israelischen Gebiet leben, die kommen nicht, also die meisten von denen, deren Eltern, deren Großeltern kommen aus einem anderen Teil, entweder aus einem anderen Land oder aus einem anderen Kontinent. So, das ist die Araber, die dort leben, auch, die kommen auch alle aus einem Land. Ja, da hast du dir selber einen Eindruck. Es ist verständlich, dass wenn Leute, die da wohnen, die kommen aus Ägypten, aus Syrien und so, aber da kommen wir später zu. Guck mal, du hast ja ein Eigentor geschossen, weil Deutschland, du hast gesagt, das Land ist erst 70 Jahre alt. Israel wurde 1948 gegründet. Ich habe es gegoogelt. Deutschland wurde 1949, ein Jahr später gegründet. Was ist also dein Argument? Ist Deutschland kein richtiges Land deswegen? Hä? Ich verstehe dich. Du hörst mir nicht bis zum Ende zu. Du hast unterbrichst mich ja die ganze Zeit. Fake-Geschichte und laberst du. Du unterbrichst mich ja die ganze Zeit. Guck mal, ich unterbreche dich das nicht. Das israelische Land, was es heute gibt, warum gibt es das? Weil die Engländer einen Vertrag geschrieben haben. Weil es ein jüdisches Land ist, ganz einfach. Es wurde ein Vertrag geschrieben. So wie es christliche Länder gibt, muslimische Länder, muss es auch ein jüdisches Land geben. Ganz einfach. Guck mal, warum gibt es Israel? Deshalb, weil es Leute wie du gibt, die uns vernichten wollen. Deshalb gibt es Israel. Guck mal, in meinem Land, in Afghanistan, haben früher Juden gelebt. Ganz normal mit den anderen muslimischen Menschen zusammen. Deswegen behaupte nicht solche unwissenden Sachen. Und wo sind eure jüdischen Viertel? Warum heute sind sie nicht mehr da, weil sie heute alle in Israel leben. Okay. Warum wurde Israel gegründet? Was denkst du? Israel wurde gegründet, weil die Weltmächte, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, falsch, den Zionisten oder Leon, den Juden, Vater, das Land... Darf ich kurz was sagen hier, Leute? Gleich, direkt nach Soldier darfst du sagen. Ja. Die Weltmächte des Zweiten Weltkrieges, unter anderem England, haben einen Teil von heutigen Israel. Abgesehen davon mal, die Landesgrenzen von Israel bis heute sind nicht mal definiert, selbst von der Regierung, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ein Teil von dem heutigen Israel wurde den Juden und Zionisten damals zugesprochen und den anderen Teil haben sie sich gewaltsam unter ihre Macht gerissen. So, deswegen gibt es heute Israel, das ist ein Fakt. Lernen. Juden sind in Israel, weil sie in Israel zu Hause sind, sie wurden einst vertrieben. Und ihre Vorfahren kommen alle aus Israel, im Gegensatz von den Arabern. Vor 2000 Jahren. Hör mir doch mal zu. Es lebten dort immer Juden, ja, und andere Juden sind zurückgekommen nach Hause, so wie Deutsche heute auch aus der ehemaligen Sowjetunion nach Hause kommen, nach Deutschland, obwohl deren Vorfahren vor 200, 300 und teilweise 400 Jahren ausgewandert sind. Trotzdem sind es Deutsche. Und in Afghanistan, da wo du herkommst, ja, da wurden Juden verfolgt und vertrieben, so wie in anderen muslimischen Ländern. Deswegen gibt es Israel, weil Juden müssen nach Hause kommen. Juden brauchen ein Zuhause und das nennt man Zionismus, dass Juden einen Staat haben, ein Zuhause. Weißt du, wie ich das nenne? Ein Land, der auch... Du hast lange gesprochen, Juden haben ein Recht auf ein Zuhause. Dein Zuhause haben nicht die Juden zerstört, sondern Muslime. Und du bist jetzt nach Deutschland gekommen, um vor Muslimen zu fliehen, vor einem muslimischen Regime. Nicht die Amerikaner? Und nein, nicht die Amerikaner. Ich bin hier geboren, nicht so wie du. Deswegen, ich bin nicht geflohen, ganz einfach. Ich bin aber auch erzähl nicht weiter. Geflohen. Ich bin nicht geflohen, mein Schatz. Warum sprichst du da nicht akzentfreies Deutsch, aber das ist ein anderes Thema. Erzähl weiter. Also, ich versuche mit dir zu sprechen, als wärst du gleichwertig, aber es fällt mir schwer, weil du bist sehr schlecht erzogen. Du kommst aus Nein, du musst einfach nur ordentlich Umgebung. Deutsch sprechen, damit ich dich auch... Nein, du bist einfach schlechter Umgang und man merkt sofort, dass du ein Afghane bist und aus einem sehr schlechten Elternhaus kommt, was für Afghane leider, es tut mir sehr leid für euch, der Fall ist sehr oft. Aber wie kannst du sowas sagen? Ganz einfach, das liegt einfach daran, dass er das zeigt schlecht mit seinem Benehmen. Und ihr müsst euren Mund halten und ihr fliegt hier raus, wenn ich spreche. Guten Abend. Ich bin nicht geflohen, ich bin eingeladen nach Deutschland, im Gegenteil zu euch. Ihr seid geflohen, eure Familien sind geflohen vor Muslimen. Und ihr seid Muslime, nicht in ein muslimisches Land gekommen. Kannst du bitte erklären, ihr seid nach Deutschland gekommen, weil Muslime von euch
nichts wollen und euch nicht retten wollen. Ich bin als Juden nach Deutschland gekommen. Du hältst jetzt bitte den Mund. Einfach erklären. Deutschland übernommen. Juden nach Deutschland gekommen. Also alle runter, wenn ihr haben das, das und zerstört. Juden das haben, ihr könnt dann Juden eine haben stellen, hier eine Geschichte, ja. Und Deutschland hat Juden Anna, nach Hause eingeladen. Du den besser entfernen, ja. Das ist ein Taliban. Im Gegenzug haben wir Deutschland übernommen. Wir ja, haben Deutschland nicht übernommen. Maschallah. Du machst Werbung für Remigration. Nochmal, alle, die zum Beispiel solche Leute hören wie Amo oder Soldier, Remigration ist unsere einzige... Sei schlau, Leute. Sei definitiv. Zurück nach Israel. So, jetzt ist der nächste dran. Mudi, glaube ich, oder Amo, wer war zuerst? Oder wenn wir bitte erstmal Sadik hören, damit wir hier ein bisschen Vernunft wieder können. Ich kann auch Kian hören. Ich weiß nicht, wer zuerst ist. Ich habe nur eine Frage. Kian, bist du da? Freunde. Wenn hier sind jetzt 8 Leute drin. Wie soll sich hier eine Diskussion überhaupt entwickeln, wenn 8 Leute hier drin sind? Das ist unmöglich. Lass mal kurz aufräumen hier. Maximal 4 Menschen. Zack, Amor, von dir kriegen wir auch nichts Vernünftiges. Hey, Mudi. 2 pro 2 gegen. Und der Rest kann leer bleiben. Ja. Und dann nach 10 Minuten zirkulieren wir wieder. Nach 10 Minuten nehmen wir wieder jemanden rein. Es ist wirklich anstrengend, wenn 8 Leute hier reden wollen, schaffen wir gar nichts. Man hat mich auch die ganze Zeit unterbrochen. Es ist unmöglich zu sprechen, wenn man unterbrochen wird. Ich wollte noch zu diesem afghanischen... Moment, Anna, bitte, warte mal, eine Sekunde, Anna. Schau mal, wir haben jetzt Sadik, Leon, ich bin's und Beats. Wir haben 4 von uns und nur ein, also 5 mit mir und 6 mit dir und nur einen einzigen, der vielleicht von der anderen Seite kommt. Wir müssen immer wieder zirkulieren. Das heißt, wenn wir 6 Leute hier drin haben, die alle pro Israel sind und wir haben nur einen einzigen hier drin, dann wollen wir natürlich alle einen Einwand machen. Ich bin auch bereit, selber runterzugehen. Das ist kein Problem. Aber versuch mal, Anna, eine Balance zu halten zwischen 2 pro und 2. Ja, wir haben jetzt nochmal Inspiria reingenommen. Und ich bin jetzt wieder leise. Es war aber sehr schwer zu antworten, zumal auf mich sofort 3 Männer losgegangen sind. Ich verstehe, dass schlechte Erziehung, schlechte Herkunft eine große Rolle spielen. Ja, aber dennoch, ich antworte und möchte nicht, dass man mich überrollt, dass man mich beleidigt, ja, zumal wenn jemand aus Afghanistan kommt und selber mit Akzent spricht, aber glaubt, er hat keinen. Ich habe keinen Akzent, ich bin hier geboren. Du hast einen Akzent, aber du weißt es nicht, weil du nur mit solchen wie du. Hast du schon mal ein Audio von dir selbst aufgenommen? Und Soldier, kannst du bitte deinen Mund halten? Ich halte meinen Mund. Wow. Ey, schau mal, ganz kurz, Panna. Warte mal, lass mich mal bitte alle kurz sprechen. Eingehen. Pass mal auf, Soldier Allah. Ja, oder Al-Rafidi. Also du bist auch noch ein, du bist wahrscheinlich du bist wahrscheinlich ein Hazara-Schiite, richtig? Die Argumente leer gegangen. Bist du ein Schiite aus Afghanistan? Aus Herat bin ich. Ja, aus Herat. Also, du kommst hierher, du redest wie so ein Dorftrottel aus irgendeinem Türkenghetto, ja, und du maßregelst eine ukrainische Frau, die auch einen Akzent haben darf, was ja überhaupt kein Problem ist, aber die im Gegensatz zu dir eine höhere Ausbildung hat, studiert ist. Hat sie nicht. Alles wirklich gut sprechen kann. Hat sie nicht. Aber du kommst aus Kabul Nummer 17, ja, aus irgendeinem so einem schäbigen Hinterdorf Nummer 15 und dann möchtest du diese Frau, die hier 27 Jahre lang als Selbstständige lebt, erfolgreich ist, viel Geld in der Tasche hat, eine gute Familie aufgebaut hat und dann kommst du und belehrst sie wegen ihrer Sprache. Du bist dir nicht im Klaren, dass Attacken ad hominem, also persönliche Attacken, immer ein Zeichen von Schwäche sind und du hast keine richtige Charakter, nicht einmal hast du Eier in der Hose, dass du eine Frau aufgrund ihres Akzentes herunterbuttern musst. Statt aber zu sie hat angefangen, ja. Das ist deine Afghanische Mentalität. Halt mal deine Fresse da unten. Das ist deine persönliche Beleidigung. Wenn eine Frau klug rüberkommt, wenn eine Frau wissend rüberkommt, dann passt dir das nicht und dann wirst du persönlich. Und deswegen, mein lieber Freund, hast du jedes Recht verwirkt. Geh in dein schiitische Kaff zurück. Und fuck you, okay?
Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Inshallah, Mashallah. Geh du zurück in dein Land. Das ist mein Land. Ich gehe auf. Okay, gute Nacht. So. Viel Spaß noch weitermachen. Am Israel frei. So, also, wir haben gute jetzt, Nacht, wir haben Leon. Jetzt können wir den Inspira Design hören. Wer noch einmal über Annas Dialekt spricht, Akzent spricht, oder wer noch einmal ihre Herkunft in den Mund, Mund nimmt, kann sofort gehen. Den schicken wir sofort nach Blockistan, okay? Also, Inspira Design, bitteschön. Du musst dich entstummen, Inspira Design. Dein Mikro ist aus. Ja, hallo Leute. Es tut mir leid erstmal, dass ich dazwischen gesprochen habe. Aber es gab viele Fragen, also viele falsche Informationen wurden verbreitet bzw. mitgeteilt. Also persönliche Angriffe sollte nicht der Fall sein. Hier, ich glaube, ihr wollt eine Diskussion bezüglich ein bestimmtes Thema, und zwar Israel und Palästina. Aber Diana hat irgendwas gesagt, dass Muslime haben Afghanistan zerstört. Also das wollte ich verstehen einfach. Welche Muslime haben das getätigt? Ich habe das nicht gesagt. Wenn man mir zuhören würde, gäbe es an, na, es ist so, guck mal. Er hat mich beleidigt, einfach nur, weil er alternativ klug ist. Ich habe nicht gesagt, Muslime haben Afghanistan zerstört. Ich habe gesagt, dass er ist oder seine Vorfahren vor einem muslimischen Regime in Afghanistan geflohen. Ja, er ist auch nicht in ein muslimisches Land geflohen, sondern nach Deutschland. Das ist weit weg von Afghanistan und ganz anders. Nicht Israel hat sein Land zerstört, nicht Judentum, sondern eine extreme Form von Islam. Ja. Und dieser Mann fand nichts Besseres, anstatt an seine Nase zu packen, über meinen Akzent zu sprechen. Es war aber in dem Zusammenhang mit Israel, weil er erklärt hat, dass die Menschen, die in Israel leben, die Juden, keinen Anspruch auf ihr Zuhause haben, weil sie von woanders her kommen. Aber Juden, er hat das selber gesagt, lebten mal in Afghanistan. Die sind aus Afghanistan geflohen, weil die wurden dort ebenfalls verfolgt. Und die sind nach Hause gekommen, nach Israel. Die haben dort ein Zuhause. Das ist deren Land, deren souveräner Staat, den sie aufbauen. Und sie dürfen nach Hause kommen. Wenn ein Afghane das Recht hat, hier nach Deutschland zu kommen und noch einen Afghanen grundlos hier zu zeugen, hochzuziehen, der dann sowas von sich gibt, wie das Exemplar von vorhin, dann können Juden erst recht zu Hause leben in ihrem Israel ungestört. Und kein muslimischer Allahu Akbar schreiender Terrorist darf dort Menschen töten. Es gibt kein Aber. Es gibt kein, es war ein Tag. Es war kein Tag. Es war ein grausamer Holocaust. Menschen wurden ermordet, weil sie in Israel waren. Es waren auch Muslime, es waren auch Asiaten, es waren auch Deutsche, Russen. Aber am meisten natürlich, danke Charlie, schreibt Sharmuta. Ihr seid alle sehr charmant. Auf jeden Fall, man darf Menschen nicht töten, einfach weil man Lust drauf hat. Ja, und dann okay, aber, wenn die Bestrafung dafür kommt, wenn Israel als Staat antwortet, rumschreien, oh mein Gott, Israel ist so böse und wir sind die Armen. Die Gaza, die Gazianer bekommen das, was sie selber angefangen haben, zu Recht. Aber das ist einfach rein unmenschlich, was du da, also die Beschreibung von dir gerade ist einfach unmenschlich und laut alle Gesetze von alle Länder, das ist absolut gegen welche Gesetze? Welche Gesetze sprechen für den 7. Oktober? Erzähl mir mal, in welche alle Länder ist der 7. Oktober legitim? Okay, laut internationales Gesetz
Welches Gesetz? Besatzungsgesetz. Besatzungsgesetz besagt, dass... Er meint das Gesetz, was alle arabischen Staaten mit Füßen treten, sorry. Ja. Welche arabische Staaten? Na, die ganzen arabischen Staaten. Sag mir einen arabischen Staat, der zwischen Menschenrechte hochhält. Sag mir einen, bitte einen nur. Wir reden von Besatzungsgesetz. Scheiß auf Besatzungsgesetz. Nenn mir ein, du redest mit Gesetze und Rechte und Werte und Normen etc. Nenn mir ein arabisches Land, nur ein einziges. Emirates. Zum Beispiel Menschenrechte. Bitte was? Emirates. Also Deutschland. Ach, geh doch baden, Emirates. Katar hat Menschen ausgebeutet, als die WM dort stattgefunden hat. Dort fand moderner Sklavenhandel statt. Die Leute durften nicht zurückreisen. Wovon redest du? Dann ist meine Frage, wenn das tatsächlich die Tatsache oder die Wahrheit entspricht, warum haben alle westlichen Länder sehr gute Beziehungen mit solchen unmenschliche oder menschenhassende Regierungen wie arabische Regierungen. Es geht um Geld. Es geht um Geld und nichts anderes. Okay, dann es geht um Geld und nichts anderes. Schweigen wir über Menschenrechte. So ist da. Also wenn es bitte? Um Geld ist. Wenn wir über Menschenrechte sprechen, kommen wir zurück. Zurück. Bei Gaza Inspiration. Gaza. Kennt sowas wie Menschenrechte nicht. Am 7. Oktober gab es für Juden in Israel und auch für Nichtjuden in Israel, für alle Menschen, keine Menschenrechte. Es gab dort einfach, wer auf Menschenrechte spukt, kann sich nicht auf Menschenrechte für sich beziehen. Und was ist wegen in 2004, 2008, 2012 passiert? Also das Als Gaza auf Israel die Raketen abgeworfen hat oder als Intifadas waren. Meinst du Feuerwehrkörper? Also das ist, nennst du, nein, es gab keine Intifada. Da gab es einen weißen Marsch, wo Menschen, Zivilisten einfach marschiert, die wollten einfach von diesem Gefängnis, offenen Gefängnis, rauskommen. Die wollten nicht Was mehr. Was heißt offener also, Gefängnis? Wie kann ein Gefängnis offen sein? Hörst du dir selber zu? Entweder Gefängnis oder offen. Ich höre mich sehr gut zu. Es gibt eine Mauer. Aber ein Gefängnis, ein Gefängnis kann nicht offen sein. Die haben dort geheiratet. Die sind nach Israel zum Arbeiten gegangen. Die sind nach Ägypten gefahren. Die sind nach Westjordanland gefahren, Verwandte zu besuchen. Die sind nach Deutschland geflogen. Israel hat bestimmt, wer rein und wer raus kommen darf. Das ist von Israel. Also kannst du es auf Haaretz lesen. Also das ist wortwörtlich. Aber die Europäische Union, das ist Unsinn. Die Grenze zwischen Gaza und Ägypten kontrolliert Ägypten. Und Ägypten hat die sagt man, theoretisch. Sorry, sagt man. Wenn es die Tatsache oder die Wahrheit entspricht, warum darf nicht mal einen einzigen LKW mit Hilfsgüter durch Ägypten nach Gaza kommen, wenn Weil Israel das nicht dazwischen stationiert. Aber Israel hat keinen Einfluss auf die ägyptische Grenze. Schauen wir die gleichen Nachrichten, dass die Wir schauen definitiv nicht die gleichen Nachrichten. Letzten Konvoi, das ist von UN. Ägypten ist ein unabhängiger Staat und kontrolliert seine Grenze selber zu Gaza. Israel hat überhaupt keinen einzigen Soldaten. Ägypten von Israel unterscheiden. Stützpunkt an der ägyptischen Grenze. Nur einen einzigen israelischen Stützpunkt. Einen einzigen Checkpoint von den Israelis zwischen der ägyptischen Grenze und der anlaufenden Gaza-Grenze. Nur einen einzigen. Nenne mir einen einzigen israelischen Soldaten in der Nähe der ägyptischen Grenze. Nenne mir einen Ort. Gib mir einen Namen, mit dem ich arbeiten kann. Ein Städtename, irgendein Grenzname zwischen Ägypten und Gaza, wo ein israelischer Soldat steht, der die Ein- und Ausfuhr und das Rein- und Rausgehen von Palästinenser kontrolliert. Nur ein einziger. Und dann stimme ich dir in allem zu, was du sagst. Und da hört man nichts mehr aus dem Wald. Natürlich. Ägypten hat ja extra noch seine Armee vor die Grenzen gestellt, damit keine Palästinenser, also keine Araber von dort reinkommen. Aber Israel wird ständig beschuldigt. Deswegen, das ist das, warum ich diese Streams mache und warum ich diese Leute zum Aussprechen bewege und jedem verbiete, denen den Mund zu machen. So kann man sehen, was für ein Müll
und erfundenen Mist sie von sich geben, einfach nur, um Israel schlecht zu machen, weil diese Menschen sind hier hingekommen als Asylbetrüger. Die sind alle von muslimischer Diktatur weggelaufen in ein nicht-muslimisches Land, in ein christliches Land, nach Deutschland und wollen aber uns drohen, dass der Islam hier alles übernimmt und Israel soll als erster dran, weil das ist die einzige Demokratie im ganzen Nahen Osten. Was erzählst du davon, Schwachsinn? Ich, mein Freund, nenn doch mal eine andere Demokratie im Nahen Osten. Nenn mir eine andere. Also, Guterres ist Palästinenser oder von Gaza? Scheiß auf Guterres, nenn doch mal eine Demokratie im Nahen Osten. Es keine unabhängige Grenze gibt. Und ich habe dir gesagt, nenn mir eine Demokratie im Westen. Du sagst mir bitte jetzt auf der Stelle, ja, du lebst wo in einem. Israel den Grenzübergang von Gaza nach Ägypten kontrolliert. Und zwar nicht propagandistisch, sondern von Luft. Physisch, körperlich. Von Luft. Ja. Ja, und da merkt man auch, da ziehst du nämlich auch dir deine Märchen her, aus der Luft. Warum werfen die Amerikaner die Hilfsgüter von Flugzeugen? Kannst du mir das beantworten? Entschuldigung, aus der Luft kontrolliert Israel das Rein- und Rausgehen. Warum werfen die Amerikaner Hilfsgüter von Flugzeug? Nochmal für dich, weil durch... Nein, ich brauche eine Antwort. Anna, kannst du bitte ruhig bleiben? Ich brauche von Ex-Muslimen eine Antwort. Entschuldigung, wenn Anna was sagen will, sie hat den Stream hier aufgemacht, dann ich, redet ich hab, du hast mich, du hast mir eine Frage gestellt, ich stelle eine Frage zurück. Kannst ja, du mir du nur die Frage hast eine Gegenfrage gestellt und du hast keine konkrete Antwort gegeben. Eine Grenze kann man nur physisch kontrollieren. Das heißt, man stellt... Mit Drohnen und Flugzeugen, Kampfjets, Hubschrauber, kann man das nicht machen? Man erfindet nicht einfach eine Grenzkontrolle aus der Luft. Das geht gar nicht. Das Bullshit. Keine Drohne fliegt rüber und stoppt jemanden von einem Grenzübertritt aus Gaza zu Ägypten oder von natürlich Ägypten nicht, aber werft Raketen. Also was werft erzählst Raketen. Du da? Werft Raketen. Einen Moment, ich möchte eine Sache anmerken. Eine Rakete, die wegen eines Grenzübergangs von Israel in den letzten 10 Jahren runtergegangen ist, wenn jemand gewagt hat, über die ägyptische Grenze zu gehen. Ohne die Erlaubnis der Israelis. Junge, du erfindest hier Märchen, die absolut Horror sind. Du kannst nicht mal darauf antworten. Wo kampieren jetzt die Gegner von Hilfsgüter reinbringen nach Gaza, die Israelis? Die kampieren vor die Grenze. Konkret, wo kontrolliert Israel Gaza? Den Grenzübergang zu Ägypten. Google das mal und du wirst sehen. Geh mal auf die Seite des israelischen Außenministeriums und dann klick mal dort die Foreign Affairs an. Und dann schau dir mal an, was Ägypten über die Grenze zu Gaza sagt. Und dann kriegst du deine Antwort. Warum kampieren Israelis vor diesen Grenzzugang? Sie kampieren nicht dort. Okay, no, sie kampieren nicht zwischen Gaza und Ägypten, weil dort ist kein einziger Jude. Also ein anderer Zugang, damit die Hilfsgüter nicht vielen nach Gaza reingehen kann. Vielen Dank. Und die Leute, die da kampieren oder den Weg da, zum Gaza verhindern wollen, sind die Familien der Leute, deren Leute jetzt noch Gefangene der Hamas sind. Das sind okay. Nicht einfach Hunderte von radikalen Siedlern, die da stehen. Das sind die Familien. Nein, die Familienangehörige von derjenigen, die Hamas entführt hat. Und sie sagen, solange nein, unsere die kampieren vor Netanyahus Haus. Richtig, das sind die Familien. Die Familienangehörige, die kampieren vor dem nein, die Haus haben auch den Weg in Inspira Design. Ich habe Freunde in Israel. Ich brauche kein Al Jazeera. Ich lese israelische Zeitung. Jelon ja. Levy. Nochmal, ich habe Freunde dort. Inspira. Ich habe Freunde dort. Und da sind Menschen, dessen Familienmitglieder jetzt immer noch als Geiseln festgehalten werden. Und ich finde auch, dass die Opfer, die Mörder und Folterer von ihren Familienmitgliedern nicht füttern müssen, wärmen müssen und sich um die kümmern müssen. Eigentlich müsste das ein anderes arabisches Land übernehmen, aber niemand möchte sich um Palästinenser kümmern und Israel kümmert sich trotzdem um diese Mörder
Ja, ich würde denen nicht ein Krümel geben. Das ist einfach nur eine Propaganda. Solange dort, guck mal, du bist eine Werbung für Immigration. Übrigens, über seinen Akzent spricht niemand. Anna, darf ich mal was fragen, bitte? Guck mal, ich weiß nicht, Inspira Design, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie selektierst du, beziehungsweise entscheidest du, welche Medien, die du konsumierst, welche Propaganda sind und welche der Wahrheit entsprechen? Weil du behauptest ja hier, das, was Kian und Anna sagen, ist Propaganda und das, was du in der Haaretz gelesen hast, ist deiner Meinung nach die Wahrheit. Also wie kannst du selektieren, welche Kompetenzen kannst du vorweisen, entscheiden zu können, welche Medien vertrauenswürdig sind und welche deiner Meinung nach Propaganda sind? Also ich lese die Berichte von sozusagen von UN, von Gesundheits-, also Weltgesundheit, also Organisation. Ich verfolge die Ärzte, die in Gaza gearbeitet haben, die westlich sind oder Amerikaner. Ich weiß, dass es jetzt auch in ECG eine Anzeige von Südafrika erhoben wurde und Israel wurde aufgefordert, aufzuhören mit dem einfach, also Schlachten von Menschen da. Also ich muss nicht pro Palästina. Keiner schlachtet Menschen, das ist Quatsch. 30.000 Menschen, also 31.000 Menschen. Also lass uns über Menschen. Du weißt schon, dass du Fake-Zahlen nennst, ja? Wo hast du deine Zahlen her? Nennst du Fake-Zahlen und auch alle Ärzte, von denen du deine Informationen beziehst. Darüber gibt es auch Dutzende, beziehungsweise eine sehr bekannte Ausarbeitung einmal von Tobias Huch und ein Historiker, den auch würde kannst du gerne angucken. Der hat diese ganzen Ärzte, die du genannt hast, die haben ebenfalls gejubelt, als Israel am 7. Oktober angegriffen wurde. Und außerdem wurden sie alle oder die meisten von denen enttarnt als Hamas-Anhänger. Also ja, klar, aber bis heute liegen keine Beweise. Und was werden für dich Beweis genug? Muss man dir das auf ein Silbertablett servieren, einen Beweis? Oder sind alle Beweise, die für Israel sprechen, deiner Meinung nach Propaganda und alle Dinge, die aus Gaza bzw. von der Hamas kommen, ist für dich die Wahrheit? Oder was ist für dich ein Beweis? Kann ich gerne beantworten. Seit etwa 6 Monaten, wir haben einfach so viele Lügen von israelischen Medien bekommen. Erstmal 40 gekaufte Babys, die im Nachhinein. Das wurde doch im Nachhinein selber von Israel korrigiert. Jetzt hör doch mit diesem Schwachsinn auf, Mann. Nein. Das ist totaler Blödsinn. Israel hat es doch im Nachhinein selber korrigiert. Das war eine Lüge und das war bei New York Times. Lass mich eine Frage stellen. Lass mich antworten. Nee, lass mich auf dieses Argument eingehen. Es wäre eine Lüge, wenn Israel darauf verharren würde und behaupten würde, dass dies die Wahrheit ist. Aber selbst Israel hat im Nachhinein die Sache doch klargestellt, dass es sich um eine Fehlinformation handelte. Also nachdem Journalisten das untersucht haben. Es gab zu diesem Zeitpunkt nicht mal Journalisten dort. Wovon redest du? Welche Journalisten denn? Nenn mir mal die Journalisten, die da zu diesem Zeitpunkt vor Ort waren, außer diejenigen Journalisten, auch von der UNRWA, also die jetzt keine Journalisten sind, wo jetzt ja auch aufgerufen wird, dass sie mit der Hamas zusammen... UNRWA ist eine Hilfsorganisation. Hör mir doch zu, das habe ich ja eben gerade gesagt, du musst mir lernen zuzuhören oder generell lernen, die Sprache zu verstehen. Ich habe ja eben gesagt, selbst von der UNRWA hat kein Jahr später raus, dass selbst diese daran beteiligt waren, also eine wohltätige Organisation, einem Überfall. Selbst man weiß auch, dass renommierte Journalisten beim Überfall auf Israel dabei gewesen sind. Also von welchen Journalisten sprichst du? Und bis heute wartet die ganze Welt auf Beweise von Israel, die noch nicht zustande gekommen sind. Was für Beweise? Beweise für was? Dass Mitglieder von UNRWA Organisation bei diesem 7. Oktober traurige oder Massaker gewesen waren. Was für Beweise willst du denn haben? Doch, die Beweise sind da, deswegen sind die Einzahlungen. Du behauptest, dass irgendjemand... Nein, du musst jetzt mir mal zuhören. Wenn ich sage nein, dann musst du Luft anhalten. Das ist mein Stream. Die Beweise sind da, deshalb haben viele Länder, du kannst nachlesen im Internet, welche, aufgehört, die UNRWA zu finanzieren, weil die Beweise nun mal da
sind, okay? Du kannst nicht einfach die ganze Zeit sagen, nein, nein, nein. Du erfindest Sachen, beziehungsweise du redest von Sachen, die du gehört hast, die jemand anderes erfunden hat. Wir haben noch andere Gäste hier, ich würde die gerne auch aussprechen lassen. Und dann können wir auch das, was du sagst, weiterhin miteinander besprechen. Guten Abend, Sebu. Danach ist Mohanad dran. Sebu, was möchtest du sagen? Bist du pro oder gegen Israel? Also guten Abend zusammen. Ich will zunächst sagen, ich bin weder für noch dagegen. Ich bin erstmal der festen Meinung, dass man Israel und das Judentum voneinander trennen sollte. Das ist, liegt mir sehr am Herzen, weil ich glaube nicht, dass Israel... Und damit hast du bereits Position bezogen. Vielen Dank. Nein, nein, das ist nicht gemeint. Naja, wir wissen jetzt, was kommt, aber bitte, bitte. Damit hast du gezeigt, dass du ein Juden hast. Nein, es gibt doch in Türkei auch Christen. Mensch ist Güte. Bleib doch mal locker, Mensch. Fasst alles was negativ auf und greift immer jeden an. Ist doch gar nicht so. Es geht doch erst um die Menschlichkeit. Versuch doch erst mal die Menschlichkeit da. Mein Gott. Also zunächst möchte ich sagen, dass man Israel und das Judentum voneinander trennen sollte. Genauso wie Palästina von Muslimen und Türkei von den Muslimen. Und es geht doch erstmal nur um die Menschlichkeit an sich, dass man die Politik von der Religion und sowohl auch Sport auch von der Religion immer trennen sollte. Ich finde das grundsätzlich, ne, bevor wir ins Thema einsteigen. Weil was sagst du zu den Geiseln, in Gaza? Du, ich finde das scheiße. Ich finde das, das hätte nie passieren sollen. Dieser Konflikt hätte nie passieren dürfen als solches. Gar nicht. Bist du dafür, dass die Geiseln alle freigelassen werden und die Hamas aufgibt? Ich bin dafür, dass die Geiseln freigelassen werden, dass die Hamas aufgibt, dass Israel die Soldaten zurückzieht und alle in Frieden zusammenleben. Also sobald die Hamas aufgibt und die Geiseln freikommen, ist dort sofort Frieden. Die Soldaten ziehen sofort ab. Ja, und dann, dass die Menschen in Frieden leben. Wer will das denn nicht? Wollt ihr das nicht? Wer will hier... Vielen Dank für dein... Ich will das auch. Vielen Dank für dein Feedback. Ich gebe ganz schnell an Mohanad weiter. Wir sprechen alle gleich gemeinsam weiter. Mohanad, bist du für Israel oder bist du für die Hamas? Ja, hast du meinen Vortrag gesehen? Ich bin pro Palästinenser. Hallo miteinander. Sorry, darf ich reden? Hallo miteinander. Ich wollte nicht in der letzten Saison reden. Ich wollte, ich habe Frage. Wann ist sogenannte Israel gegründet? Und wie? Was möchtest du fragen? Wir erzählen doch jeden Tag dasselbe, wann Israel gegründet wurde. Ja, ich wollte wissen, wann ist Israel gegründet? Ein Jahr vor Deutschland. Ein Jahr vor Deutschland. Deutschland wurde 1949 und Israel 1948 gegründet. Mohammed, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 36 Jahre alt. Dann musst du bist doch, wir sind doch etwa in einem Alter. Du hast doch Google, die Suchmaschine existiert schon. Ja, ich würde sagen, Wieso kommst du hier rein und stellst du Suggestivfragen? Was soll diese dumme Frage überhaupt? Bitte, lass mich reden. Gib mir meine Zeit. Aber stell keine Suggestivfragen. Ich habe auch eine Frage an Mohanad. Wann wurde Palästina Stadt gegründet? Du musst seit Anfang an das Leben. Wann? Aber ein Jahr hast du seit nicht. Seit wann nennen sich Palästinenser Palästinenser, Mohammed? Vergiss mal die Name. Nein, nicht vergiss mal die Namen. Man sieht, wie du redest. Faktische Antwort gegeben. Guck mal bitte. Und niemand redet über deinen Akzent. Ich möchte kurz betonen, diese Menschen sprechen alle nicht nur mit Akzent, sondern mit Fehlern. Und niemand betont das. Niemanden stört das. Erstens. Doch, mich stört das. Ich finde das total nervig, diesen Akzent. Und ich finde das wirklich schlimm. Also ich mag den ukrainischen und russischen Akzent jetzt auch nicht. Ist nicht mein Lieblingsakzent, aber dieser Akzent ist wirklich nervig, Mann. Wirklich, das hört sich aber so nervig an. Also du bist halt, Alter. Schon nur ein bisschen Akro, so, wenn ihr so spricht, ne, über Akzente anderer Menschen. Ja, aber jetzt beziehen ja alle natürlich Stellung. Redet über Akzentspiel. Vor 10 Minuten wurde Anna hier aufs Übelste beleidigt wegen ihr Akzent. Wenn wir nach Akzente gehen würden, ja, und die Menschen auf ihre Akzente reduzieren würden, was ich vielleicht auch gerade ein bisschen gemacht habe, dann würden alle Eltern nicht zu Deutschland gehören. Also wie kann man überhaupt so eine dumme Argumente bringen, Mann? Ja. Außer von euren Eltern kann richtig Deutsch. Richtig. Außerdem möchte ich mal ganz kurz, jetzt mal unabhängig von dem Akzent, ich habe ja sowieso gesagt, wer jetzt noch einmal anfängt und Anna mit dem Akzent auf den Sack geht,
den ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr sympathisch finde. Ich mag Annas Akzent. Dann fliegt derjenige raus. Also wer einen Kommentar über den Akzent von irgendjemanden jetzt macht, der kann gehen. Also Attacke, persönliche Attacken machen nichts, bringen niemanden voran. Weil Attacken ad hominem sind Attacken aus Sprachlosigkeit. Wer immer sagt, du Idiot, das ist jemand, der kann nicht sprechen, nicht argumentieren, der hat kein Wissen. Also wird er persönlich. Menschen, die persönlich werden, haben nichts im Kopf. Und mit denen müssen wir nicht gleich reden. Deswegen die ganzen Surensöhne da draußen, die anfangen mit du Surensohn und so weiter und so fort. Ja, bitteschön. Kian, du hast absolut recht. Ich bin darauf nur eingegangen, weil Anna gefragt hat. Nee, warum ich habe gefragt, weil ich gemerkt habe, dass die ganzen, also Inspira und Mohanat starken Akzent haben und ich aber ständig beleidigt werde wegen meinem Akzent, während Mohanat zum Beispiel jetzt keine einzige, er hat jetzt Fragen gestellt, er hat Antworten bekommen, aber er kann auf keine einzige Frage antworten, er kann kein Argument bringen. Inspira erzählt lediglich nur Fake News, ja, die er einfach nur weiter erzählt. Und deswegen ist ja mein Stream da, es ist eine Aufklärungsplattform und ich möchte ein Resümee ziehen und Menschen nochmal vor die Augen führen, dass alles, was wir hier besprechen, dieser ganze Hass, entsteht nur aufgrund von Wissenlosigkeit und Boshaftigkeit, ständig zu lügen. Stimmt, aber das Problem ist, dass hier 8 Leute sind und jeder versucht von denen immer etwas anderes in den Köpfen der anderen zu suggerieren. Ne? Das ist furchtbar, weil diese negative Einstellung, also für den einen ist es positiv, dem anderen negativ, ne? Das knallt immer so aneinander und ich finde das immer furchtbar, dass man nicht dazu in der Lage ist, also schon, aber nicht vielleicht möchte in dem Augenblick, das vernünftig zu klären, also darüber zu reden. Wenigstens klären kann man das Ganze leider nicht. Also Mohammed, du hast gesagt, du hast die Frage gestellt, seit wann es Israel gibt. Israel gibt es, und also zumindest das historische Israel gab es ungefähr 1047 vor Christus. Und dann gab es mindestens 6 Königreiche oder 6 jüdische Dynastien. Das sind nicht die einzigen, es gibt viel mehr Dynastien, aber außerhalb von dem historischen Siedlungsgebiet der Juden, also in Israel. Wie viele palästinensische Dynastien hat es gegeben? Kian, darf ich was sagen? Ich habe Mohammed angesprochen. Okay. Vielen Dank. Du kannst aber gleich nach Mohammed oder nach Mohanad. Mohanad, bitte. Okay, Mohanad. Wie viele palästinensische Königtümer hat es gegeben? Wie viele palästinensische Dynastien hat es gegeben? Ich kann dir auf Anhieb 6 jüdische Königreiche oder jüdische Dynastien oder Monarchien nennen, die es gegeben hat, noch vor dem Christentum, nach dem Christentum. Wie viele Königreiche Palästinas hat es gegeben, die du mir auf Anhieb nennen kannst? Okay, du sagst auf dem Königstum. Vor dem Königstum, wer waren sie in diesem Land? Das war das Volk Kanaan. Gab es denn Kanaan? Es gab mehr Völker als nur dieses eine. Aber Sie sagen, es gab mehr Volker. Die Kanaaniter waren vor den Israeliten dort, ja. Gab es den Kanaan? Okay, das eins. Zweit, kommst du in die Region? Stopp. Nicht so schnell. Okay. Wir müssen erstmal konsolidieren hier. Du behauptest, dass die Menschen, die da gelebt haben, waren das Volk, sind die heutigen Palästinenser. Okay, dann sind die Israelis, sind die Kanaaniter von damals die heutigen Palästinenser? Okay. Lass mich reden. Ja oder nein? Lass mich reden, bitte. Mohanad, es ist eine einfache Frage. Ich habe dich gefragt nach einer palästinensischen Dynastie. Ich kann dir sagen, dass Israel innerhalb und außerhalb Israels mehrere jüdische Dynastien hatte, die alle auch jüdisch geprägte Namen hatten. Ja, und Königreich Israel 1047 bis 930, also 1047 vor Christus bis danach. Oh. Ich will dich fragen. Wo gab es in der Geschichte des sogenannten palästinensischen Volkes ein Königreich, das sich Königreich Palästina genannt hat? Kanaan. Bitte? Kanaan. Keine Ahnung.
Kanaan. Kanaan ist nicht Palästina. Ich rede von einer Monarchie, einer Dynastie oder ein Königreich, das sich Palästina genannt hat. Okay, gib mir 2 Minuten bitte, damit ich rede, damit die Leute hören, dass sie 140 in die Kommentare, damit sie sich wissen. Wer will googeln, kann man googeln heutzutage. Ich möchte 2020. Gerne von dir wissen, spontan ja, wissen, ich als sage Vertreter ich des palästinensischen Volkes. Ich wollte nicht von den letzten Saison anfangen. Ich immer von Anfang an. Dynastie gesehen, die, wo es richtig mal. Heißt, dass palästinensische Volk und das Palästina. Kian, du überforderst ihn maximal. Nenne mir, bevor wir weitersprechen, Mohanad, nenne mir den Ursprung des Namens Palästina. Sehr gut, Kian, das wollte ich nämlich auch sagen. Du überforderst ihn maximal, lass ihn erstmal damit anfangen. Ich denke, damit wird er schon überfordert sein. Ich habe ihn auch gefragt am Anfang. Das Problem ist, du musst dich jetzt entstummen, Mohanad, und du musst lernen, auf die Fragen zu antworten. Und wenn du merkst, dass du es nicht schaffst, weil dir keine Beweise bzw. keine Fakten und keine Daten vorliegen, weil du... Nicht reden. Er wollte was haben, eine Quatschen zum Sagen zum Leute. Das weil du gelogen hast, dann musst du es zu... Nein, ich lüge nicht. Er kann googeln. Jetzt alle kann googeln. Auf dem ersten Kongress von Sinisten, 1887. Mohammed, das ist aber ziemlich... Alle kann googeln auf 1917, den Bild von... Ich rede nicht von 1917. Ich rede über all von Anfang an. Die Juden kommen aus Ägypten, nicht aus Palästina. Ein historisches Israel. Das nachweislich gab es mehrere jüdische Dynastien und Königreiche. Ich habe dich gefragt, wie viele palästinensische Königreiche, Dynastien oder Monarchien es gegeben hat mit dem Namen Palästina. Und meine zweite Frage an dich ist, nenne mir den Ursprung des Namens Palästina. Mal, er kann die erste Frage noch nicht mal beantworten. Was für eine zweite? Ich bitte dich. Das ist das Problem. Wenn er mir die zweite Frage, er ist jetzt weg. Natürlich ist er jetzt weg. Aber ja, ich würde gerne beantworten, wenn das möglich wäre. Wer hat ihn weggemacht? Er ist selber gegangen. Ich kann die Frage ganz kurz beantworten, ja? Die Philister, das war eins von 7 Völker Kanaans. Hat endgültig König David damals ausradiert, ja? Und dann entstand die Davidstadt Jerusalem, wo wir das heutige Jerusalem, ja? Und das ist ungefähr, sag ich mal, 3000 oder bis 3700 Jahre her. Und das steht alles in Tanach, ja? Diese Super. Geschichte. Und das wurde auch nachgewiesen. Also für alle, die das nicht wissen, Originalname von Palästina ist Judäa. Jude kommt von Judäa. Judäa ist ganz Palästina. Israel ist in Judäa. Palästinenser, sogenannte, die es nicht gibt, sind Araber, die nach Judäa gekommen sind. Die Besatzer sind die Araber in Palästina. Die dürfen dort natürlich auch bleiben. Niemand will sie verjagen. Aber wir müssen das Kind beim Namen nennen. Die Palästinenser gibt es nicht. Das sind zugezogene Araber. Okay. Ein Moment. Hier ist so ein Oberschlauer im Stream unten drin. Juno ist weg, nennt er sich. Er nennt hier genau die Referenz, ist der Tanach. Nein, tatsächlich brauchen wir nicht mal den Tanach, wenn du es streng nehmen möchtest. Denn es gibt genug Ausgrabungen, es gibt genug historische Beweise. Also es gibt ja auch, du hast ja auch Josephus Flavius. Wer hat denn gegen die Römer gekämpft? Waren das die Palästinenser? Nein, es waren nicht die Palästinenser, es waren die Juden, die gegen die Römer gekämpft haben. Und auch gegen Dutzende andere, gegen die Griechen gekämpft haben, die gegen die Perser gekämpft haben. Das waren keine Palästinenser, das waren auch keine Kanaaniter. Sadik, du brauchst nicht... Er nimmt die Einladung nicht ein. Er kann aber Bro, Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Aber ich möchte einfach nicht unterbrochen werden. Das ist sehr anstrengend. Kann man so viel Durchfall erzählen? Das ist, da rülpst da irgendwas hier in den Stream rein, weißt du, aber ob doch irgendein Bullshit gesagt. Ich schenke diesen Menschen auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber er kommt mit so einem Argument, ja, die Referenz ist der Tanach, nach dem Motto, Tanach ist nicht wichtig. Okay, dann nimm doch historische Beweise. Guck dir Josephus Flavius an. Aber du hast mich jetzt unterbrochen. Er ist nicht wichtig. Entschuldigung, Anna, aber...
Er hat einfach so etwas geschrieben, was wieder mal gelogen ist. Und ich versuche einfach, uns hören jetzt 160 Menschen zu, ich versuche einfach zu erklären. Es gibt ein Judäa, es wurde umbenannt von einem Cäsar Adrian in Palästina. Und dort lebten damals weder Muslime noch Araber. Aber es dort lebten genau. dort immer noch viele Juden. Juden genau. lebten dort immer. Es ist deren Zuhause. Und es wird jetzt einfach sehr viel gelogen. Juden haben nach dem Zweiten Weltkrieg sich einverstanden erklärt, nur 20% von Judäa, also nur 20% eigenes Landes zu nehmen und zu einem Staat aufzubauen und 80% den Arabern zu schenken. Und trotzdem haben die Araber die Juden angegriffen. Und alles, was jetzt passiert, ist absurd. Diese ganze Lüge samt Nagba, samt Siedlungspolitik, alles, wenn wir Stück für Stück durchgehen würden, ist einfach nur Lüge und das funktioniert nur, weil die Menschen im Westen davon nicht wissen und Araber, Muslime sind notorische Lügner. Ich bin nicht politisch korrekt. Ihr seid notorische Lügner. Wenn ihr hier hinkommt, außer jemanden persönlich beleidigen, könnt ihr gar nichts. Wenn man euch Fragen stellt und über Argumente redet, dann 0,0. Immer dasselbe. Ihr könnt einfach nichts sagen, weil es gibt keine Geschichte der Palästinenser. Es gibt auch keine Palästinenser. Es gibt keine palästinensischen Museen. Es gibt keine palästinensische Sprache. Es gibt keine palästinensischen Feste, Kultur etc. Es ja. gibt nichts. Palästinenser sind fake. Sie sind fake. Der Name ist. Ich verstehe nicht, warum ich beleidigt werde von euch. Ich habe euch doch nichts getan. Ich bin doch kein. Nein, du bist ja gar nicht. Du kannst ja gleich was dazu sagen. Palästina ist fake. Der Name ist eine römische Erfindung. Das palästinensische Volk ist eine Erfindung. Die PLO-Führer, einige große PLO-Führer haben das gesagt. Alle ihre großen palästinensischen Befreiungskämpfer kamen aus Ägypten. Keiner ist wirklich in dieser Region geboren. Entweder kamen sie aus Jordanien oder sie kamen aus Ägypten. Yasser Arafat war Ägypter. Sheikh Ahmed Yassin, der Führer der Hamas, ist in Ägypten geboren. Niemand, der sich heute für Palästina einsetzt, ist irgendwie auf diesem Boden geboren worden. Zweitens, das palästinensische Volk, dieses Fake-Volk, unterscheidet sich nicht von den umliegenden Völkern, weder in Kultur noch in Sprache noch in Folklore, Tradition, Esskultur und so weiter und so fort. Alles das Gleiche. Die jüdische Identität geht auf 3000 Jahre zurück. Tatsache ist, vor dem 12. Jahrhundert gab es keine Araber auf dem heutigen Boden Israel. Weder im Gaza, noch in Westbank, noch in Westjordanland. Alles war jüdisch. Fakt ist auch, die Juden sind teilweise von dort vertrieben worden, teilweise wieder zurückgekommen. Teilweise kontrollierten die Perser dieses Gebiet, dann die Römer, dann andere durchziehende Völker. Teilweise waren es die Christen, die dieses Gebiet kontrolliert haben, teilweise die Muslime. Fakt ist, das Wort Palästina ist lateinisch und bedeutet, wenn man es so grob umschreiben will, Land der durchziehenden Völker. Hadrian, ein römischer Kaiser, hat dieses Gebiet, das damals Judäa hieß, in Syria, Palästina umgenannt, um die Juden abzustrafen. Denn die Juden haben einen Aufstand gemacht und der wurde von den Römern niedergeschlagen. Und dann kam ein zweiter Aufstand, diesen sogenannten Bar Kochba-Aufstand, 132 nach Christus. Die Römer haben diesen zweiten Aufstand niedergeschlagen und das war der Aufstand von Judäa. Alle Münzen, die bis dahin geprägt worden sind, waren eindeutig jüdisch geprägt. Und die Römer haben die Juden abgestraft wegen des zweiten Aufstandes und haben die Juden herausgetrieben aus dem Gebiet Judäa. Und dann haben sie aus diesem Gebiet Syria, Palästina gemacht, um die Juden emotional und physisch von diesem Gebiet zu trennen. Das ist die Geburtsstunde des Wortes Palästina. Jeder Araber, der sich heute auf dieses Wort beruft, beruft sich auf eine römisch-lateinische Worterfindung. Und das ist Tatsache. Da könnt ihr so viel rumschreien im Chat, wie ihr wollt. Geht und studiert es und ihr werdet sehen, das Wort Palästina
ist eine Erfindung von den Römern. Und deswegen gibt es kein palästinensisches Volk. Fertig, aus. Es gibt keine palästinensische Dynastie. Die Araber existierten vor dem 12. Jahrhundert nicht. Punkt. Ja, Sadik und dann kann Amo dran. Ja, ja, okay, alles klar. Aber warte mal, bevor Sadik spricht. Seibu oder Seibu, ich weiß nicht. Bitte, wir haben dich jetzt mehrmals unterbrochen und dann, Anna, bitteschön, mach deine Sache weiter. Ja, ja, ja. Also zunächst, du hast ja gesagt, Fake-Volk, ne? Wie viele Länder haben Dings jetzt, haben Israel jetzt anerkannt? Wie viele? Ich weiß es gar nicht. Ich frage, ich hab jetzt auch nicht gegoogelt oder so ein Quatsch. Von wie vielen Ländern ist Israel als Deutsches anerkannt? 153 Staaten haben die Existenz Israels. Ja, ja, ich frage nur, also nicht, bitte, Leute, nicht negativ auffangen. Ich bin einfach ein blöder Kerl, der immer gerne Fragen stellt. Und ihr seid ja etwas besser belesen in diesem Thema als ich. Und zunächst möchte ich... Also Entschuldigung, 162 Staaten haben Israel innerhalb der UNO anerkannt. Ja. Also ja, die meisten Staaten, die Israel nicht anerkannt haben, sind entweder muslimisch oder waren damals kommunistisch geprägt. Okay. Jetzt ist natürlich meine Grundfrage. Wenn ich jetzt den Fernseher einschalte, ihr wisst das ja besser bestimmt als ich, und schaue mir die Israelis an, guck mal, ich sage immer bewusst Israelis und die Palästinenser an. Und dann schaue ich in die Gesichter dieser Menschen und finde immer, dass die sich extrem ähnlich sehen. Ne? Kann das denn nicht sein, dass sie seit so vielen von Jahrhunderten da unten zusammenleben, dass sie von der Genetik her im Grunde genommen die gleich sind? Ja gut, Italiener und Spanier sehen sich auch ähnlich aus. Ja und? Es gibt arabische Juden, die sehen sich natürlich, die sehen den Juden insgesamt, den Semiten ähnlich. Aber ja, die Araber, ich bestreite nicht, dass Araber, die seit 800 Jahren da leben, das ist ihr Zuhause. Ja, ich bin nicht dafür, dass man Araber, die seit Hunderten von Jahren in diesem Gebiet leben, das man heute Israel nennt, dass man sie vertreibt. Sie haben ein Recht, dort zu leben. Die Geschichte, einfach 800 Jahre Wurzelrecht, kann man nicht einfach auslöschen von Menschen. Aber Tatsache ist, die Juden sind nicht in irgendeine fremde Region reingegangen und haben was weggenommen. Sie haben ganz legal Land aufgekauft. Die Araber haben großzügig verkauft. Es gibt keinen dokumentierten Landraub vor der Staatsgründung Israels. Gibt es nicht. Ich challenge jeden einzelnen Palästinenser-Unterstützer hier, mir eine Quelle zu bringen von einem systematisch vorangetriebenen Landraub durch jüdische Siedler. Es gibt keinen Landraub. Es gibt kein einziges Dokument, das beweist, dass ein einziger Siedler vor 1948 gekommen ist und hat einen Araber aus seinem Haus vertrieben, damit er da einziehen kann. Alles wurde legal gekauft. Legal. Ja, ja, das weiß ich sogar tatsächlich. Kian, ich wollte dich ganz kurz, Entschuldigung, Saibo, ich wollte Kian noch mal kurz ergänzen. Kian, du hast mit den Aussagen natürlich richtig getroffen bezüglich Palästinenser und woher dieses Wort kommt. Ich würde sogar ein Stück weiter gehen. Ich würde sagen, dass nicht die Römer das Wort erfunden haben, sondern dass der Ursprung dieses Wortes eigentlich ein hebräischer Ursprung ist. Und die, wenn du so möchtest, haben die Juden den Palästinensern ihren Namen gegeben. Das kommt ja ursprünglich vom Wort Liflosh, also Palasch. Jeder kann es gerne nachgucken. Das sind die hebräischen drei Buchstaben Palasch, also das Buchstabe Pei, der Buchstabe Lamed und der Buchstabe Shin, also Palasch. Das kommt von dem Wort Invasoren. Und das war ursprünglich ein Seevolk, welches man heute historisch versucht zu rekonstruieren. Wahrscheinlich irgendwo aus Kreta. Das ursprüngliche Volk, welches sich dann im Laufe der Geschichte aus dem Tanach zu einem sehr großen Feind Israels entwickelt hat. Und die Israelis nannten dieses Volk einfach als Palasch, also die Flosch, also als Plishtim, also als Invasoren. Ja. Deswegen ist es ziemlich dusselig, dass man sich diesen Namen quasi dann im Nachhinein auch noch angeeignet hat und sich selbst Invasoren nennt, ne? Aber da muss man ein bisschen philologisch unterwegs sein, das ein bisschen historisch betrachten. Das machen die wenigsten ja halt auch. Und das ist halt auch der Clou der ganzen Sache halt, ne? Außerdem, Sadek, noch als Ergänzung, ich habe eine Studie gelesen, in der die DNA von den Menschen von Kreta und der DNA von den Palästinensern verglichen worden ist. Und es gibt so gigantisch große Übereinstimmung, dass das eigentlich nur deine Beobachtung unterstützt, dass die Palästinenser ursprünglich tatsächlich Fremde aus Kreta waren.
Ja, Google mal Kreta und Palästina DNA. Sehr interessant. Okay, schön. Leute, ich ergänze jetzt auch noch was. Auch, Entschuldigung, ich will jetzt auch noch eine Sache. Dann bitte noch gleich Amo sprechen. Ja. Ja, ich will nur noch eine Sache sagen, Kian, und beziehungsweise zu dem Argument, dass die heutigen Juden in Israel sehen den Arabern sehr ähnlich. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit jemenitischen Juden auseinandergesetzt habt, also Juden aus Jemen. Ich persönlich kenne einen Fall von einem Freund von mir, dessen Oma mit 12 Jahren an ihren 14- oder 15-jährigen, ich glaube, Cousin verheiratet wurde. Warum? Weil in Jemen extremistisch radikale Muslime regiert haben und bis heute unterwegs sind und die jungfräulichen jüdischen Mädchen für sich genommen haben, wenn diese nicht rechtzeitig verheiratet wurden. Und aufgrund dessen mir schrieben auf Instagram Leute, also eine Frau mit Kopftuch schrieb mich eines Tages einmal an und hatte mir einen DNA-Test geschickt und hat über Geheimnisse in der Familie gesprochen, dass ihr wie Jüdin seid. Das hat ihr DNA-Test auch gezeigt. Also das war nicht so, dass diese Vermischung unbedingt freiwillig geschah, sondern die jüdischen Frauen einfach genommen wurden und zwangsverheiratet wurden. Also durchaus kann das sein, dass es Verwandtschaften gibt, aber diese Verwandtschaften sind nicht dazu, also die sind nicht entstanden aus freiwilliger Hochzeit, sondern weil die Mädchen dazu gezwungen wurden. Also liest euch die Geschichte mit... Würdest du mir jetzt nicht erklären, dass da 50.000 Frauen vergewaltigt wurden von 23.000 Arabern? Hand aufs Herz, Bro. Guck dir die Geschichte... Guck mal, ich sag sogar Bro zu dir, Mann. Ey, guck mal. Doch, kannst du. Versuch doch mal positiv aufeinander zuzugehen. Sebo, guck dir auf zu schreien. Nur negativ. Beide Seiten, nicht nur du. Kian, erzähl Sebo, gerne, ich was, muss dich leider bisschen stummen. Besser, was du darüber Bescheid weißt. Kian, erzähl ein bisschen was zu der Geschichte, falls du dich damit auskennst, mit den Almohaden in Marokko, 11., 12., 13. Jahrhundert, was die gemacht haben. Die hatten Juden gezwungen, entweder zu konvertieren, das Land zu verlassen oder sich halt, oder den Tod zu wehren. Und natürlich, wir reden nicht von 100 oder 200 Juden, wir reden von tausenden Juden, die geblieben sind und konvertiert sind, scheinheilig natürlich unter dem Banner nach dem Motto, wir konvertieren, aber konvertieren nicht wirklich. Und natürlich wurden die Frauen dort genommen und vergewaltigt und Kinder sind dort. Es gab ja keine Abtreibung, wie du sie heute kennst halt, ne? Also. Ich möchte eins mehr bemerken, nur Kian und Sadik, dass sobald Sadik diese Geschichte gesagt hat, die nun mal leider stimmt und mir tun die Mädchen von damals sehr leid, unser Sibum, wo der geredet hat, Mensch ist Mensch und wir sind alle so menschlich, sofort ausgeflippt ist und weggelaufen ist. Einfach zum Festhalten. Wenn Kian antwortet, bitte, wir geben dann das Wort nochmal kurz an Amo und wir haben dann noch jemand in der Leitung. So, Kian, bitte. Ich muss nichts mehr dazu sagen. Ich will nur kurz erwähnen, es gab solche Zwangskonvertierungen zum Islam während der islamischen Epoche überall in der islamischen Welt. Es gab vom IS. Vom IS. Es gab sehr, sehr, sehr viele. Und deswegen ja, lasse ich jetzt Amo einfach mal in reden und dann kann er seinen Standpunkt. Okay, sprich. Amo, sprich bitte. So, bin ich da. Okay, also. Also, Anna, richtig? Ja. Also, du bist ja hier, wie wir sehen, eine Zionistin, richtig? Ja. Okay. Es gab in diesem Live sehr viele, sag ich mal, respektlose Muslime. Richtig? Ja. Okay. Sag mir jetzt mal bitte, warum oder weißt du, warum diese Muslime so respektlos sind? Oder so rachsüchtig sind. Kein Benehmen haben. Das ist falsch. Denn die Antwort habe ich. Weil die so eine, Ableitung haben von diesem Wüsten. Ja, lass mich doch aussprechen. Warte. Wir müssen ihn aussprechen lassen. Warte mal. Das ist jetzt interessant. Erzähl mal, warum Muslime. Warum Muslime zu mir respektlos sind und es gibt. Es gibt ja einen Grund. Es ist ja legitim. Also. Ja, komm. Erzähl uns mal. In den Medien werden die Muslime immer als radikal oder rachsüchtig angesehen. Richtig? Falsch. Falsch? Ja, die Medien kriechen dem Islam in den Arsch. Ich wäre fertig für euch. Was? Ja. Sag's bitte nochmal, damit es alle verstanden haben, bitte. Ja, die haben es alle verstanden, nur du nicht.
Doch, sag's doch, ich hab's verstanden, sag's doch mal bitte. Ja, ich die Medien gesagt, kriechen den Muslimen in den Arsch. Wenn die westlichen Medien die Wahrheit über den. Ja, wenn die westlichen Medien die Wahrheit über den Islam sagen würden, du hast dich dann zum größten Idioten 2024 gemacht. Gehen. Denn in den Medien werden Muslime fast immer radikal abgestempelt. Nein. Warum? Ganz Nein. einfach. Nein. Weil. Nein, das stimmt. Lass mich doch ausreden. Lass mich doch ausreden. Ich lasse dich ausreden, ich lasse ihn ausreden, lass mich doch auch ausreden. Denn ihr Menschen, ihr baut euch Reichweite damit auf, indem ihr Muslime provoziert und sie rachsüchtig macht und es und als respektlos dasteht, damit ihr im Recht dasteht. Und das war schon immer so. Das war schon 2001 so, 9/11, das war schon immer so. Wenn jemand zu mir Scharmuta schreibt, ja, dann ist, da liegt das nicht an der schlechten Erziehung. Dann frag dich mal, warum. Dann frag ich mich, also bin ich quasi schuld daran, ja? Habe ich das gesagt? Du hast das suggestiv so gemeint. Du hast mir mehr eine suggestive Frage gestellt. Mal. Schau mal, du kannst mal, ihr versucht eine Diskussion hier zu machen, richtig? Wie wollt ihr eine Diskussion hier machen, wenn ihr respektlos mit einem Muslim redet und sie als schlecht darstellt, rachsüchtig darstellt? Das ist vielleicht doch gar nicht sind möglich. Es die Muslime denn selber, das, die sich das schlecht die darstellen. Nein, du redest völliger Unsinn. Ich also muss dazu sagen, einmal, der Sadik, einmal, ich habe den Sadik die, gestern die kennengelernt. Europäer sind so ich habe den Sadik gestern dir? Kennengelernt. Und der Sadik, er ist wirklich ein vernünftiger Junge. Er kann, mit ihm kann man richtig diskutieren. Aber so wie Anna oder Muslim Kian, wie ihr redet, das ist doch nicht menschlich. Wenn, ich wenn ich ihr noch, einmal, Muslim, noch einmal, mit noch euch einmal. Lass mich das mal erklären. Rede, lass mich mal das erklären. Lass mich mal erklären. Erstens, die Europäer oder der Westen ist so nett gegenüber dem Islam, dass der Westen eine Unterscheidung macht. Er sagt, die islamischen Extremisten sind das Problem, aber der Islam ist super lieb. Ja, die unterscheiden sogar zwischen muslimischen Extremisten und den super lieben, netten Muslimen, die mit uns alle im Frieden leben wollen. So, das ist erst einmal Fakt. Ja, der Westen unterscheidet zwischen diesen beiden Gruppen. Die Medien feiern die Eröffnung jeder Moschee in Deutschland, Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt, unser Bundespräsident und so weiter und so fort überschlagen ja, sich ist in Ramadan-Grüße. Moment, warte bitte. Überschlagen sich in Ramadan-Grüße. Jede westliche Publikation regt sich über Islamophobie auf. Die politischen Parteien reden sogar schon vom antimuslimischen Rassismus und wollen Islamophobie bekämpfen. Insgesamt, unsere Gesellschaft hat kein Problem mit der Islamophobie. Sie hat ein Problem mit der Islamophilie, mit der übertriebenen Irrationalität. Bravo, Kian. Bravo. Ja? Ja. Und der Unterschied ist, mein Freund, wenn wir über den Islam sprechen. Ich bin nicht dein Freund, nenne mich einfach als Armut. Ich nenne dich so, wie ich es will. Hier musst du eine dicke Haut haben. Oder geh raus und. Ich habe eine dicke Haut. In der Ecke und heule. Okay, ich nenne dich so, wie ich dich will. Meine Schwester, mein Bruder, meine Tante, musst du alles sagen. Okay, rede. Bleib beim Thema. Bitte. Na bitte. Also, der andere Punkt ist, die islamische Welt liefert genug Gründe, dass wir Probleme mit dem Islam haben. Was heißt die islamische Welt? Die islamische Welt heißt die reale Welt, nicht die Fake-Welt, die sich hier im Westen aufgebaut hat, diese arschkriechende Islam-Apologetik, der viele Menschen zum Opfer fallen und glauben, oh, der Islam ist eine nette Religion. Ich rede von dem Realo-Islam, von diesem brutalen Islam, von Marokko bis Indonesien. Hast du den Koran gelesen? Ja, einmal. Okay, dann kannst du nicht urteilen. Wie kannst du urteilen über Muslime, wenn du nicht den Koran vollständig gelesen hast? Du ja, musst den Koran lesen und auch verstehen. Wie kommst du darauf, Amo, dass Kian den Koran nicht vollständig gelesen hat? Was heißt Anna sei leise? Anna ist der Host und wenn Anna spricht, dann bist du leise. Ganz einfach. Ich war respektabel mit euch. Ich habe euch ausreden lassen. Ich habe euch ausreden lassen. Es ist ihr Stream. Und wenn sie was sagt, dann habt Respekt. Ich erwarte auch Respekt. Das ist nicht einer deiner türkisch-kurdisch-arabischen Frauen, schau mal, das die du einfach hier über den Mund fahren kannst. Kein Amo, Respekt. Amo, kann ich bitte? Dankeschön. Guck mal. Schau mal bitte oben auf das Bild von mir. Wie kommst du dazu erstmal, dass Kian den Koran nicht zu Ende gelesen hat? Erstens. Er hat, zweitens, okay, lass mich ausreden. Wenn du hier reinkommst, so respektvoll wie du bist, und mir sagst, ich als Opfer von psychischer Gewalt quasi, ja, wenn jemand mir Scharmuta schreibt, du sagst, ich soll mich fragen,
ja, das heißt, du machst Victim Blaming. Ich soll mich fragen, du hast keine Frage an denjenigen, der das geschrieben hat. Das zeigt schon, dass die Muslime ein Wahrnehmungsproblem, eine Wahrnehmungsstörung haben. Ja, weil das Überfallen von Frauen beginnt in der verbalen Kommunikation. Ja, und wenn jemand eine Frau angreift, dann ist es das Problem desjenigen, der das getan hat, des Täters. Und hier im Westen, ich rede davon, wovon du angefangen hast zu sprechen. Du nicht so. Was habe ich angefangen zu sprechen? Du redest was ganz anderes. Du hast gefragt, warum Muslime so reagieren, warum sie so respektlos sind. Da hast du nicht zugehört, weil ich habe gesagt, die Muslime in den Medien werden so dargestellt. Und du würdest es mir erklären, Amo, ich rede noch. Und es gibt keine Erklärung dafür. Es ist das Problem der Muslime, dass sie asoziales Verhalten zeigen und andere Menschen das als asozial auch feststellen. Wenn ihr wollt, dass ihr anders wahrgenommen werdet, dann müsst ihr euer Verhalten anpassen an das Westliche. Ansonsten so oder so wird sich Deutschland davon reinigen. Das passiert immer wieder. Ja, in also, der ganzen also Geschichte. Arno, ich bin gleich zu am Ende und dann darfst du auch widersprechen. Dann das, was Kian gesagt hat. Die Muslime leider werden immer nur gerade gestellt und alles wird hingebogen. Sogar die Statistik wird verbessert. Die ist noch viel grausamer, als sie uns ohnehin gezeigt wird. Die Muslime werden nicht hart genug angegangen. Und aha, was ich hier mache, ist ein bisschen, Sadik tut es nicht, Sadik ist viel zu politisch korrekt, zu viel Etikette mit Gewalttätern. Ich habe gegenüber von Gewalttätern meine Freundlichkeit stark reduziert. Ich bin immer noch... Also bin ich ein Gewalttätiger? Ich habe nicht zu dir jetzt gesprochen. Aber wen nennst du denn als Gewalttätiger? Ich nenne Gewalttäter alle Menschen, die du angesprochen hast, zum Beispiel die, die hier respektlos sind, zu mir oder zu meinen Sprechern. Das sind aber alles Muslime. Was? Dann stellst du alle Muslime in einen Raum. Schau mal, Anna, schau mal. Ich, mit Respekt natürlich. Du, deine Mission hier ist 100%. Du versuchst dir eine Reichweite aufzubauen, indem du Hass verbreitest. Ihr habt keinen Respekt. Ihr müsst, wenn ihr diskutiert, müsst ihr mit der Sache mit Respekt angehen. Wie könnt ihr einfach Hass über den Islam verbreiten und noch darüber zu diskutieren, ohne dass ihr den Koran nicht gelesen habt? Wie geht das? Das geht doch gar nicht. Ja, Islam ist friedlich. Amo, ich muss den Islam nicht lesen. Ich bin keine Muslimin. Ich lebe in einem ich bin in einem nicht muslimischen Land. Wenn du mir mit deinem Islam die ganze Zeit hin und her wedelst, dann ist das auch Gewalt. Ich muss den Islam nicht lernen in Deutschland. Ich muss den Koran nicht lesen. Ich will mehr noch, dass ihr aufhört, mir mit eurem Islam hier anzutanzen. Ich drücke euch die Bibel auch nicht ins Gesicht. Ich sage dir nicht, dass du die Bibel nicht zu Ende gelesen hast. Ich sage dir nicht, dass du die Tora nicht gelesen hast. Aber du sagst mir komischerweise als Vorwurf, dass ich den Islam nicht gelernt habe, beziehungsweise irgendein Koran nicht gelesen habe. Wieso? Hast du ihn gelesen? Ich brauche es nicht. Ich will das nicht. Schau mal, Leute, nein, ich verstehe das nicht. Was passiert, wenn wir den Koran lesen? Was passiert? Ha? Was passiert? Was soll passieren? Was soll passieren? Ganz genau. Schau mal, ich rede nicht. Ich weiß, was du hören willst, Kian. Ich weiß, was du hören willst. Du willst von mir hören, dass ihr der Muslime werdet, aber darauf will ich nicht hinaus. Warum hast du den Koran gelesen? Du spielst auf was ein. Du willst aber lass mich doch ausreden, Kian. Wenn man den Koran liest, dann kriegen wir irgendwie eine Erleuchtung, dass der Islam eine schokoladenüberzogene, süße Religion ist. Darauf will ich nicht, nein, Kian, darauf will ich nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass wenn ihr über so ein Thema diskutiert, dass ihr auch ein gewisses Wissen herbeibringen müsst. Schau mal auf mein Profilbild.
Okay. Nein, Amo, ihr müsst euch anpassen. Nicht wir müssen uns Wissen aneignen. Ihr müsst euch Wissen aneignen. Ihr Muslime müsst euch anpassen. Und an wen anpassen? Andere müssen sich an euch anpassen. An ihr anpassen? Seid hier an neu zugewandert. Nicht wir. Wohin zugewandert? Nach diesem Kontinent. Schau mal, du stellst wieder alle Muslime in einen Tisch. Ich. Wir leben in Österreich, ich habe eine österreichische Staatsbürgerschaft, bin ein stolzer Österreicher. Amo, Opfer zu spielen. Du bist kein Opfer. Du bist hier reingekommen und hast mir gesagt, dass ich schuld daran bin, wenn mich Menschen beleidigen. Und jetzt spielst du eins auf Opfer, dass die Muslime so schlecht darstellen. Das habe ich nie gesagt, das ist eine Lüge. Doch, das hast du gesagt. Doch, das hast Amo, du gesagt. Anna, können wir konkret ihn fragen? Was willst du jetzt, Amo? Was möchtest du jetzt sagen? Möchtest du sagen, Islam ist eine ganz nette Religion und Kindermörder Israel, Kindermörder Israel. Kindermörder Israel, okay. Schau mal, das ist alles, gegen solche Menschen wie er. Guck mal, Amo, du hattest ich gebe ihm kein Recht. Menschen, der den Islam schlecht gestellt hat, eben, ja, in seinem Benehmen. Hast du was gesagt? Hast du was zu sagen zu diesem Menschen? Zu welchen? Zu dem, der gerade reingekommen ist? Ja. Also schau mal, solche Menschen, die sind leider durch die Medien rachsüchtig geworden, weil ihr baut Hass auf. Ihr baut Hass auf. Warum baut ihr Hass auf? Das dürft ihr nicht machen. Die Modo, Menschen, die kriegen so eine Rachsucht. Das ist unglaublich. Aber nenn uns einen Hass, den wir jetzt gerade eben gepredigt haben. Ein einziges. Nochmal bitte? Nenn uns ein einziges Hassgespräch, das wir hier geführt haben. Digga, wollt ihr mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ihr redet die ganze Zeit respektlos. Ich will Respekt verdient. Respekt verdient. Ich will wissen, wo haben wir Hass gesprochen? Wo war jetzt Hass? Ihr habt erstens Hass über Afghanistan gesprochen, der eine, der auf Afghanistan kam. Du hast über sein Land lustig gemacht. Du hast über Afghanistan lustig gemacht. Erstes. Zweites. Richtig. Ihr verbreitet. Was ist denn Afghanistan? Ein Land. Ist das ein Land, wo du gerne Urlaub machen würdest oder gerne mal also den Rest deines Lebens verbringen möchtest? Okay, hör mir zu. Ich war vor 2 Jahren in Afghanistan. Was die Menschen in die Medien stellen, warst du in Afghanistan, dass du so beurteilen kannst? Nein, warst du nicht. Moderne Schulen, die Frauen sind. Und warum fliehen dann Menschen aus Afghanistan nach Deutschland und nicht aus Deutschland nach Afghanistan? Das sind alles Medien, die ihr hört. Wenn ihr selber nicht in diesem Land seid, wie könnt ihr... Ihr seid Menschen, die den Medien vertrauen. Amo, vielen Dank. Kian, ich möchte nur ganz kurz, ich will dir nicht ins Wort fallen, ich will nur eine Sache sagen. Bullshit, falls jemanden kennt, der in den deutschen Behörden, Ausländerbehörden arbeitet, bitte, Amo hat euch jetzt deutlich gesagt, in Afghanistan ist alles viel besser, als die Medien darstellen. Das habe ich nicht mal gesagt. Bitte Grenzen zu Afghanen schließen. Es ist nicht so dort, wie die Medien darstellen. Die Menschen aus Afghanistan brauchen kein Asyl mehr hier in Deutschland. Amo war vor 2 Jahren dort, ist alles super dort. Schau mal, das ist eben der Hass, den du verbreitest. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich, ich habe doch, hast du gesagt. Du hast mich nicht ausreden lassen. Hättest du mich ausreden lassen, wären wir zu einem Punkt gekommen. Aber das tut ihr nicht. Denn ihr wollt immer in einem in Wort stehen. Die ganzen Kommentare, schaut mal euch die Kommentare an. 80% aus den Kommentaren sind einfach aus Hass. 80%. Warum wächst euch? Weil ihr das verbreitet. Ihr seid Fitnessstifter, ihr verbreitet Hass umeinander. Und ich kann nur eins empfehlen, solche Menschen wie euch. Anna, wenn du sagst, dass Afghaner Asyl sind und wieder in ihr Land zurückgehen und du bist eine Ukrainerin, dann kannst du, wie Menschen hier gesagt haben, dich als Bettler zurückgehen. Assalamu alaikum, das sind keine guten Menschen, trennt euch von ihnen. Aber Amo, du musst schon ziemlich auch selber zugeben, dass Afghanistan schon wirklich ein Scheißland ist und keiner dort leben möchte und alle versuchen dort zu fliehen. Das hat man ja gesehen, als die Taliban wieder zur Macht kamen. Die Leute haben versucht, auf die amerikanischen Flugzeuge zu springen. Die sind aus 100 Metern Höhe auf den Boden geklatscht und gestorben. Also ich meine, keiner will dort leben. Also Amo, ich meine, jetzt mal Real Talk, oder nicht? Als Bettler... Mal abgesehen davon, dass Afghanistan wirklich ein Shithole ist, wo wirklich nichts funktioniert, außer dass die Scharia dort wirklich eisern angewendet wird. Ansonsten ist das totaler Bullshit. Absolut, absolut. Ich hatte einmal in meinem Leben 2 afghanische Ärzte kennengelernt, mit denen habe ich zusammen gearbeitet.
Das waren wirklich, wirklich tolle Menschen. Die haben sich aber auch tatsächlich vom Islam irgendwie distanziert. Die hatten mich damals auf dem Flur erwischt, weil ich bin in der Zeit immer, ja, der Verrückte ist beten gegangen. Ich bin beten gegangen in der Mittagspause. Und die haben mich auf dem Flur gesehen mit meinem Gebetsbuch in der Hand. Das haben die in die Hand genommen und geküsst. Also die haben wirklich, wirklich so Respekt gezollt. Die fanden das YouTube total interessant. Die hatten sich von ihrem eigenen Religion distanziert. Der meinte auch selber, er würde am liebsten zum Judentum konvertieren. Also total wirklich gute, tolle Menschen. Aber selbst die sagten, das Land ist, wie du sagst, ich zitiere, ein absolutes Shithole halt, ne? Also eine absolute Katastrophe, in dem keiner leben möchte, wo alle abhauen, vor allen Dingen durch die Machtannahme. Aber Amo hat gesagt, das ist alles nur Medien, du lügst, Sadik, du bist, ja, du verbreitest Hass, Sadik, du verbreitest Hass. Afghanistan, ja, war tatsächlich schön, bevor dieser islamische Mist da nicht angefangen hat. So, Freiheit genau. Für Palästina, guten Abend. Du bist bestimmt für Israel, du bist bestimmt ein Zionist und liebst das Judentum, nicht wahr? Du kannst dich entstummen und gerne mit uns sprechen. Freiheit für Palästina. Free Palästin. Ah. Mashallah. nur das würde kommen. Jetzt kommt wieder Amo. Amo, der von uns gegangen ist, möchte noch. Lass mal. Amo, lassen wir. Dann kommt jetzt der Mann mit dem Namen Ali. Ali 47K. So, kommt jetzt zu uns. Ja, hallo, erstmal guten Tag, ne? Guten Abend, gute Nacht, ja. Guten Abend. Ja, ja. Oder guten Morgen bald. Ja, sehr witzig. Ich wollte einmal sagen, dass er einfach wirklich Müll labert. Ich habe noch nie so viel Müll gehört. Nicht so viel, ja? Das ist wirklich so krass, Mann. Und der über mir, der ältere Herr, der Rentner, der redet so viel Scheiße. Ja, zieh dem Islam nicht ins Dreck. Ja, okay, jetzt schieß mal los. Ja, sag ruhig. Und die Kommentare genauso. Ihr seid so dreckige Menschen, noch nie sowas gesehen. Ali, hast du gefasst? Wir waschen uns aber zweimal am Tag, morgens und abends. Ali, du weißt, dass du dein Ramadan nicht angenommen wird, ne, jetzt. Das sagt wer? Wer bist du denn, dass du das sagst? Ich bin Alas Frau. Ja, genau. Wer bist du denn, dass du mir sagst, mein Ramadan nicht angenommen wird, mein Fast nicht angenommen wird? Ja, weil du schlechte Gedanken hast. Und wenn du schlechte Gedanken hast, ich habe keine schlechten Gedanken. Von wie du wissen, Ramadan musst du ruhig bleiben. Du redest aber ist gar nichts. Sabr ist das Wichtigste. Ja, mach dich ruhig lustig. Am jüngsten Tag Sabr. Werden wir sehen. Sabr. Ich habe aber eine Frage gehabt. Trost, du mir wieder. Ui. Bin ich jetzt auch schuld daran? Guck mal, wie friedlich der Islam ist. Ihr seid alle super friedlich und freundlich. Ja. Inshallah. Alhamdulillah. Inshallah. Bismillah. Danke, Deutschland. Ich weiß gar nicht, ihr provoziert. Guck mal, gute Frage, ihr sagt, warum beleidigt ihr, aber ihr provoziert, ihr wollt das doch. Ihr wollt genau das, wollt ihr erreichen. Ja, genau. Wir machen uns über Low IQ. Digga, selber ruhig, du Rentner, auf zu reden, Mann, Digga. Was redest du, Rentner, eigentlich? Ali, schau mal. Ali, ich kann nicht mal reden, er redet. Ali, hör mal, ich glaube, das Problem ist, ich verstehe das, dass du dich provoziert fühlst, aber ich sage dir, ihr habt ein falsches Verständnis von Männlichkeit anerzogen bekommen. Richtig. Ein echter Mann ist derjenige, der seine Triebe unter Kontrolle hat und der sich trotz dieser ganzen Provokation unter Kontrolle hat und weiß, sich zu kontrollieren und sich vernünftig zu artikulieren. Naja, also es geht schon in die Richtung, dass du als sehr persönlich wirst und ich habe gar nicht angefangen. Wenn ich mal richtig anfange, dann alles gut. Dann erzähl mal, hol mal das Beste aus. Nein, mach ich nicht. Komm, du Rentner, ach, lach ruhig. Mach mal so richtig, so Kölner Ghetto-Man. Mach mal, ich schwöre, Alter. Zeig mal, was du drauf hast, Alter. Ich schwöre, Alter. Zeig mal. Warte mal, eine Frage. Ich finde das diskriminierend gegenüber Rentnern. Wieso diskriminierst du Rentner? Free wieso Rentner. Warum diskriminiert die Muslime, Alter? Aber was haben die Rentner getan? Ich als Rentner, ja, ich fühle mich nicht diskriminiert. Ein Arzt ist auf die Patienten nicht beleidigt.
komm, Alter. Gib mal das stärkste Argument, das du jetzt hast für deine Kultur, für deine Religion, für Palästina oder für sonst. Das stärkste Argument, Ali 47K. Das stärkste Argument ist La ilaha illallah. Allah? Ja. Allah, Bila. Okay. Mashallah. So kann das auch dein stärkstes Argument sein. Sollt ihr alle lachen. Alhamdulillah. Nenn mal das vollständige Kelime Shahada. Willst du die Shahada jetzt hören? Eventuell konvertiere ich zum Islam zurück. Gibst du mir ein Versprechen darauf? Ich gebe dir ein Versprechen darauf, dass ich eventuell zurückkomme. Nein, gib mir ein Versprechen darauf, dass du nicht mehr Scheiße laberst. Das geht nicht, das kann ich dir nicht. Ja, das glaube ich dir, dass es nicht geht, das glaube ich dir. Komm, sag mal die Kelime Shahada. Die Kelime was? Die Shahada. Ja, die Shahada sag ich. Eschadu anna la ilaha illallah wa eschadu anna Muhammad Rasulullah. Okay, damit bist du Muslim, aber ich nicht. Okay. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, auch nicht jemanden, der Allah heißt. Und ich bezeuge, dass Mohammed kein Prophet ist. Ey, du bist nicht witzig oder so, ne? Aber das ist auch mit witzig zu tun. Das ist meine ehrliche Position gegenüber dem Islam. Seit 30 Jahren getrennt ist mit jemandem, nicht mal einen Typen bekommt, Digga, weil die einfach hängen geblieben ist, Alter. Was, wie, wo, warum? Ich sage nur die Wahrheit. Ich glaube, dass es keinen Gott gibt, der Allah heißt. Und ich glaube, Ali, dass Mohammed kein Prophet ist. Hey, bitte, ist das Ali noch normal, Alter? Ali, kontrolliere deine Triebe. Was mache ich denn, Digga? Kontrolliere. Über wen hat Ali gerade gesprochen? Ich habe eine Frage. Ich kann Ali nicht verstehen. Da ist noch ein Ali, der gibt mir hier in den Kommentaren Anweisungen, was ich zu tun habe, weil Ali Kasim sich auch nicht kontrollieren kann. Er hat nicht mal ein bisschen Geduld. Ich kann mich nicht kontrollieren. Redest du über die Bibel? Nein, red ich nicht. Ali, kontrolliere deine Triebe. Und jetzt, Ali, meine Frage an dich, Ali 47. Was hast du gesagt, über 30 Jahre abhängt? Über wen hast du gerade gesprochen? Also erstmal lerne mal Deutsch, aber alles gut. Ich habe eine Frage. Hast du schon Deutsch gelernt? Ich kann auf jeden Fall Deutsch. Ich bin ja auch geboren, ich bin ja auch Deutscher. Und warum Deutsch lernen? Ja, aber Balla, Villa, du tust doch... Aber dein Deutsch ist schlechter als mein Deutsch, Ali. Rede mal Hochdeutsch. Rede mal ganz normales Deutsch, so wie ich. Ich bin auch hier. Nee, ich rede kein Rentnerdeutsch. Aber nicht ehrlich, ich bin hier geboren, Digga. Warum diskriminierst du Rentner? Diskriminiert ihr den Islam? Dein Vater ist eventuell schon Rentner. Also, ich mache das Digga, nicht. Fick deine Mutter, wie redest du, dreckiger Hundebengel, Digga? Da hast du dein wahres Gesicht gezeigt. Aber er kann nicht mal. Guck mal, wegen euch bekomme ich hier Sünden, die regt mich so auf. Ach, das war genau das, wir wollten. Jetzt ist dein Vater. Allah, inshallah. Ja, jetzt ist dein Fasten umsonst. Du wirst in Jehennem brennen zusammen mit allen anderen. Digga, wickst du auf Kinder ein, Digga, red nicht groß. Ali, warum diskriminierst du Rentner? Ich finde das voll. Ey, bitte, Mann. Was willst du die ganze Zeit von der Seite, Digga? Was ist los mit dir? Nicht von Seite, von unten. Eine Frage. Guck mal, das spricht richtig Deutsch. Alter, was? Ich würde an deiner Stelle aufpassen, wenn ich nach Hause gehe. Mr. Ali, Ramadan ist der Monat, wo man Sabr. Geduld üben muss, wo man Achlag und Adab lernen muss, okay? Und das ist der Monat, wo man den Versuchungen widersteht, wo man seine Zunge unter Kontrolle halten soll, wo Shaitan angebunden ist, damit du für einen Monat lang mal aufhören kannst, Kanake zu spielen. Und dann wenigstens nach einem Monat im Jahr verlangt Allah von dir, dass du aufhörst, dich wie so ein Ghetto-Kind zu benehmen. Und nicht mal das schaffst du. Wir sind vielleicht im zweiten oder dritten Fastentag und du benimmst dich trotzdem wie so ein Hinterwäldler. Das zeigt, dass deine Kultur stärker ist als der Einfluss des Islam. Leute, darf ich euch stören? Was willst du? Nee. Außer wenn du Rentner diskriminierst.
niemanden diskriminieren. Ich möchte gerne meine Meinung auch vorzeigen. Ja, Sava, leg los. Wir sind alle Menschen, ne? Oh, ich mag das nicht, wenn das so anfängt. Wir Juden sind keine Menschen. Okay. Ja, ja, wir haben alle zwei Beine. Weiter. Das ist eine sehr philosophische Erkenntnis. Okay, wir haben alle einen Gott. Nein, haben wir nein. Nicht. Nein, Allah ist der Listenschmied, wo Eva verführt hat im Garten. Mein Freund, warte. Nein, nein, du fängst schon falsch ich an. Ich möchte sagen, nur, wir haben eine. Warte mal, mein Freund. Du sagst, wir haben alle einen Gott. Das ist Schwachsinn. Es gibt 1,8 Milliarden Muslime. Wir haben 7 Millionen Menschen. Davon glauben 7 Milliarden Menschen. Davon glauben 5 Milliarden Menschen nicht an deinen Gott. Das heißt, wir haben 1,8 Milliarden Muslime und nicht alle haben den gleichen Gott. Okay? Nur mal so als Klarstellung. Weiter. Sava, kannst du einfach nur ohne dieses Geschwafel über wir sind eine, alle Menschen, dieses Gutmensch-Getue, mach mal den Mikro an, bitte, dieses Gutmensch-Getue einfach zur Seite legen, diese genau. Heuchlerei ist zum Kotzen. Sag, was du sagen willst. Okay, ja. dann sage ich so ein bisschen diskriminierter. Was sagst du? Diskriminierter, sage ich dir. Was ist denn Diskriminierung? Du meinst different. Das kommt von dem Wort Exkremente. Mein Freund, das die Wort. Glaube, die, ja. Nein, ich diskriminiere die Religion, die an den Menschen steht. Mein Freund, ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Und das sage ich nicht als Exkremente sprechen. Ja. Er wollte über Exkremente sprechen. Was? Diskriminieren meinst du? Mein Freund, kannst du das bitte in den Chat schreiben? Schreib mal in den Chat, was du sagen willst, damit ich weiß, was du meinst. Und wenn du sprichst, bitte sag einfach in ganz einfachen Worten, was du meinst. Du musst nicht sagen, ich sage das mit Exkrementen, Experimenten, Diskrementen, Alimenten und sonst was. Schreib mal bitte im Chat. Schreib mal bitte im Chat, Zaba oder wie du heißt. Schreib mal bitte im Chat, was du damit meinst. Differenzieren meint er. Richter schreibt, er meint differenzierter. Differenzierter. Er meint wahrscheinlich Diskriminierung wahrscheinlich meinte. Also die Hälfte denkt differenziert, die andere denkt. Es ist schwierig, mit jemandem zu reden. Ich diskriminiere niemanden. Du meinst, du diskriminierst. Aber die Sache. Danke, Sava, dass du da bist. Ich bin nicht die Einzige. Mein Gott, du doch. Mit Sprachfehler. Sava, wir sind zu der ersten philosophischen Erkenntnis gekommen, dass wir alle Menschen sind. Großartig. Also ich finde es gut, dass du endlich es geschafft hast. Sava, endlich bin ich nicht allein. So, endlich wir ist alle glauben auch nicht an, wir glauben auch alle nicht an Gott. Ich glaube nicht an Nein, Gott. Okay? Ich glaube nicht, dass ihr alle an den Gott denselben glaubt. Nein, ich glaube überhaupt nicht an irgendeinen Gott. Ich glaube Sava, nicht, was möchtest du sagen? Lass uns bitte Sava ansprechen. Sava, was möchtest Oder du? Wenn du nicht kannst, kannst du vielleicht Russisch sprechen. Die Hälfte von uns versteht. Nein, ich gehe nicht auf dann können wir übersetzen. Woher kommst du gewesen, mein Freund? Weil es sind auch die andere Kulturen drin, die mich auch nicht verstehen würden. Richtig. Ich werde übersetzen, kannst du auf Russisch sprechen. Nein, Isaac, bitte. Er kann Kultur doch Deutsch, bitte, Isaac. Ja, Deutsch, besser Deutsch. Ja, Sava, sag endlich, was du Sava, sagst. Sava, das ist ja Saveli Mikhailovich, ja? Sava, nein, lass ihn. Okay, ich möchte nicht auf die Provokation mich einführen lassen. Sag aber, endlich, was du sagen ist, willst. Ist so, was ist der Unterschied von Glaube und von Religion? Was bestimmt eure Religion? Es ist nicht das Thema, Glauben. Sava. Wir sind nicht in der Philosophiestunde. Sava, es ist die Sache von jedem einzelnen Mensch, die in, den Gedanken vorherbringt. Es gibt Glaube und es gibt auch
Tabak. Ich wollte nur Slavchik. Ich wollte mich nur entschuldigen. Ich wollte mich nur entschuldigen, dass ich über deine Anna, hol mal jemand anders. Das ist Quatsch. Aber es war also es war wirklich ein bisschen, also tut mir leid, ich entschuldige mich offiziell, dass ich gelacht habe, aber es war Sadik, du musst dich nicht alles entschuldigen. Sadik, ich auch. Manchmal wir haben jetzt auch einen Kandidaten, Ali Kazim. Guten Abend, was möchtest du uns gerne sagen? Salam alaikum. Ja, Shalom. Ja, was möchtest du uns sagen? Ich habe eine Frage an euch, jetzt an allen. Ich habe jetzt ein bisschen zugehört und das hat mich jetzt brennend auf meine Seele gedrückt. Habe ich gemerkt. Was ist das Problem der Islam in euren Augen? Oh nein. Was ist das Problem Gott in euren Augen? Gott kannst du glauben, wie du willst. Was die Probleme mit dem Islam betreffen, sind die Probleme mit dem Islam mannigfaltig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zweiklassengesellschaft der Frau, anti-jüdisch, anti-christlich, anti-ungläubig, gewalttätig, unmoralischer Prophet. Ex-Muslim, hast du den Koran überhaupt gelesen? Also ich würde sagen, wenn ich mich bist du wirklich nenne, bist du schau mal, warst du wirklich ein Muslim oder nimmst du dich nur Ex-Muslim? Schau mal, das ist mein Bild da oben. Das sind nicht wie bitte? Das sind nicht zwei fremde Leute da oben. Das bin ich vor und danach. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, dann schau dir das an. Das weiß ich ja nicht. Auf dem Bild steht auch mein Name. Ja, okay, ihr könnt jetzt sagen, dass es auch fake ist. Das ist alles schon gut. Ja, guck auf das aber Bild. Aber was hat dich dazu gebracht? Was hat dich dazu gebracht, dass du Gott leugnest? Wie stellst du dir vor, wie diese Welt überhaupt erschaffen worden ist, das Universum? Also, es gibt so viele Zeichen, es gibt so viele Zeichen im Koran, die man nicht leugnen kann, weil es keine andere Logik dafür gibt, dass es nicht stimmt. Ali Kasim, schau mal. Es ist mir völlig egal, ob du glaubst, dass das Spaghetti-Monster das Universum geschaffen hat oder mein Vater oder Allah oder Jehova oder Jesus. Es ist mir völlig egal. Es ist gar nicht das Thema. Wenn ich spreche, dann geht es für mich nur um den Koran. Du hast mich gefragt jetzt, was ist das Problem mit dem Islam? Und ich habe dir die Probleme genannt, oberflächlich. Wenn du tiefer einsteigen willst, ich glaube, das wollen wir den Zuschauern nicht antun. Aber doch, warum? Das interessiert doch die Zuschauer. Sure 65, wieso denn? Du kannst nur reden. Es tut mir leid, du kannst nur reden. Du kannst nur reden, aber du kannst keine Fakten schaffen. Du kannst keine Fakten schaffen, du kannst nur schlecht darüber reden. Ich habe dir drei Koranverse genannt. Du kannst dich da hinsetzen, aufschlagen und dann können wir eine Debatte darüber beginnen. Aber nur, wenn du dich akademisch, so wie ich mich mit dem Islam auseinandergesetzt habe, beginnen möchtest. Wenn du nur aus ich weiß Bauch ja nicht, welchen heraus, Islam du studiert hast oder gelernt hast der, oder dies, das, dass du so eine abwegige Meinung darüber hast. Oder willst du sagen, es gibt mehr als einen Islam? Was denkst du nach deiner Meinung nach, was in deinem Tod passiert, nach dem Leben? Nach meinem Tod ja? Liegen mindestens 2 Meter unter der Erde. Die Würmer und die Tiere werden eine große Party mit meinem Körper anfangen. Ja, und dann gibt's eine Party nach der anderen. Die werden essen, trinken und werden sagen, vielen Dank, Kian, dass du uns Essen gegeben hast. Ich werde zurück in den biologischen Kreislauf gehen. Ich werde wahrscheinlich zu Sternenstaub. Ja, das meiste davon geht in den Himmel. Und dann werde ich wahrscheinlich Teil des Universums. Das ist das, was ich glaube. Ich glaube nicht, ein Teil davon geht auch in den Himmel. So. Aber denkst du wirklich, dass deine Seele einfach so es gibt keine Seele. Bekommt? Nenne mir einen Beweis für die Seele. Ja, was denkst du, was passiert mit deiner Seele? Konzepte. Wohin geht deine Seele? Meinst du, deine Seele bleibt unten im Grab? Und das war's. Und mein Gehirn produziert Wörter und Gedanken. Aber es gibt nicht so etwas wie eine Seele. Das ist unsinnig. Es gibt keine Seele. Es gibt keine Seele. Naturwissenschaftlich betrachtet. Du sagst, es gibt wirklich keine Seele. Es gibt keine Seele. Es ist alles, Seele was, auf diese, alles was auf dieser Welt erschaffen worden ist, hat keine Seele. Ali Kasim, ich habe keine Sehnsucht. Nein, tu mir bitte den Gefallen und gib mir auf meine Frage eine Antwort. Eine Welt nach dieser Welt zu sprechen. Es ist mir völlig egal. Glaub daran. Meine Gründe, den Koran abzulehnen, sind ganz rationaler Natur. Und darüber könnte ich mit dir reden, warum es
Pädophilie im Koran gibt. Ich könnte dir sagen, warum der Koran zum Beispiel frauenfeindlich ist. Ich kann dir zum Beispiel sagen, warum der Koran nicht besonders nett zu Andersgläubigen ist. Ich könnte dir zum Beispiel sagen, warum der Koran sehr juden- und christenfeindlich ist. Ich könnte dir viele solche Dinge sagen, die du tut mir leid, Entschuldigung, dann hast du echt irgendwas ganz Falsches gelesen. Wo meine Seele hingeht, ob meine Seele irgendwo im Fußballclub eintritt oder ihr irgendwo am Tisch sitzt und mit Jungfrauen isst, es ist mir völlig egal. Das ist deine Sache und lass mir meine Sache. Aber also, ich als weißt Mensch du was, ganz ehrlich, das ist so, das ist auch so das typische Zionistendenken, ne? Sagen wir mal so. Ja, ich bin Ex-Muslim Zionist. Wo ist das Problem? Da interveniere ich ganz kurz, Ali. Ich zum Beispiel glaube sowohl an eine Seele. Ich glaube auch, dass wir danach, dass unsere Seele weitergeht. Ich glaube natürlich an das Judentum. Judentum ist auch Zionismus, ist ein und also letzten Endes ein und dasselbe. Die erste zionistische Organisation war eine religiöse zionistische Organisation. Ich glaube an die ganze Sache auch, aber was mich noch viel mehr interessiert, und das sollte dich auch viel mehr interessieren, ist nicht, was danach kommt, sondern was jetzt kommt, was heute, hier und jetzt sich auf diesem Planeten abspielt, wie du dich benimmst, wie wir uns benehmen, wie Sadek, jetzt mal ganz ehrlich, bei allem Respekt, jetzt, jetzt muss ich reinkrätschen, wenn ich sowas höre, ich muss mich wirklich zusammenreißen, ich möchte jetzt hier nicht was irgendwie, wirklich jetzt hier böse werden oder so. Was genau das hat Ding ist, das, Stopp, das, Ali, das Karim, ist was Ali, genau? Ali, warte mal. Ali, wir führen hier keine theologischen Gespräche über die Seele und all diese. Wir haben konkrete Vorwürfe gegen den Islam und wir haben konkrete Positionen zu Israel. Das ist das, was wir haben. Möchtest du über die Probleme im Islam sprechen, ohne auf Seele und jüngste Tag, wie kein Schwein beweisen Kian, kann? Oder Kian, du hast recht, ich ist es. Kian, aber ich möchte auch kurz noch dazwischen reden, ganz kurz. Ja, das nur. Anna, entschuldige. Anna, ich will nur kurz was, weil ich gehe gleich offline. Ich wollte nur noch fragen, Kian, du hast recht, das ist keine Plattform für eine religiöse Auseinandersetzung. Überhaupt nicht. Aber was mich dennoch scharf interessiert, was ihn genau an meinen sehr humanistischen Anschauungen, die ich gerade genannt habe, wie was hier und jetzt passiert in der Welt, wie wir uns verbessern können, wie wir Tikkun Olam, also wie wir bessere Menschen, eine bessere Welt erschaffen können, was genau stört dich an dieser These? Weil das Judentum ist eine biophile Religion, das heißt, wir lieben das Leben und wir lieben nicht den Märtyrertod, den würden wir uns wünschen, dass das nicht passiert. Wobei ich in vielen anderen Religionen sehe, dass es sich eher um eine nekrophile Religion handelt, weil es sich sehr, sehr viel danach abspielt, was passiert danach. Es geht um danach und um das Leben danach. Ich sterbe für meine Religion. Ich sage, nein, ich lebe für meine Religion. Ich will leben. Also mein Glaube lehrt mich das Leben. Und was genau hat dich daran getriggert? Das finde ich ziemlich kurios. Also wenn er nochmal ganz kurz drauf an... Okay, jetzt ist er weg. Okay, alles klar. Okay, dann hat sich meine Frage natürlich erledigt. Wir sind völlig überflüssig, ich habe absolute Allergie. Ich habe meine Frage beendet. Für mich gibt's keinen Gott, keine Seele, kein Leben nach dem Tod. Interessiert mich alles nicht. Und ich will mich von anderen Leuten nicht hören. Für mich ist ausschlaggebend, dass die muslimischen Männer, die hier hochkommen, sich zum größten Teil nicht benehmen können, und aggressiv sind, manchmal passiv-aggressiv, was aber im Endeffekt zur aktiven Aggressivität rübergeht, dass sie jedes Mal ein Problem haben mit respektvollem Miteinander, aber von anderen immer Respekt verlangen. Und dass wenn denen die Argumente fehlen, kommt immer etwas oder fast immer über die Juden. Jetzt hat Ali hier gesagt, er hat mit Kian gesprochen und am Ende gesagt, ja, aber das ist typisch so für Zionisten. Genau. Aber das hat mit Zionismus nichts zu tun, denn Ali sprach über Theologie und über Sinn des Lebens, also eigentlich über Philosophie, Ethik, Religion, über verschiedene Themen, die mit Zionismus gar nichts zu tun haben. Und das ist der Punkt. Muslime glauben, dass andere Menschen was gegen sie haben, aber in Wirklichkeit seid ihr diejenigen, die Feindlichkeit ausstoßt. Ihr seid die Angreifer. Ihr seid die Respektlosen und deswegen, wegen eurer Aggression, müssen sich Menschen vor euch schützen. Und wenn Menschen sich vor euch
schützen, dann sagt ihr, ihr seid die Opfer und jetzt könnt ihr zuschlagen. Ihr müsst quasi zuschlagen, ja, weil die anderen sind ja alle gegen euch. Aber niemand ist gegen euch. Niemand hat was über Muslime gesagt, den Islam, den Koran, den Allah, gar nichts. Wieso kam das jetzt plötzlich mit Zionisten, dieses Abwertende, weiß nur Ali und seine Gleichgesinnten. Und das ist jedes Mal so. Deswegen, das, was euch als Hass gegen Muslime vorkommt, ist überhaupt kein Hass. Es ist der Hass in euch, der euch so wütend macht und ihr versucht es auf andere zu verlegen. Und Israel ist kein Terrorstaat. Terroristen sind aus Gaza gekommen und bekommen jetzt eins auf die Nuss. Ich hoffe, bald härter als bis jetzt. Und Sadik, ich möchte, inshallah, zu dir eins sagen. Ich hoffe, ich bete, ich sehe eines Tages einen weniger süßen, netten Sadik gegenüber solchen, ja, solchen aggressiven. Also, ich würde sagen, ich bin Anna, kein ich wollte mich nur verabschieden, Kian und Anna und auch ich bin's und kurz mein Abschluss. Ich will nur kurz meinen Abschiedssatz sagen. Ich bin nicht unbedingt, ich sehe mich nicht als politisch korrekt, sondern ich versuche, das ist meine Art, diese Menschen auf eine andere, auf einer anderen Ebene zu erreichen. Jeder hat so seinen. Ich bevorzuge diesen Weg, wobei es auch nicht immer klappt. Auf jeden Fall, ich brauche jetzt meinen Zionistenschlaf. Ich muss neue Pläne entwickeln, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Inshallah. Ich wünsche euch einen guten Nacht. Ja, gute Nacht, dann Sadik. Alhamdulillah, Sadik. Gute Nacht, Laila Tov. Also, wir könnten zwei Leute, schlage ich vor. Mehreban kann gerne hochkommen. Das ist eine Frau mit Hijab. Vielleicht kommt sie hoch und wir können eine... Warte mal, wer ist Mehreban? Ich habe hier... Ich habe hier nur Boy, Patron, Nasser, Sava, Angel und Amo. Welche Mehreban siehst du da? Nein, nein, ich habe gesagt, sie könnte hochkommen. Es wäre nicht schlecht, wenn sie hochgekommen ist, aber die hat schon gesagt, sie arbeitet. Ich habe sie eingeladen. Ja, sie kann nicht hochkommen. Ist alles okay. Sie kann hochkommen, aber sie lehnt es ab. Ja, ja, sie arbeitet. Sie sagt, sie arbeitet. Deswegen sie arbeitet, ja. Okay. Aber so kurz gesagt, Kian und Anna, ja, Wir lieben das, sag ich mal, hier sein, also dieses Leben, und die lieben ja das andere Leben, jenseits, ja? Das ist ja das Problem. Ja, ja. Wir lieben auch unsere Kinder und wir lieben auch unsere Umgebung und wir sind auch keine Psychopathen. Für mich gibt es keine, für mich gibt es einfach keinen Sinn, wenn ich in einem Zustand wäre, wie die Menschen in Gaza, ich wäre entsetzt, wenn ich am 7. Oktober gesehen hätte, was meine Landsleute veranstalten. Und ich würde sofort meine Kinder packen und weglaufen, bevor es zu der Militäroperation kommt. Weil es wäre klar, dass das, was die Hamas und die Anhänger der Hamas den Menschen in Gaza antun, nicht nur denen in Israel, sondern dass die Menschen in Gaza, die nicht die Hamas unterstützen, dass sie denen wirklich etwas Schreckliches antun. Und Israel muss natürlich sehr viel härter vorgehen, als es jetzt tut. Israel wird gehindert, ordentlich zu handeln. Deswegen mache ich ja diese Streams, um öffentliche Meinung ein bisschen zu säubern, um aufzuklären, damit Menschen einfach kapieren, was da wirklich vor sich geht. Und damit auch in Deutschland es endlich zu einer Remigration kommt, zu einer Restrukturierung und damit sowas wie ein Bundeskanzler und Außenministerin, die zum Ramadan gratulieren, während die Muslime auf den Straßen von Deutschland das Ausrotten der Juden feiern, dass das nie wieder passiert. Ja. Okay, dann lad mal jetzt wieder welche hoch. Wir haben 6 Leute hier. Komischerweise kann ich niemanden hochholen. Warum? Du bist doch heute... Ja, ich kann nicht. Wenn jedes Mal, wenn ich draufklicke, kommt mein eigenes Bild. Das ist wieder so ein Bug hier in dem TikTok-Scheiß hier. Ja, es ist tatsächlich ein Bug. Wen soll... Du hast jetzt Boy Patron hochgeholt. Ja? Ich habe niemanden hochgeholt.
Hallo? Dann nehmen wir noch Nasser Zimbaş. Der hat ja schon, der ist der Dönerverkäufer. Hallo, könnt ihr mich hören? Das ist der Dönerverkäufer. Sollen wir ihn wegmachen? Ich kann euch auf jeden Fall nicht hören. Ja, ja, der, mach ihn weg, mach Warte, ihn weg. Ich bin raus. Der meinte hier, hast du schon einen Döner verkauft? Mhm. Jetzt haben wir Nasser Zimbaş mit einer ISIS-Flagge, glaube ich, drauf. Guten Abend, gute Nacht. Guten was Abend, wünsche ich sagen? Euch auch ein. Na, viel sagen möchte ich gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen was fragen, weil ich habe ja nicht so viel Ahnung. Ihr seid da sehr gut belesen. Was ist denn der Zionismus? Der Zionist. Ich habe das heute schon 10-mal erklärt. Na gut, ich habe es nur oder jetzt. Du, Kian, das oder ist ja du, ich weiß es nicht. Kian, du oder ich? Okay, Kian ja, ist beschäftigt, dann mache ich das zum 10-mal. Ich bin hier. Kannst du das erklären? Ich habe einfach mir den Mund... Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich sehr gut. Hören mich alle im Chat auch? Weil eben gerade hast du gesagt, ich höre dich nicht, aber ich war doch die ganze Zeit da. Dein Bild war weg. Nein, wir hören dich, Kian. Okay, alles klar. Also, die Antwort auf den Zionismus ist ganz, ganz, ganz simpel. Der Zionismus wurde geschaffen als eine politische und nicht als eine religiöse Idee, dass die Juden einen sicheren Hafen zu geben, wo sie sich vor dem weltlichen und dem religiösen Antisemitismus schützen können. Das ist das ganze Konzept des Zionismus. Die Rückkehr in das Land ihrer Vorväter. Das ist Zionismus. Zionismus ist keine Illuminati-Freimaurerbewegung, die die Welt kontrolliert. Es ist eine rein jüdische Bewegung, die darauf abzielt, die Juden aus der Diaspora zu sammeln, um sie nach Israel zu bringen, damit sie dort nicht mehr vor dem internationalen Antisemitismus gejagt werden können. Also ist das eigentlich eher eine Ideologie als ein Politikum? Es ist eine politische Bewegung. Mehr ist es nicht. Es ist keine Weltverschwörungsideologie, wie die Muslime aufgebaut haben und die Nazis und weiß der Geier, wer sie alle sind. Ja gut, ich weiß nur, dass der dass damals in Palästina in dem 19. Jahrhundert, ich will gar nicht so weit reingehen, dass es da Juden gegeben hat und Palästinenser zusammen gelebt haben. Und eigentlich gar keine Probleme hatten, bis der Zionismus gekommen ist. Also soweit ich informiert bin, ab dem 19. Jahrhundert oder das vielmehr. Das ist absolut falsch. Das ist von falsch. Wem weißt dann, du das? Warte mal, dann. Ich habe das nur gelesen. Es gibt ja diesen Herzl, glaube ich, heißt er, der jüdische Schriftsteller oder was er auch war. Der hat ja das Buch geschrieben, Zionismus. Und ich glaube nur, dass es der Rothschild gut gefallen hat, diese Ideologie oder diese politische Ideologie doch auszuarbeiten und das dann in heutigen Israel zu propagieren. Und danach kam, weil es aber für einen Staat aufzurufen zu wenig Israelis damals gegeben hat, ist wirklich so gewesen, muss man halt mehr Juden reinbringen. Und dann ist man ja auch rübergegangen nach Marokko, weil da jede Menge Juden gelebt haben. Ich glaube, heute immer noch, wenn ich mich nicht ganz irre. Und hat man sie dann auch rüber, ich will nicht sagen gekauft, aber zumindest hat man sie eingeladen nach dem heutigen Israel. Und das ging dann immer so weiter bis zum 19. Und dann kam doch, soweit ich mich dann noch erinnere an dieser Geschichte, dass ganz viele Juden damals aus dem Ostblock, ihr könnt mich natürlich verbessern, wenn es natürlich nicht stimmt, ganz viele Juden aus dem Ostblock, wie es aus Russland, Polen, Ukraine, Slowakei, Tschechoslowakei oder was das auch alles war, sind dann rübergegangen, hat man auch eingeladen nach Israel und damals hatten, bitte auch mich verbessern, damals hatten ja die Engländer das Mandat dort gehabt. Und ich frage mich, warum haben damals dann die Engländer die ganzen Schiffe, die da, wo die ganzen Juden drauf waren, bombardiert? Warum hat man das da gemacht? Warum wollte man die nicht in Palästina einreisen lassen? Warum nicht? Also schau mal, um ein Gespräch aufzubauen, kann man nicht 10 Fragen stellen, das ist zu viel. Ach so, okay, Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich natürlich. Also, ja, tut mir leid. Du hast jetzt einfach einen riesengroßen Fluss
an Unsinn ausgesprochen. Okay. Okay. Das ist jetzt nicht gegen dich. Ich weiß, dass es diesen Unsinn dass dieser Unsinn in der muslimischen Community verbreitet ist. Okay. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kian, wo beginnen wir? Also, zunächst einmal ganz, ganz eindeutig. Theodor Herzl hat verstanden. Ach, Theodor Herzl, danke, ja genau. Theodor Herzl ist nicht der Erfinder des Zionismus, das geht sogar etwas weiter zurück. Es ist Theodor Herzl, hat das Konzept aufgegriffen. Warum ist Theodor Herzl nicht 200 Jahre früher gekommen? Warum gab es einen Theodor Herzl zu der Zeit zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert? Theodor Herzl hat gesehen, dass in der Gestaltung der Nationalstaaten in Europa die Völker, die dort leben, sich langsam gegen die jüdische Bewohner ihrer Länder gerichtet hat, besonders in Frankreich, aber auch in der kommunistischen in Deutschland und so weiter und so fort. Überall entfachte der Nationalismus und der Nationalismus grenzte die jüdische Bevölkerung dort aus. Theodor Herzl hat verstanden, dass es Zeit wird, die Juden aus der Diaspora herauszuholen. Die Juden verstanden sich selbst immer als Gastvolk in dem Land, in dem sie leben. Und Theodor Herzl war der Architekt einer Bewegung, die nichts weiter versucht hat, um die Juden aus der Diaspora wieder zurückzuholen, weil in der jüdischen Erzählung Jerusalem und Israel immer ein fester Bestandteil der jüdischen Identität war. Und deswegen haben die Juden in ihrer Diaspora, in ihrer 2000 Jahre alten Diaspora, immer wieder mit einem Auge Richtung dem geliebten Land Judäa geschaut, weil sie immer Sehnsucht gehabt haben. Deswegen war ein berühmter Abschiedsgruß der Juden: Morgen sehen wir uns in Jerusalem, 2000 Jahre lang gang und gäbe. Und Theodor Herzl hat das Konzept einfach nur umgesetzt. Er hat gesehen, jetzt wird es höchste Zeit, die Juden rauszuholen, denn es gab mehr und mehr und mehr Pogrome. Vom Mittelalter ab stiegen die Pogrome systematisch an und in der Moderne, als die Nationalstaaten nach der Französischen Revolution gegründet worden sind, hat Theodor Herzl erkannt, es wird höchste Zeit, die Juden aus diesem Chaos der Nationalstaatenbildung in Europa herauszuholen und ihnen eine geistige und körperliche Heimat zu geben. Und dafür hat er sich die Region ausgesucht, mit der die Juden 3000 Jahre Geschichte haben. Fertig. Okay. So, und jetzt leben dort ja eigentlich mehr europäische Juden, nach meiner Ansicht, als arabische Juden. Oder sehe ich das falsch? Erst einmal europäische Juden sind Juden. Sie sind, sie kommen wie Anna aus der Ukraine oder sie kommen aus anderen Regionen. Sie kommen aus Aserbaidschan, wie unseren Amir, den wir oft hier drin haben. Aber die Tatsache, dass sie Juden sind, negiert die Sache nicht, weil die Juden sind nicht nur Religionsgemeinschaft, sondern sie sind auch Volk. Das ist eine große Unterscheidung. Ja, genau. Ja, genau, und deswegen haben Juden aller Couleur das Recht, nach ins gelobte Land oder in ihre geistige und physische Heimat Israel zurückzukehren. Ja, genau, das habe ich auch nicht angeprangert, ne? Das habe ich auch nicht stigmatisiert, dass sie das nicht dürfen, sondern es ist jetzt nur eine Tatsache, dass die das, was jetzt in Israel lebt, ja, das sind ja europäische Juden, das sind ja nicht mehr die Urjuden, die damals gelebt haben. Oder die Juden in Europa gelebt haben. Genau, aber nicht die Juden, aber sind nicht mehr die Juden, die damals schon in Palästina gelebt haben, also die arabischen Juden. Doch, das sind die Nachkommen dessen, die dort immer gelebt haben. Das sind die Nachkommen. Die von Nachkommen 200.000 von den Juden, die aus Judäa kommen. Judäa ist ganz das, was als Palästina heute genannt wird. Palästina ist ein künstlicher Name. Es ist alles Judäa. Es ist das Land der Juden, wie du das an dem Wort merken kannst. Ja, es ist das Land, wo die Juden herkommen. Und die haben dort immer gelebt. Und als ein Teil der Juden ist dort geblieben, ein anderer Teil
wurde verjagt und die Juden genau. haben immer gebetet, dass die nach Israel, ja. es gab Gebete im Judentum, dass die nach Israel zurückkommen, dass das Söhne Israel sind. Israel war immer, egal wo Juden gelebt haben, ein Teil ihres Lebens und das sind Richtig. Nachkommen von den Juden, die aus Judäa kommen, aus diesem Land, während die okay. Araber, die Muslime tatsächlich nach Judäa von woanders gekommen sind. Das sind Menschen, die da nicht wirklich zu Hause waren. Das sind Neuankömmlinge. Und viele der Araber sind erst dann in das Gebiet Palästina gekommen, als mehr und mehr Juden nach Palästina in, unter britischem Mandat gekommen sind und auch danach. Denn Juden haben dort für Arbeitsplätze, also auch für Geld gesorgt. Und so sind mehr und mehr Araber dorthin gezogen. Die Araber sind dort nicht einfach so aufgetaucht, sondern so wie überall auf der Welt, nur also weil alles sie Geld gesucht haben, was sie wieder mal nicht hatten. Und die Juden aber waren dort immer zu Hause. Ich hoffe, das ist diesmal irgendjemandem klar. Okay, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, heißt es ja, es waren schon immer Juden dort und die Palästinenser oder die Araber, die du jetzt so bezeichnest, die Araber, das sind ja also quasi die Asylbewerber oder Flüchtlinge, die damals Fremden, hingekommen sind. Das sind die Fremden, genau. Das sind ja die Fremden, die damals aus dem ganzen Umkreis von, aus dem arabischen Umkreis, was da umzingelt ist, sind dann da hingezogen, weil es da Geld gab. Okay, dann ist ja dann war ja das, was ich ja damals gelernt habe, da komplett falsch. Ja, also in meiner Schule hat man mir ja dann echt ganz falsche Sachen beigebracht. In der Schule hat man dir das nicht beigebracht, was du gesagt hast. Nee, das hat mir, das hat mir mit irgendein Araber erzählt. Okay, belassen wir das mal so. Da waren schon immer mehr Juden da als Palästinenser oder Araber. Okay, dann 1948. Dann ging es ja immer weiter, es wurden ja immer mehr Araber, und da mussten sich ja die Juden dann irgendwann mal, oder vielmehr die Israelis mussten sich ja dann wehren. Und dann gab es die Haganah. Warum gab es dann die Haganah, die Terroristen, die ersten Terroristen in Israel? Wozu gab es die dann? Kann ich dir aber antworten. Das ist schön. Das ist also erst einmal die Haganah. Das Wort Haganah bedeutet Verteidigung. Die Haganah hat sich aus zwei Gründen gebildet. Erstens, weil die arabischen Aufstände gegen die jüdischen neu eintreffenden Siedler immer stärker wurden mit Pogrome, wie zum Beispiel 1929 in Hebron. Da haben dann die Araber jüdische Siedlungen überfallen und die Juden dort umgebracht. Zweitens, die Haganah hat die britische Mandatsregierung bekämpft, weil die Briten angefangen haben, die Schiffe, die aus Europa gekommen sind, mit den flüchtenden Juden am Hafen von Haifa und Gaza zu stoppen. Und die jüdischen, die Haganah hat alles getan, um diese Juden zu retten. Und deswegen haben sie später auch Anschläge auf die britische Mandatsregierung verübt, damit sie Druck ausüben und die Juden ins Land lassen. Das war die höchste Priorität bei der Haganah. Genau, und da, aber wir beide sind uns doch jetzt einig, dass die damals als Terroristen, wie soll ich das jetzt sagen, stigmatisiert, ist das in Ordnung für dich? Nochmal? Die Haganah, also die Haganah waren ja Terroristen. Für die Briten waren das ja Terroristen. Selbstverständlich waren das in den Augen der damaligen Mandatsregierung, waren sie Terroristen, ja. Ja, genau. So, und heute ist ja und jetzt gibt es ja keine Haganah mehr. Heute ist es ja die IDF. Heute sind das aus der Haganah. Nein, ja, klar. Ich bitte dich. Also ich frage ja nur. Weißt du, da sind ja nur Fragen. Jetzt gucke ich mir mal dein Profil ein bisschen an. Gerne. Jetzt ist interessant. Jetzt möchtest du tatsächlich eine Verbindung zwischen Haganah und IDF aufbauen. Das war sehr clever. Mhm. Ja, okay. Das war sehr clever. Mhm. Erstens, die israelische Armee IDF ist eine feste Institution des legalen Staates Israel. Die Haganah existiert nicht mehr. Und die Haganah ist aus der Haganah ist auch nicht
die IDF entstanden, ja, sondern es gab eine Vorstufe der IDF und das war einfach nur der israelische Armeedienst, der daraus entstanden ist. Und dann später entstand die IDF, die Israel Defense Force. Aber mit der Haganah, mit der traditionellen Haganah, hatte die israelische Armee nichts mehr zu tun. Ja, auch weil okay. Ja, okay. Okay, die Haganah wurde eine private Organisation und hatte nichts mehr mit dem Staat Israel zu tun. Die Haganah wurde nicht übernommen von Israel. Nee, okay, das ist deine Aussage, ist alles in Ordnung, komme ich auch gut mit klar. Und ich frage jetzt, meine Frage jetzt nochmal in dieser ganzen Runde ist, warum wird eigentlich dieser Krieg, was da jetzt gerade ist, warum wird das eigentlich als Glaubenskrieg dahingestellt? Weil ich das nicht verstehe. Es ist ein Glaubenskrieg. Es ist ein Glaubenskrieg, weil der Palästinenser oder ihr sagt ja lieber eher die Araber, was gegen die Juden haben. Es ist ein Glaubenskrieg seitens des Islam gegen das Judentum. Es ist eine alte Abrechnung mit den Juden. Es ist eine islamische Abrechnung mit dem Judentum. Das erklärt auch, warum Muslime auf der ganzen Welt, egal welcher Ethnie und Rasse sie angehören, alle vereint sind im Kampf gegen Israel. Nicht, weil sie für das arme palästinensische Volk sind, weil sie ihren historischen Judenhass aktiviert haben und den jetzt auf die Juden in Israel loslassen. Okay. Hat denn ein Araber oder ein Moslem oder irgendjemand von unserem Glauben jetzt her, nehmen wir jetzt einfach Marokko, weil mir das einfach viel näher liegt, hat irgendeiner in Marokko 6 Millionen Juden damals umgebracht. Egal wo. Im Irak, im Iran oder wo auch immer. Wie viele Juden? Ja, die waren beteiligt in die dunkle Zeit mit Hanscha-Brigade SS, Al-Hussein, waren beteiligt. Ja, klar, ich weiß, dass da gab es muslimische SS, ich weiß, das ist richtig. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich verstehe jetzt nicht, wieso du den Faschismus der Deutschen jetzt nimmst und eine Parallele ziehst zu dem klassischen islamischen Antisemitismus. Der Koran hat 5-mal so viel antisemitischen Text, wie Hitler in seinem Buch Mein Kampf geschrieben hat. 5-mal so viel. Hitler hat nie in seinem Buch Mein Kampf die Juden als Affen und Schweine bezeichnet. Aber der Koran erwähnt die Juden als Affen und Schweine. Hitler hat diese Rhetorik benutzt. Nicht mal. Und dann kommst du und pickst du die deutsche Geschichte heraus und fügst sie irgendwie da ein. Was hat jetzt die deutsche Auslöschung, die systematische Auslöschung des jüdischen Volkes auf deutschem oder europäischem Boden mit dem Konflikt in Palästina zu tun? Der Theodor Herzl kam ungefähr 70 Jahre vor dem Holocaust. Die Idee des Zionismus wurde völlig unabhängig vom Holocaust geboren. Richtig, das stimmt. Deswegen möchte ich dir jetzt im Holocaust. Mag ich dir auch gerne erzählen, weil es heißt ja immer, die Moslems haben ja immer die Juden gehasst und immer getötet und immer gejagt und gemacht und getan. Das ist historisch. Und das fehlt mir. Das ist historisch belegt. Gut, aber da fehlen mir einfach die Daten einfach für. Mir fehlen einfach die Geschichte dafür, weil ich sage es gerne noch einmal. Ich kann dir auf Anhieb 10 Massaker nennen. In der Geschichte des Islam. Von Marokko bis zu den Safaviden, bis zu Tiberias, bis zu den marokkanischen Fessunruhen, den Palästinaufständen, die Pogrome von Libyen, das Tripolo-Pogrom gegen die Juden. Ich kann dir die Ausschreitung in Allahabad in Pakistan nennen. Ich kann dir unheimlich viele Massaker, wo Muslime auf Juden losgegangen sind und faktisch ihre Identität ausgelöscht haben. Richtig. Das werde ich dir auch nicht absprechen, weil ich, weißt du, du weißt ja selber, es geht von einem Argument zum anderen Argument, von einem Argument zum anderen Argument. Ich will mich da gar nicht so mit dir wirklich nicht streiten, Kian. Das ist, nicht du bist streiten, da in unterhalten uns nur. Nein, wir haben jetzt einfach nur eine schöne Unterhaltung, haben wir jetzt hier, Kian. Du bist da in der Sache, bist du ja sehr gut belesen und alles das. Nur mir geht's, ich wollte dir nur sagen, warum ich das jetzt mit dieser Geschichte von den
von dem hässlichen Österreicher. Jetzt hier ein bisschen. Das stimmt, ja. Ja, es geht mir nur darum, dass ich weiß zum Beispiel aus Marokko. Da haben wirklich die Moslems mit den Juden sehr gut miteinander gelebt. Wirklich, das stimmt nicht. Ich weiß es. Da, warte mal ganz kurz, weil meine Frau kommt aus Marokko. Ja, meine Frau kommt aus Marokko, sie hat auch da unten studiert, sie ist auch Anwältin. Und wir haben auch gemeinsam die Geschichte, haben wir ja auch mal zusammen aufgerollt, weil ich war ja unten auch in Marokko, wir haben das angeguckt. Es gibt da immer noch sehr viele Synagogen, es gibt da immer noch sehr viele Geschichten, es gibt immer noch Juden, die da leben. Das ist und nur wir haben uns 1000 Juden, 1000 Juden, die von Hunderten von Tausend geblieben sind. Mhm. So gut haben sie das gelebt. Ja, wahrscheinlich. Kian, was wolltest du? Weil ich habe dich jetzt auch nicht verstanden. Das ist nur so, weil der gegenwärtige König von Marokko alles ja, auch vor hat, dem Marokko. Um die jüdische Enklave in Marokko zu bauen. Und weißt du warum, was sein Hauptgrund war? Bitte. Die Juden in Marokko sind unglaublich geschäftstüchtig und fleißig. Und sie haben das Business belebt in Marokko. Und der König von Marokko hat erkannt, dass die Juden eine Bereicherung für sein Land sind. Und deswegen hat er viele Gesetze auf den Weg gebracht, die gegenüber anderen nordafrikanischen Staaten oder arabischen Staaten oder islamischen Staaten sehr progressiv erscheinen. Die Tatsache, dass heute vielleicht noch 2000 Juden von ehemals 144.000 Juden nur noch in Marokko leben, zeigt, dass die islamische Kultur systematisch und sagt nicht, dass die Marokkaner gegangen sind, nachdem der Staat Israel gegründet ist und die Marokkaner dann alle schlagartig nach Israel gegangen sind. Die Marokkaner haben Geld. Ich spreche jetzt. Die Marokkaner haben Geld von Juden verlangt, damit sie ausreisen können. Die Marokkaner haben die Juden genauso verfolgt und unterdrückt wie alle anderen muslimischen Staaten, weshalb die Juden davon geträumt haben, dass es endlich ein Israel gibt, wo sie einfach nach Hause gehen, wo sie nicht dafür verfolgt werden, dass sie Juden sind. Genau. Und darauf, das ist ja das, was ich schon am Anfang gesagt habe, dass es in Marokko viele Juden gab und als der Zionismus, die Ideologie dann aufgebaut worden ist, sind ja viele nach Marokko gekommen, viele, ich sag jetzt einfach Juden oder vielmehr Zionisten hin und haben dann die Juden, die da leben, eingeladen, dort nach Hause zu kommen und da sind natürlich viele mitgegangen. Nicht, weil sie rausgejagt worden sind. Als dann Anschläge auch in Marokko gemacht worden sind, weil einige Juden nicht weg wollten, weil sie da bleiben wollen, die sind ja da geboren, da gibt es ihre Geschichte, da sind ihre Omas, Opas, Uropas, alles geboren dort, wollten ja nicht mit, dann gab es da auch Anschläge. Natürlich, sage ich jetzt auch mit dem gleichen Atemzug, sind auch viele Marokkaner auch auf die Juden, die da leben, auch losgegangen. Da haben sich aber auch genug Marokkaner auch davor gestellt und gesagt, hier, was macht er mit unseren Brüdern und Schwestern? Weil die haben sich immer sehr gut verstanden, bevor der Zionismus überhaupt gekommen ist. Das war so in Marokko, so kenne ich die Geschichte. Ja, Nasser, es ist teilweise richtig, was du sagst, aber dass sich die Marokkaner schützend vor den Juden gestellt haben, ist so faktisch nicht historisch beweisbar. Nach dem Palästinenserkrieg 47 bis 49, ja, ganz besonders 48, als die fünf arabischen Staaten auf Israel losgegangen sind. Und in den Konflikten der 1950er Jahren kam es in den nächsten Jahrzehnten zu Wellen marokkanisch-jüdischer Auswanderung nach Israel. Und zwar wanderten die marokkanischen Juden aus ganz vielen verschiedenen Gründen aus. Einige waren aus religiösen Gründen, andere sind aus Angst vor Verfolgung und andere sind wegen besserer wirtschaftlicher Aussichten aus dem postkolonialen Marokko ausgewandert. Aber mit jedem arabisch-israelischen Krieg haben die Spannungen zwischen muslimischen Arabern und Juden in der arabischen Welt zugenommen, was zu einer stärkeren Auswanderung marokkanischer und arabischer Juden geführt hat, weil die Juden permanent Angst gehabt haben, dass sie in diesem Konflikt die ersten Opfer sein werden. Und das war der Hauptgrund der letzten, würde ich sagen, der letzten 70 Jahre vieler Juden, die gegangen sind. Die sind freiwillig nach Israel gegangen, weil sie Angst hatten, dass sie dann von den Arabern abgeschlachtet werden. Ich muss aber auch, ich will auch zum Ende kommen, ich will euch doch gar nicht lange stören. Kein Problem. Alles gut. Aber jetzt will ich ein bisschen provokant werden.
verzeiht mir das so, wie es ist. Ich finde dieser ganze Krieg, was da ist, ja, ich finde das, es ist Rassismus. Es ist Rassismus. Da werden Leute, Menschen geschlachtet und massakriert. Am 7. Oktober war das so, genau. Ja, ja, genau. Ich war die ganze Zeit in einem israelischen Telegram-Gruppe und ich habe die ganzen Bilder da gesehen. Ich habe wirklich da die ganzen Bilder gesehen und wie sich darüber lustig gemacht wird über die Leichen der Menschen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ob das nun israelische oder palästinensische sind. Das wissen wir alle. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ich finde das nicht schön, sage ich dir ganz ehrlich, weil es sind Menschen. Ob es am 7.10., es sind Menschen gestorben, ja, sind Menschen gestorben, finde ich genauso schrecklich, genau wie das jetzt auch. Ich finde das genauso schrecklich. Es war ein Blutbad an 1400 Menschen. Es war ein Blutbad, auf beiden Seiten ist es Blutbad. Nein, es ist nicht auf beiden Seiten. In der Ukraine ist es genauso. Entschuldigung, Nasser. Ja, bitte. Bitte. Du musst bei den Fakten bleiben. Israel. Ich bin bei den Fakten. Israel hat die 2006 gewaltsam 7000 jüdische Siedler mit Gewalt aus dem Gaza rausgeholt, als Deal Siedler raus für Frieden mit dem Nachbarn in Gaza. 7000 genau. Siedler wurden umgesiedelt, damit die ihr Gaza bekommen. Und dann hat Israel gesagt, verwaltet euch selbst. Und Israel hat komplett seine Finger aus dem Gaza gezogen. Was Israel nicht gemacht hat, ist, Israel hat umsonst Strom geliefert, umsonst Wasser geliefert und hat bis alleine nur von 2016 bis 2023, bis zu diesem besagten Tag, 180 Millionen Tonnen Baustoff nach Gaza geliefert, wo und kein Pfennig davon verlangt. Richtig. Und das ist das, was Israel gemacht hat. Und als Dankeschön hat die Hamas sich jahrelang vorbereitet und hat dann die Grenzzäune niedergerissen und ist in die Kibbuze reingegangen und hat einer der schlimmsten Massaker begangen seit dem Holocaust für die Juden. Und deswegen ist es nicht nur einfach ein paar Menschen umgekommen. Und es gibt ein chemikalisches Gesetz, das nennt sich das Wechselwirkungsprinzip und es ist das dritte newtische Gesetz und es beruht auf Aktion gleich Reaktion. Fertig. Richtig, genau. Die Palästinenser haben Aktion begangen und die Reaktion darauf war, dass Israel brutal zurückgeschlagen hat. Punkt. Genau. Und das ist genau richtig, wie du sagst. Und jetzt können wir noch weiter zurückgehen, immer weiter. Provokationen gab es von beiden Seiten. Und heute. Nasser. Und heute, nicht von warte mal ganz kurz. Seiten. Israel hat immer nur, Nasser, Israel hat immer nur reagiert. Hat nur reagiert, wenn es Anschläge gegeben hat. Israel hat den Gaza für viele Jahre nicht angegriffen, obwohl viele Jahre lang Raketen aus Gaza abgeschossen worden sind. Selbst diese Provokation hat Israel nicht beantwortet. Und erst dann, wenn wieder mal ein Bus in Tel Aviv in die Luft gejagt worden ist, oder wieder ein Messerstecher, ein Massaker auf einem jüdischen Markt angerichtet hat, ist Israel ins Westjordanland, nach Westbank oder nach Gaza rein und hat dann dort geantwortet. Hätten die Araber einfach aufgehört, ihre Dschihadi-Attacken zu organisieren, die arabischen Autonomiegebiete wären blühende Landschaften heute. Und sie hätten eventuell ihren palästinensischen Staat schon längst gehabt. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Sie haben entschieden, den Weg des irrsinnigen, blutigen islamischen Dschihad zu gehen. Und das ist die Antwort darauf. Eine strenge Antwort von Israel. Fertig. Ja, also ich sage jetzt noch einmal, diese ganze Geschichte wurde ja vor dem 7.10. wurde von der westlichen Medien auch anders mal gesagt, stigmatisiert, anders proklamiert, dass Israel nicht richtig war, nicht fair war, nicht richtig gemacht hat. Seit dem 7.10. hat sich hier in Deutschland komplett alles geändert. Jetzt wird nur noch auf Hamas rumgehackt. Doch, nein. Entschuldigung. Aber egal, also alles gut. Kian, rede noch mal kurz, dann gehe ich raus. Problem hast du mit diesem Rumhacken auf die Hamas? Ich habe damit ein Problem einfach,
dass einfach nicht gesehen wird, dass die, dass Hamas, die ist ja gewählt worden von den Palästinensern. Und Hamas macht ja nicht nur Terror. Wer hat 1400 Menschen, junge Männer und Frauen, die Spaß gehabt haben beim Tanzen, blutig abgeschlachtet? Richtig. Wer war das? Und wer schlacht? Die Hamas. Das waren die Hamas. Das waren die Hamas. Also und wer schlachtet jetzt? Warte mal, wer schlachtet denn jetzt? Jungen Männer und Frauen, die getanzt und Spaß gehabt haben. Übrigens, die Juden, die dort auf diesem Nova-Fest waren, das waren alles linke Juden, pro-palästinensische Juden. Die haben Geld dort gesammelt für diese Barbaren, für diese Hyänen. Ja, aber jetzt werden für 1700, ich sag das jetzt nicht, weil mir das nicht, weil mir das scheißegal ist, ne, ihr nicht falsch versteht, manchmal versteht ihr einige Sachen falsch. Ich habe dir im Voraus gesagt, es war nicht schön, es war scheiße, da sind Menschen umgekommen, ja. Das ist noch nicht. Aber es ist jetzt, das ist natürlich, ich versuche es nur nicht auszudrücken. Und es ist jetzt aber auch nicht in Ordnung, es ist auch nicht in Ordnung, jetzt 30.000 Menschen zu massakrieren. Dann wende deine Kritik an die Hamas. Wenn Hamas aufgibt, dann ist der Krieg vorbei. Wenn Hamas die Geiseln freilässt, dann ist der Krieg vorbei. Israel ist nicht die Seite, die aufgeben muss. Denn wenn Israel aufgibt, gibt es keine Juden mehr und kein Israel. Wenn die Hamas aufgibt, dann herrscht Frieden. Außerdem, Anna, eine Sache darf niemand hier vergessen. Die Hamas hat sich entschieden, den Krieg in ihre Städte zu tragen. Ja, die Hamas hat entschieden, ihre gesamten Depots, ihre ganze Verteidigung in die Städte zu verlagern. Wenn irgendjemand schuld ist, dass ein Kind, eine Mutter oder ein Vater oder eine Oma oder ein Opa stirbt, dann die Hamas. So, ich sage jetzt gute Nacht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und auf Wiedersehen. Ja. Sorry, aber das Gequatsche kann ich gar nicht, echt nicht hören. Ey. Gott, das ist so schmerzhaft. Wir haben noch einen Patienten. Okay, schick mal hoch. Wir haben jetzt plötzlich drei. Ich nehme einen Patienten und dann ist Schluss, wobei für mich das auch schon schwer ist. Dieser Patient hat sich schon in den Kommentaren geäußert. Okay. Heißt Angel on Earth, ja, Engel auf Erde. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich habe die Nerven, ehrlich gesagt, nicht mehr dazu. Kein Problem, ich hab's. Ja, keine Argumente, gute Nacht, genau. Guten Abend, Engel auf Erden, leg los. Guten Abend erstmal. Ja, hallo. Also generell finde ich schon mal gut, dass du mich schon vorverurteilst, nur aufgrund der Kommentare und quasi hier schon versuchst, eine Meinung über mich zu bilden. Für die anderen schon. Das finde ich schon mal erstmal nicht gerecht, weil wir erstmal relativ neutral aufeinander zugehen. Meine Liebe, ich habe keinen Bock jetzt mit dir so super freundlich zu sein. Ich kann hier sagen, was ich will, das ist mein Stream und wenn du irgendwelche Kommentare schreibst und ich kann meinem Co-Host sagen, was für Kommentare du geschrieben hast und was ich darüber denke. Wenn es dir nicht passt, dann tschüss. Du musst hier nicht sein. Okay, was hat Angel on Earth gesagt? Also, okay, was war dein Statement? Oder Anna, was hat sie gesagt? Sie hat geschrieben, dass sie hier die israelische Armee, wie gesagt, diese ganzen Mist, den sie schreiben, dass israelische Armee Kinder tötet, dass Israel im Unrecht ist, dass nur Juden die Opfer sind und das muss man sich merken, dass immer nur die Juden und sonst niemand ein Opfer ist. Also hat sie im Prinzip das Leid der Menschen am 7. Oktober verhöhnt und damit sich absolut auf die Seite der Hamas gestellt. Okay, also Angel on Earth. Ich meine, der Name klingt ja erstmal vielversprechend. Das ist wirklich ein netter Klang, also klingt friedlich. Mhm. Also du gehst tatsächlich davon aus, dass es so etwas wie ein Massaker an Kindern in Palästina gegeben hat. Du kannst dich entstummen. Angel on Earth. Du hast jetzt die Gelegenheit, dein stärkstes Argument vorzubringen. Sie muss nur ihr Mikrofon selber anmachen. Du musst dein Mikrofon anmachen, Angel on Earth. Jetzt. Ja, ich musste jetzt gucken, wie es geht, sorry. Also, darum geht es überhaupt nicht. Du hast da jetzt ein bisschen was reininterpretiert, was ich so nicht geschrieben habe. Ne? Okay. Also, da waren jetzt noch so ein paar Sachen, die ich so nicht geschrieben habe. Also, ich habe einfach nur geschrieben, ich finde es
Ich meine damit einfach nur, ich finde es generell schlimm, wenn man immer aus Opferhaltung redet, etc. pp. Ich finde generell, einfach ganz generell, wir sind alles Menschen, okay? Keiner hat das Recht, irgendwen anders als Tier oder sonst was zu bezeichnen. Hingegen ich sogar sage, Tiere sind manchmal sogar besser und können besser miteinander leben als Menschen. Okay, davon mal ab. Aber Fakt ist, wir sind alles Menschen. Und sofern man sich gegenseitig Respekt gegenüberbringt und miteinander friedlich lebt, hat jeder das Recht, überall auf der Welt zu leben und auch seine Berechtigungs, seine Daseinsberechtigung. So, das war das Wort. Okay, das alles ist, verzeih mir, wenn ich das so sage, es ist alles Wischiwaschi. Natürlich, im Idealzustand wollen wir alle friedlich leben. Im Idealzustand möchte ich auch nicht, dass Russen Ukrainer töten und dass die Ukrainer gezwungen sind, Russen niederzumetzeln. Im Idealzustand möchte ich auch nicht, dass in Ruanda Tutsis und Hutis gegeneinander antreten und Menschen sich gegenseitig umbringen. Im Idealzustand möchte ich nicht, dass im Nigeria Christen von fanatischen Muslimen umgelegt wird. Im Idealzustand schwebe ich auf Wolke 7 und da ist ein wunderschöner Regenbogen über meinen Kopf und wir essen alle Eis und wir lieben uns alle, ob wir Juden, Christen oder Muslime, Atheisten sind oder was auch immer. Aber die Wirklichkeit da draußen ist ein bisschen anders, Angel on Earth. Die Wirklichkeit ist, dass ein junger Staat wie Israel, der jetzt seit 75 Jahren existiert, einfach versucht, in Frieden zu leben. Jetzt ist ein arabischer Aggressor, der auf seine Fahne geschrieben hat, dieses kleine Land in der Größe von Hessen, du hast richtig gehört, Israel ist etwa so groß wie ein Bundesland in Deutschland, ja, von der Landkarte zu fegen. Die Araber haben 56 arabische Staaten und sie kriegen ihren Mund nicht voll und wollen noch diese kleine Region dort in der Größe von Hessen und wollen 8 Millionen Juden einfach ermorden. Das sagen auch ihre arabischen Führer übrigens, die das immer wieder betonen. Wir werden den Kampf gegen die Juden einfach nicht beenden. Selbst wenn die Juden Israel verlieren, werden wir sie überall jagen, weil das ein alter islamischer Auftrag ist. Was Israel tut, ist nichts anderes als Selbstverteidigung. Und weißt du, was der große Unterschied ist zwischen diesen blutdürstigen Arabern, die sich Palästinenser nennen, und den Israelis? Die Israelis lieben ihr Leben. Und die Palästinenser oder die Araber lieben den Tod. Sie achten das Leben ihrer Kinder nicht. Israel achtet das Leben ihrer Kinder. Deswegen hat Israel so etwas wie ein Iron Dome gebaut. Am 7. Oktober sind 4000 Raketen auf Israel runtergegangen. Und hätte es nicht dieses Abwehrsystem gegeben, dann wären nicht an einem Tag 1400 Juden gestorben, sondern möglicherweise 14.000 Juden. Ja, und das ist die Realität. Und deswegen gebe ich die Schuld diesen kriegslüsternen Araber und Muslime, die nichts anderes machen können, als Israel seit 75 Jahren von der Landkarte zu tilgen, obwohl Israel bei seiner Rede als die erste Rede im jüdischen Parlament gehalten wurde. Jetzt Anna, wie hieß der erste Staatspräsident von Israel? Oh Gott. Ja. Wie bitte? Ich glaube, war es Ben-Gurion? Ben-Gurion. Ja. Er hatte gesagt, er hat in seiner ersten Lesung im Parlament gesagt, liebe Araber, legt eure Waffen nieder, lasst uns in Brüderlichkeit zusammenarbeiten und wir schaffen eine prosperierende Gesellschaft. Die UNO hat den Arabern 1947 und 48 die Chance geboten, Leute, ihr kriegt euren Staat, aber lasst den Juden auch ihren Staat. Immerhin haben sie 3000 Jahre Geschichte dort. Die Araber haben entschieden, nein, wollen wir nicht. Und das ist der Grund. Die arabische Dickköpfigkeit ist der einzige Grund, warum diese Region seit 75 Jahren nicht zur Ruhe kommt. Ja, aber darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Jetzt nur Zwischenfrage. Ja, bitte. Wie kommt es zustande, dass jedes Jahr an Ramadan zum Beispiel die Al-Aqsa-Moschee überfallen wird? Von wem denn? Kannst du mir das erklären? Also ich meine, ich sag mal so, es ist ja gut, du kannst immer alle Aggressionen seitens der Araber gegen die anderen, aber es gibt ja nun mal auch,
Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt ja nun mal auch von anderer Seite auch immer Sachen, die mal passieren, wo, glaube ich, auch mein Vorgänger drauf hinaus wollte, die auch von Aggression getrieben sind. Also ich sag mal so. Ja, dann nenn mal Fakten. Jedes Jahr im Monat Ramadan. Ja, wie kann es sein, dass Netanjahu sich dahinstellt mit einer Karte, wo es Palästina nicht mehr gibt? Also das möchte ich gerne mal wissen. Was also meinst wenn Al-Aqsa jedes wieso Jahr? Ist das auf der fragen? Seite okay und auf der anderen Seite gerne. Quasi nicht? Also es ist auf beiden Seiten dann scheiße. So, also erst einmal, Anna, du kannst gerne diese Frage beantworten. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob Netanjahu eine Karte gehabt hat, auf der Palästina, mal abgesehen davon, Palästina existiert nicht. Es gibt keinen palästinensischen Staat. Es gibt höchstens Autonomiegebiete und die erkennt Israel de facto an. Okay? Die andere Sache ist, jeden Monat im Ramadan steigt die Gewalt in der islamischen Welt. Jeden Monat im Ramadan ereifern sich die Muslime auf dem Tempelberg bei der Al-Aqsa-Moschee und beschmeißen die israelischen Soldaten dort mit Steine. Das ist das Problem. Und so fangen die Konflikte an. Ich sage noch einmal, die Araber hatten 10-mal die Chance von 1948 bis 2006, eigentlich bis 2020, einen palästinensischen Staat zu bekommen. 10 Friedensverhandlungen hat es gegeben. Und in diesen 10 Friedensverhandlungen hat Israel, und jetzt halte dich fest, zu 99% allen Forderungen der Palästinenser nachgegeben. Weißt du, warum die Friedensverhandlungen immer wieder gescheitert sind? Angel on Earth? Nee, aber weißt du, ich warte, nein, ich habe jetzt auch noch ein Gegending. Ich möchte gerne... Angel, wenn du immer nur entgegen bist. Du kannst mir das gleich beantworten, aber könntest du mir im Nachgang, ne? Also im Nachgang, damit ich mich mal einlesen kann, mal für so ein paar Teile wirklich seriöse Quellen nennen. Also ich möchte nicht jetzt irgendwelche Sachen aus Israel selber hören, weil ich finde es immer schwer, wenn ein Land sich selber beurteilt. Entschuldigung. Ich hätte gerne im Nachgang ein paar Quellen. Bin ich hätte auch gerne ein paar. Dann gebe ich dir einen Tipp. Über die Karte bei Netanjahu und ein paar seriöse Quellen auch über die Überfälle, wie du gesagt hast, jedes Jahr auf die Al-Aqsa-Moschee. Auch nicht Al Jazeera oder arabische, sondern seriöse Quellen, die das belegen. Also nicht nur das. Erst einmal, du kannst alle Friedensgespräche zum Beispiel 1949 gab es das die Armistizvereinbarung. 1967 gab es den Allen-Plan, den Rogers-Plan, die Guinea-Konferenz gab es 1973. Es gab die Madrider Konferenz 1991, die Oslo-Gespräche 1993, die israel-jordanischen Friedensabkommen. Übrigens, 1994, die Jordanier haben mit den Israelis ein Friedensabkommen gemacht und es ist friedlich zwischen Jordanien und Israel. Die Ägypter haben ein Friedensabkommen gemacht und seit 40 Jahren bekriegen sich die Ägypter und die Israelis nicht mehr. Und dann gab es das Camp-David-Abkommen. Darf ich einmal nur ganz kurz, ich weiß, es ist unhöflich, kurz unterbrechen, aber ich möchte nicht gerne, guck mal, ich habe hier niemanden beleidigt bis jetzt, ne? Ich habe wirklich niemanden beleidigt, ich habe hier ganz normal mit euch gesprochen. Ich möchte gerne, da ist im Kommentar eine Michaela, die schreibt, du bist der Angel on Hell. Und also ich möchte das nicht, dass ich so beleidigt werde, weil ich habe jetzt nicht irgendwas gesagt. Du hast gesagt, dass nur die Juden Opfer sind und jetzt bist du so dünnhäutig. Nee, aber es ist trotzdem jetzt gemein. Ich rede jetzt ganz das war normal. Auch okay, Angel von meiner Meinung nach mit euch. Ja, leg dir die Angel, versucht mal den Chat zu ignorieren. Weißt du, was Leute alles über mich in dem Chat schreiben? Ja, wenn ich auf jeden einzelnen Chat reagieren würde, dann wäre das, dann würde ich hier in der Ecke sitzen und würde hier 3 Kilo Taschentücher verbrauchen. Es ist mir völlig egal, was die Leute über mich schreiben. Versuch mal zu ignorieren und fokussiere dich jetzt mal nur auf das Gespräch. Ich bitte dich, es gibt 10 Friedensabkommen und diese Friedensabkommen sind alle mit den kompletten Gesprächen zwischen der palästinensischen Delegation
und der jüdischen Delegation abrufbar. Du kannst also sehen, worüber die Araber gesprochen haben oder was sie gefordert haben und was die Israelis gefordert haben. Und du wirst sehen, dass in diesen Abkommen Israel zu 99% allen Forderungen nachgekommen sind. Weißt du, warum alle Friedensgespräche gescheitert sind? Weißt du? Nee, hatte ich ja gerade schon gesagt, nein. Okay, gut. An Jerusalem. Die Juden haben gesagt, Jerusalem gehört uns. Die Araber haben Druck ausgeübt und dann haben die Juden gesagt, also die Israelis gesagt, gut, dann teilen wir Jerusalem. Ihr nehmt den Osten, wir nehmen den Westen. Und damit war die Sache geregelt. Aber die Araber wollten ganz Jerusalem als Hauptstadt. Die Juden haben gesagt, auch Jerusalem ist für uns wichtig. Aber dann haben die Araber Nein gesagt. Es scheiterte 10-mal an der Frage um Jerusalem. Das war alles. Und selbst da haben die Israelis noch gesagt, die Hälfte euch und die Hälfte uns. So wie sie es historisch von 1948 bis heute den Araber vorgeschlagen haben. Fein, palästinensischer Staat akzeptieren wir. Fein, ihr kriegt die Hälfte von Jerusalem. Aber shut up, lasst uns in Ruhe. Und die Araber hängen sich bis heute an Jerusalem fest. Wir wollen Jerusalem. Das ist der ganze Konflikt. Die Juden bzw. die Israelis waren seit 1948 kompromissbereit. Und das haben die Araber nie gezeigt. Warum? Weil ihnen die Religion im Wege steht. Weil die alte Abrechnung Islam gegen die Juden immer noch im Raum steht und die Araber nicht vergessen können, dass die Juden sich damals nicht dem Propheten Mohammed anschließen wollten. Und deswegen gibt es einen internationalen Hass in dem Herzen der Muslime. Das ist auch der Grund, warum Türken, Araber, Kurden, Chinesen, Inder, Pakistanis sich so viele Ethnien und Kulturen hinter den Palästinensern stellen, wenn sie Muslime sind, weil es ist der alte Judenhass im Islam, der sich jetzt gegen Israel entlädt. Das ist Fakt. Fertig. Fertig. Und alle deine Anschuldigungen, alle deine Anmerkungen, die du jetzt hier getroffen hast, kannst du im Internet nachlesen. Das ist das Wunder des Internets, dass du all diese Friedensverhandlungen abrufen kannst. Und dann kannst du sehen, dass die Araber die Dickköpfe waren und nicht die Israelis. Ich war ein Judenhasser vom Feinsten. Okay. Aber ich bin generell kein Judenhasser oder irgendwas. Keine andere Religion. Im Gegenteil, ich respektiere jede Religion, so wie es ist. Ich respektiere keine Religion, auch nicht das Judentum. Das ist ja schön. Wir sind Menschen, jeder hat eine andere Einstellung und jeder hat eine andere Einstellung zum Leben. Du respektierst keine andere Religion. Respektiere ich auch. Nehme ich auch hin, weil jeder hat irgendwelche Gründe dafür, dass er so denkt, wie er denkt. Das ist vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim. Da sage ich gar nichts gegen. Nur jetzt eine Gegenfrage. Wie stehst du oder wie erklärst du dir dann diese extremen Äußerungen von der israelischen Regierung? Ich rede ja extra auch nicht über die Bevölkerung, ne? Für mich geht es meistens eher immer politisch. Warum kann Israel sich wirklich so aggressiv äußern und sagen, welche Äußerung meinst du? Welche Äußerung meinst du? Reinschmeißen und mal so weiter und so fort. Sag, welche Wieso Äußerung können die solche Äußerungen ja, treffen? Ja, ja. Welche also Äußerung du meinst? Genau. Habe ich jetzt gerade gesagt, Anna. Und ich finde es schlimm, dass Kian mir mehr Respekt gegenüberbringt als du. Ich meine, gut, du bist der Host. Heul woanders. Aber ich möchte nicht beleidigt werden. Du bist das einzige Opfer. Ich beleidige hier auch niemanden. Ja, ich beleidige dich auch nicht. Ich gehe einfach davon aus, weil du bist von deinen Aussagen. Ich bin kein Sensibelchen. Alles, was Israel aussagt, ist absolut richtig und immer noch zu weich. Und dass du hier hinkommen kannst und dich passiv-aggressiv gegenüber Israel in dieser Zeit äußerst, machst du. Mach ich nicht. Genau das war es. Und du unterbrichst mich sogar schon wieder in meinem eigenen Stream. Es ist spät und ich habe überhaupt keinen Bock auf solche Menschen wie du. Das eine ist, wenn jemand hier reinkommt und ganz offen und ehrlich sagt, ich unterstütze die Hamas, ich hasse die Juden, ich hasse Israel. Sowas gibt's auch. Aber dann ist diese Person zumindest ehrlich und steht dazu. Und mit der kann man sprechen. Aber wenn jemand so tut, als sei es Opfer und du spielst die ganze Zeit die Opferkarte. Mal hätte ich was über dich gesagt.
Mal hätte man dich beleidigt, mal hätte Michaela was über dich geschrieben. Israel kämpft ums Überleben. Da wurden 1500 Menschen einfach massakriert. Kinder wurden in ihren Bettchen erschossen, Babys, ja, verbrannt, vergewaltigt. Das alles juckt dich nicht. Du interessierst dich für irgendwelchen Gossip. Mich interessiert auch deine Meinung über mich nicht. Wenn es dir nicht passt, dann geh woanders hin. Ich bin mir sicher, hier ist noch eine jetzt dazu gekommen, bestimmt deine Freundin, die noch mit einem Moslem schläft. Und ihr versucht einfach nur, diesen Scheiß nachzuplappern. Das sind Frauen, genauso wie ihr, die haben so gelitten, die haben ihr Leben verloren. So viele Kinder sind Waisenkinder geworden. Wegen Menschen wie euch, die das unterstützen. Genau diese, in Anführungsstrichen, Unschuldigen, die in Gaza sowas unterstützen. Genau solche Frauen, die sich freuen, wenn jüdische Frauen brennen, wenn jüdische Männer qualvoll verbluten und beobachten, wie ihre Babys in Öfen verbrannt werden, lebendig, und wie ihre Ehefrauen zu Tode vergewaltigt werden, wie Frauen in die Vagina geschossen wurde, wo ganz viel Grausames passierte. Und dann kommst du, du nennst dich auch noch Engel auf Erden und erzählst was von, wir sind ja alle Menschen, ich akzeptiere alle Religionen, ich akzeptiere nicht alle, ich akzeptiere Menschen, ich akzeptiere Menschenrechte für Menschen, nicht für Hyänen, nicht für Hamas, nicht für Terror, nicht für Terroristen, nicht für Schlampen, die mit Terroristen schlafen. Ich akzeptiere das nicht und mich interessiert deine Meinung über mich nicht. Du kannst nicht mal eine Frage formulieren. Ich habe dich mehrmals gefragt, welche Angriffe auf Al-Aqsa-Moschee genau meinst du? Null. Du laberst um den heißen Brei herum, du hörst Kian überhaupt nicht zu, du willst einfach nur Gegenfragen stellen, weil es bei dir zwischen den Beinen juckt und irgendein Araber juckt dich da. Mich juckst du einfach nicht. Wenn du in mein Stream kommst, darfst du mich nicht unterbrechen. Ich bin jetzt einfach aggressiv und ich stehe dazu. Ich tue nicht so wie du, als wäre ich heilig und immer nur sauber, okay? Du bist schmutzig und du verschmutzt mit dir auch mich. Du machst mich aggressiv. Und Michaela hat dir noch zu weich geschrieben. Du bist nicht ein Engel, der in die Hölle gehört. Du bist aus der Hölle. Du darfst jetzt mal was sagen, weil Kian hier ist, wenn er überhaupt noch Lust hat, sich mit dir zu unterhalten. Von mir aus ist die Unterhaltung beendet. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich habe das hier kaum ausgehalten, diesen Scheiß, den du von dir gegeben hast. Al-Aqsa-Moschee, Angriff jeden Ramadan, irgendwelche Netanyahu mit irgendeiner Karte. Und dann willst du noch Quellen? Welche Quellen hast du? Wasserquelle. Inshallah. Angel on Earth, du kannst jetzt wieder antworten, okay? Wir haben grundsätzlich keine Sprachzensur hier. Du kannst jetzt auch scharf zurückschießen, wenn du willst, okay? Wichtig ist, dass du offen bist. Du kannst dein Mikrofon wieder entstummen. Das ist ganz einfach. Gut. Also ich werde bestimmt nicht so scharf zurückschießen, weil ich einfach Niveau und Anstand habe. Oh, bitte. So scharf zurückschießen. Oh, weil ich einfach, ich will einfach mit mir im Reinen sein und da wäre das nicht in Ordnung. Das war bis jetzt. Gut. Kian, ich danke dir für das respektvolle Gespräch. Ich danke dir. Bin ich ehrlich? Ehrlich ist ja, das war auf Augenhöhe. Ist aber ja, so. Auf Augenhöhe. Mit Kian war das auf Augenhöhe. Mit deiner Augenhöhe. Ich habe ganz normale Fragen gestellt. Er hat ganz normal geantwortet und ist nicht beleidigend geworden oder abwertend. Du bist beleidigend geworden. Ich habe euch gegenüber auch keine Abwertung benutzt. Und gegenüber Kian auch nicht, oder? Habe ich dich irgendwie beleidigt? Schau mal, Angel on Earth. Schau mal, Angel. Fühlst du dich irgendwie beleidigt? Schau mal, also ich persönlich habe eine panzerdicke Haut. Was Leute mir sagen, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich könnte gar nicht in dieses Diskussionsgeschäft einsteigen, wenn ich ein dünnhäutig wäre. Anna ist anders. Sie ist Jüdin. Wenn 1400 Juden abgeschlachtet werden durch islamische Irre, dann verstehe ich Annas Reaktion von A bis Z. Ich würde auch so reagieren. Wenn 1400 Leute, harmlose Menschen in Kibbutze, die alle links und pro-palästinensisch sind, ja, die viele Palästinenser beschäftigt haben in ihre Kibbutze, Arbeit und Brot dort gefunden haben, die mit Arabern gelebt haben, Nein, Kian, ich habe jetzt eine Sprache benutzt, die auch Muslime verstehen. Das ist oder muslimische Liebhaberinnen.
Du kannst benutzen, was du willst. Das ist dein Stream. Und wir, es gibt, für mich gibt es keine Rücksicht hier, keine politische Korrektheit. Wir sagen, was zu sagen ist. Wenn du das hier sagen musst, dann sagst du das ganz einfach. Du kennst Angel nicht und sie kennt dich nicht. Du hast keinerlei Verpflichtung gegenüber ihr. Niemand. Es geht nicht um Verpflichtungen. Es geht darum, wenn ein Mensch sowas schreibt, so wie diese Ebru hier und alle, ja, das sind niveaulose Menschen, die sich einfach im Internet verstecken und auf einen Gutmenschen tun. Das sind genauso wie diese Frauen, die Kopftuch tragen mit aufgespritzten Lippen und aufgesetzten Wimpern und so tun, als dienen die Allah, aber in Wirklichkeit nur davon träumen, dass Männer sie anschauen und jemand denen sagt, ey, Aisha, du bist hübsch. Genauso ist auch dieser Engel auf Erden und Ebru, das sind solche Menschen. Aber da habe ich mal eine Frage auch an Angel. Angel, bist du muslimischer Herkunft oder bist du Bio-Deutsche? Wie meinst du jetzt Bio-Deutsche? Meinst du jetzt komplett deutsch? Ja, bist du komplett deutsch oder bist du Muslimin? Ich kann es dir ganz genau sagen. Mein Opa kommt ursprünglich aus Deutschland, meine Oma ursprünglich aus Belgien. Dann kannst du dir ja denken, wo meine Mutter herkommt, quasi. Ne? Die ist in Belgien geboren, ist aber quasi im Kern Deutsche. Ja, du bist mein Europäer. Vater ist aus der Türkei. Ah, so, okay. Mein Vater ist auch schon tot, davon mal ab. Also ich möchte nicht, dass über den geredet wird, okay? Weil der ist einfach schon tot und da sollten wir alle Respekt vor haben. Na, so. Schau mal. Egal welche Religion. Okay. So, das heißt also, deine Verteidigung für die Palästinenser rührt wahrscheinlich aus der Hälfte deiner türkischen Herkunft her. Seh es mal nicht, als ich habe ja nicht immer nur so gesprochen. Ich finde generell auf beiden Seiten ist einfach scheiße. Ich finde Blutvergießen, so blöd es sich das anhört und so nach Gutmensch es sich auch anhört, ich finde das generell einfach scheiße, was hier überall passiert. Egal, sei es uigurische Kinder, die unter Drogen gesetzt werden und was weiß ich, und missbraucht werden, verkauft werden, gehandelt werden. Da erklärt sich das auch, warum du redest. Ja, und Papi. Da erklärt sich das, wo du doch so redest. Jetzt gehen wir aber hier richtig ins Detail, Angel. Das ist ja interessant. Ja, ich sag mal, aber sowas finde ich generell einfach scheiße. Verstehst du? Also wahrscheinlich hast du auch so eine leichte islamische Ader, oder? Natürlich. Ja, bist du eine praktizierende Muslime? Ich sag mal so, ich habe gar nicht, ich habe sogar, also ich habe sogar evangelischen Religion und Unterricht gehabt und habe das sogar auch im Abitur gehabt. Habe ich auch als Kind. Ich meine, ich frage dich jetzt, bist du Muslimin? Praktizierst du den Islam? Nee, gar nicht. Ich habe gar kein Kopftuch. Nein. Hast du Sympathie für den Islam? Hast du Sympathie für den Islam? Du, ich picke mir aus jedem Glauben, ich bin ehrlich. Sie praktiziert den Islam, sie sagt einfach nicht die Wahrheit. Das raus, was ich gut finde, doch. Okay. Ich sag, was ich denke. Ich picke mir aus jedem Glauben, ich habe sogar auch was vom Buddhismus. Ich finde an allem irgendwas Gutes. Ich finde selbst am Atheismus was Gutes, weil selbst der hat seine Begründung. Weil warum geht man von aus, dass irgendwer uns hier alles gegeben hat? Ne? Aber ich sage, ich pick mir überall einfach was Vernünftiges raus. Ich möchte niemanden wehtun, ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte generell nichts Schlechtes auslösen. Ich möchte auch nicht irgendwen umbringen oder sonst irgendwas. Ja. Aber warum, schau mal, du sprichst jetzt sehr interessante Punkte an. Du hast die uigurischen Kinder. Also viele Muslime wissen nicht mal, wo die Provinz Xinjiang, wo die Uiguren leben, ist. Die wissen das nicht mal. Ja, die wissen nicht mal, wo China auf der Landkarte ist. Deswegen interessant, dass du so spezifisch über die Uiguren sprichst. Das heißt, du hast das muslimische Leid zu deiner Chefsache gemacht. Ja, sonst würdest du nicht, ich staune, in Nigeria wurden über 100 nigerianische Mädchen entführt und zum Islam konvertiert. Ja, die saßen da alle auf dem Boden und mussten Chador tragen, obwohl sie Christinnen waren. Und ich finde es interessant, dass dich das Leid von nicht-muslimischen Menschen besonders interessiert, sondern dass du dich sehr fokussierst auf das muslimische Leid. Das machen nur Menschen, die irgendwo eine islamische Ader haben. Nö, mich interessieren die Kinder, die von den katholischen interessiert dich das Mädchen, das in Wien von 17 Muslimen vergewaltigt wurde, über ein Jahr lang? Interessiert sie dich? Die wurde in Wien über ein Jahr lang von 17 muslimischen Jugendlichen vergewaltigt. Ja, die interessiert mich genauso. Warum passiert sowas? Aber du hast nicht darüber gesprochen.
Angel, außerdem, es ist ein Phänomen nicht des Christentums, es ist ein Phänomen der katholischen Kirche. Es ist nicht mal ein Phänomen eigentlich der katholischen Kirche, sondern es ist ein Phänomen von einigen Priester und Nonnen, die sich an den Schwächsten ihrer Obhut vergreifen. Das liegt aber damit zusammen, dass dieses unchristliche Konzept des Zölibats Männer und Frauen zwingt, ihre sexuellen Bedürfnisse zurückzuhalten. Und deswegen vergreifen sie sich an Kinder. Es ist aber nicht mit dem Christentum zu rechtfertigen. Aber die Misshandlung von Kindern oder die Kinderheirat in der islamischen Welt, die kümmert dich nicht? Doch, wenn es die tatsächlich gibt, ja. Oh, du willst doch mir also sagen, dass der Prophet Mohammed nicht eine Sechsjährige geheiratet hat und hat sie vergewaltigt, als sie 9 war? Du, das könnte ich dir so genau noch nicht mal sagen. Du kennst nicht die Geschichte von dem Prophet Mohammed und seiner Kinderfrau Aisha? Nein. Ah, okay. Tatsächlich nicht. Und du kennst doch nicht den Koranvers, Sura 65, Vers 4, wo die Scheidung beschrieben wird im Koran, die Regeln, die bezüglich der Scheidung gilt, und dass in diesem Koranvers die Wartezeit für Mädchen, die noch keine Periode hatten, 3 Monate ist. Was sagt dir das, wenn du so etwas hörst? Was meinst du mit Wartezeit 3 Monate? Da draußen glauben. Was Muslime meinst du glauben tatsächlich, dass sie Kinder heiraten dürfen und dass sie mit diesen Kindern schlafen dürfen. Und deswegen müssen Kinder, die noch nicht, oder Mädchen, die ihre Periode noch nicht bekommen haben, genauso wie schwangere Frauen oder für Frauen, die ihre Menstruation nicht mehr empfangen können, also Frauen, die in den Wechseljahren sind, müssen 3 Monate warten, bevor sie sich scheiden lassen können. Und deswegen heißt die Sura auch Sura al-Talaq, die Scheidung. Und das ist skandalös. Du kommst mit einem Phänomen, mit den katholischen Priestern und den Nonnen, die sich an Kinder vergreifen, aber die keine Grundlage im Christentum hat. Ja, weil das Christentum Kinder schützt. Aber du kommst mit dem, du kennst gar nichts über den Kindesmissbrauch in der islamischen Welt durch den Koranvers, dass faktisch alle islamischen Juristen und islamischen Gelehrten sagen, ja, man darf ein 6-jähriges Kind heiraten. Oder spätestens, wenn ein Kind ihre erste Periode bekommen hat. Deswegen hat der Prophet das auch vorgelebt und hat ein 6-jähriges Mädchen, das mit Puppen gespielt hat, rausgeholt. Und mit 9 Jahren hat er das Mädchen mit seinem 54 Jahre alten Schwanz dann vergewaltigt. Und ich sage das mal so grob, weil die Genitalien eines erwachsenen Mannes im Alter von 54 in dem Körper einer 9-Jährigen will ich mir gar nicht vorstellen. Bis heute sterben sehr viele Mädchen genau an solchen Vergewaltigungen, an inneren Blutungen. Die sterben an inneren Blutungen, das muss man sich vorstellen. Genau bei solchen Ehen. Ja, deswegen, deine Sympathie in Ehren. Ja, ich bin auch auf der Seite, menschlich gesehen möchte ich, dass die ganze Welt in Frieden lebt. Ja, aber das ist so utopistisch, das ist so illusorisch, dass ich schon gar nicht daran denke. Ja, das wäre der Idealzustand. Den gab es nie in der Geschichte der Menschheit. Es gibt keinen Frieden und wir sind alle Menschen. Ich brauche bloß in den Spiegel zu gucken, dann weiß ich, dass ich Mensch bin. Aber hättest du das auch gegenüber dem Pol Pot-Regime gesagt? In Kambodscha? Hättest du das auch gegenüber Saddam Hussein gesagt? Oder gegenüber den ganzen muslimischen Diktatoren? Oder Saudis, die Menschen öffentlich auf einer Straßenkreuzung hinrichten als Abschreckung, während Autos vorbeifahren? Come on! Ja, du wirfst dich jetzt in diese palästinensische Geschichte rein und riechst irgendwie blutrünstige Zionisten, die Palästinenser in Tausenden auslöschen wollen. Erstens, es ist Krieg. Im Krieg muss die Armee, die IDF, die israelische Armee, keine Rücksicht nehmen. Es ist Krieg. Die Hamas hat entschieden, Krieg zu führen. Und das ist die Antwort auf den Krieg. Zweitens, ich glaube nicht der palästinensischen Propaganda, dass 30.000 Menschen umgekommen sind. Wir können es nicht nachvollziehen, wir wissen es nicht. Die ganze Propaganda kommt von arabischen Sendern und von der Hamas und von den von der UNO, diese pro-palästinensische Organisation in weiß der Geier wo. Die Tatsache,
dass in einem Krieg die Wahrheit immer zuerst stirbt, macht mich sehr skeptisch gegenüber der Zahl von 30.000. Wenn ein Kind gestorben ist, grausam. Wenn 1.000 Kinder gestorben sind, absolut ein Horror. Ja, meine Sympathie haben die. Aber 77% der Palästinenser haben 2006 die Hamas gewählt. Und neuere Umfragen nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 haben gezeigt, dass die Mehrheit der Palästinenser diesen fürchterlichen Massaker auf jüdische Siedler und auf junge Menschen, die gefeiert haben, befürwortet haben. Und deswegen sage ich, jetzt schmeckt die Früchte eurer Zuneigung. Ganz einfach. Ihr habt mit der Hamas sympathisiert, jetzt zahlt den Preis dafür. Punkt, fertig, aus. So, jetzt können wir noch einen hochholen, oder Anna, möchtest du Schluss machen? Lass uns für heute Schluss machen, weil... Okay, dann ist das jetzt... Sonst ist Eskalationsstufe 3 genau, bei mir. Genau, dann würde ich sagen, dann beenden wir die ganze Geschichte. Ja, ich habe die Pseudo-Humanisten heute voll. Wir hatten heute zu viel von diesen, ich finde, Mensch ist Mensch. Mir sind lieber diejenigen, die reinkommen und direkt reinhauen, wer sie wirklich sind, als diese Pseudo-Humanistinnen und Humanisten mit ihren Moralpredigten, wohinter einfach nur das Böse steht. Ja. An dieser Stelle nochmal, wer jetzt so einen kleinen Tipp absetzen möchte, nicht zu mir, ich brauche diese Tipps nicht, aber damit Anna weiter diese Streams durchzieht als Belohnung dafür, dass sie ihre Nerven verbrennt hier. Komm Leute, tippt mal ein bisschen, gibt Anna mal was, zeigt ihr was, dass sie auch ihren Job hier verdient hat. Und vielen Dank, mein bester Zivilisierter. Und unterstützt Anna. Das ist nicht einfach als Jüdin, sich hier in dieses muslimische Löwenbecken zu stürzen und sich von jedem zweiten Muslim und Araber anhören müssen, dass sie eine Schlampe ist und Schermuta und Prostituierte. Und Mensch ist Mensch von Frauen. Genau, und all diese schrecklichen, beleidigenden Nachrichten bekommt. Also komm, Leute, macht mal ein bisschen was. Mir braucht ihr nicht zu geben, ich brauche das nicht. Und Anna braucht es auch nicht, aber ich will, dass es eine Anerkennung gibt, und das ist cool. Ihr seid ganz, ganz süß. Ich bin Annas Akzent. Ich liebe Annas Akzent. Ich stehe auf Annas Akzent. Ich bin jetzt verlegen. Ich danke euch allen. Ich mag deinen Akzent, habe ich aber schon 100-mal gesagt. Ja, ich danke dir. Ich mag auch an dir eigentlich alles. Ula, danke dir für deine lieben Worte. Ich danke dir wirklich. Von einer Frau das zu lesen, ist besonders wertvoll. Ich lese alle eure Kommentare und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich lese natürlich auch die Kommentare von der Gegenseite und bin auch eigentlich dankbar dafür. Free Annas Akzent. Free Annas Akzent hat einer geschrieben. Free Annas Akzent, genau. Mhm. Alisa, ich wünsche dir auch gute Nacht. Kian, danke, dass du so viel Geduld gehabt hast und dass du mich heute ausgehalten hast. Ich war heute nicht so besonders genau, geduldig. ist jemand da, weil ich alleine will nicht zum Islam konvertieren. Wir machen das jede Nacht, die Konvertierung. Wenn jemand von euch zum Islam konvertieren möchte, ihr habt jetzt ungefähr 10 Sekunden, meldet euch schnell an. Ansonsten machen wir das morgen wieder. Oder wer heute will, wie gesagt, ihr müsst nur eine Anfrage stellen. Was mich angeht, morgen ist wieder 21.30 Uhr. Alhamdulillah, genau, Mido. Morgen ist 21.30 Uhr wieder der Stream und am Donnerstag ist kein Stream bei mir. Am Donnerstag ist der Stream bei Kian, bei Ex-Muslim, er ist heute unter diesem Namen da, aber auf YouTube, ja. Auf dem YouTube Radar. Bin ich auf meinem Radar-Podcast. Genau, also Podcast, genau, bei YouTube. Müsst ihr reingehen und ihn suchen und wir werden morgen mehr über seinen Stream ein bisschen erzählen. Free Bacon. Ich danke euch allen. Ich lese die Kommentare. Ihr seid einfach wunderbar. Ich liebe euch. So, heute ist niemand zur Konvertierung da. Das heißt, ich konvertiere wieder morgen. Inshallah, ja. Alhamdulillah, Am Israel Hai. Ich wünsche natürlich, dass die israelische Armee möglichst hart vorgeht in Gaza. Ja. Und
möglichst zügig, und bald ist auch Libanon dran. Die beschießen nämlich Israel auch die ganze Zeit. Die sind auch bald dran. Ich hoffe natürlich, dass Israel möglichst bald das Ganze beenden kann und wieder ein gesichertes Leben führen kann. Ja. Und morgen sind wir mit euch wieder um 21.30 Uhr. Da jetzt, hast du Mental Gate hochgeholt, Kian? Nein, habe ich nicht gemacht. Wer hat das schon wieder gemacht, weiß ich nicht. Mental Gate, es tut mir leid. Wir reden wieder morgen. Und ich sehe, meine Kommentare laufen noch weiter. Gute Nacht, ihr Lieben. Ja, gute Nacht auch von meiner Seite. Kein Problem, Speedy, alles okay. Vielen Dank.